Ich hab's geschafft. Ich bin da, Leute. Ich bin da. Mit ein bisschen Verspätung. Aber hey, die Verspätung war dieses Mal wirklich mit einem Grund. Wisst ihr, was der Grund war? Ich habe das Spiel so lange nicht mehr gespielt, dass ich das Spiel mittlerweile neu installiert hatte, weil ich ja meinen PC vor, ich glaube, einem Jahr neu aufgesetzt habe. Es ist sicher ein Jahr her. Und jetzt hatte ich meine Save-Game-File nicht mehr. Jetzt musste ich in meine alte Festplatte gehen, dort das Backup ziehen vor meinem Save-Game, weil das Ding in Steam nicht speichert. Und ich habe jetzt endlich hinbekommen, dass das Save-Game funktioniert. Ich bin so froh, weil ich habe das Spiel ja schon 23 Tage durch. Oh, warte, ich muss was essen. Ich muss was essen oder was trinken. Alter, bin ich froh, dass das geht. Ich habe nämlich Angst gehabt, dass ich mein Save-Game nicht mehr bekomme, weil ich gedacht habe, vielleicht habe ich die Festplatte schon formatiert oder so, aber es geht alles zum Glück. Wir sind wieder da, Leute. Ich freue mich so. So, ich ziehe noch ganz schnell hier meine Sachen rüber. Ich mache mir schnell was zu essen, weil mein Essen ist auf niedrigstem Niveau. Warum sagt er hier Energy so low? Brauche ich Energy eigentlich? So, ich schau mal. Sonst nimm mir so einen Drink oder sowas. Da muss ich jetzt Energy-Drinks trinken? Jungs, Mädels? Warte, Inventory, Drink, ah. Ja doch, ich brauche jetzt Energy tatsächlich, okay. Health geht ein bisschen runter, aber ich mache mal voll, voll. Zeit steht hier, okay, ist das neu? Ich weiß nicht, aber ich muss hier... Hallo? Hä, wie funktioniert das nochmal? Hä? Wie, hallo? Ah, okay. Aber es funktioniert jetzt alles, ich bin sehr froh drüber. Und vielen Dank... Hier an Lost Eye für 10 verschenkte Mitgliedschaften. Da geht auf jeden Fall mal ein Herzchen raus. Und schau, das ist die Endlicher. Jo, so viel herum. Ich hab dich so vermisst. Ich war ein ganzes Jahr nicht mehr da. So, kann ich die Ente nochmal... Ja, soll ich die kleine Ente da vielleicht mal reinstopfen? In den... Ja, können wir gleich mal probieren. Oder in den Toaster rein. Muss mal gucken, hat die Ente genug zu fressen? Schau mal, ich habe das letzte Mal vor einem Jahr die Ente gefüttert. Da ist noch 67% drin. Sieht aus wie den Fischis. Ich sehe es hier. 32%, super. Da was zu essen holen. Ah, ist das schön. Endlich wieder zurück, da wo wir herkommen. Würde gerne essen. Ach nö, warte, wie esse ich das nochmal? Inventory? Wie mache ich nochmal Inventory auf? Ah, hier, ne? Glaube ich. Ah, tatsächlich. Ich kann Essen mitnehmen? Hätte ich das gewusst, hätte ich immer Essen mitgenommen. Also dann esse ich das jetzt aber. Ja, ich esse auch immer die ganze Ding mit. Gut, dann ich mache mal ein bisschen was zu essen und nehme das mit, weil ich bin ja letztes Mal fast abgereckt. Das weiß ich noch, vor einem ganzen Jahr oder so. Oder wann ist das ja ein halbes Jahr? Das Game hatte doch ein Update, oder? Ja, es hat ein Update. Es gibt jetzt, glaube ich, auf der Map was Neues. Das will ich mir auch mal angucken. Deshalb habe ich gedacht, komm, wir spielen das mal. Vor allem, ihr habt es euch auch gewünscht. Ihr habt es euch ja gewünscht, ne? Kühlschrank ist offen. Ja, der kann offen bleiben. Greta Thunberg wird sich jetzt umdrehen. Danke hier auch an werhautenraus.de. Bada ist jetzt nochmal VIP geworden. Bayerisches Zapferl hat nochmal 17 Monate. Ja, mach weiter so. Vielen Dank hier ins Bayerische Zapferl. Dann haut sich hier nochmal Trickschrott mit VIP raus. Und Ronny. Vielen, vielen Dank. So, jetzt, das packen wir aber ein, das tun wir ins Inventory. Geh, Oma. Das tun wir ins Inventar. Was habe ich noch alles im Inventory? Mal gucke. Ich habe im Inventar ein bisschen was zu trinken, ein bisschen was zu essen und dann empty, empty, empty passt. Super. Gut. Ah ja, stimmt, bei dem Inventory kann ich ja die Tiere und so mitnehmen. Deshalb habe ich immer so wenig. Und was habe ich mit dem Stuff hier? Oma, was machen wir mit dem Müll jetzt eigentlich? Was habe ich mit dem immer gemacht? Ey, das ist halt so lange her, dass ich das gespielt habe, ne? Aber Ente? Komm, nehmen wir mal die Oma und tun die mal hier rein in die... So, Oma, schau mal, ob du reinpasst in den... Ach, warte, so zwischen mir in den Kühlschrank rein. Sollen wir mal die Oma in den Automaten stecken? Oma, ich schau mal, ob ich nochmal einen Automaten oben habe und ob da meine ganzen Tiere noch drin sind. Dann komm mal mit dir, Oma. Zieh mal die Oma hoch. Boah, Oma, du bist aber ganz schön schwer geworden, du sag mal, über das Jahr jetzt über. Ich merke das schon. Ugh. Die ist richtig schwer geworden, die alte Oma. Ja gut, ich zieh mal hoch hier, komm. Er hat da immer automatisch die Sachen drin, Omi. Aber warte, nicht runterfallen, Oma. Nicht runterfallen. Du kommst jetzt in meinen Automato. So. Komm rein, Oma. Komm. Ja, komm. Oma, du kommst jetzt in den Automaten rein. Das ist... Komm. Ja, wir haben dich gleich drin, Oma. Gleich bist du drin. Na, Oma, nicht raus. Na, Oma, du bleibst drin. Oma, du kommst in den Automaten. Hast du mir schon verstanden? So, stell die Tür zu. Ha. Oma ist zu dick. Oma ist zu dick. Ah, jetzt. So. Oma, jo. Oh, zu machen. Oma, super. Gut, Oma, mach mein... ey, Oma, das ist jetzt aber uncool. Ey, nicht meinen Pokal wegräumen. Oma, nein. Den habe ich... Den, oh, nein, die hat den reingebackt. Was bist du für eine blöde Kuh? Wo ist der denn jetzt hin? Der hat den weggebackt. Oma, wo ist... Oma ist einfach gegen die Wand gelaufen. Die sitzt einfach da drin.
Ist Oma gestorben und ist jetzt ein Geist und geht hier durch Wände? Alter, ich war so lange nicht mehr da. Wo ist Oma hin? Ah, da ist er. Mein Pokal ist im Moment da. Aber Oma ist. Oma ist einfach in die Backrooms gegangen. Oma hat einfach Backroom. Hat einfach Backroom gefunden bei mir hier oben. Okay. Nee, Oma ist wirklich weg. Guck. Die ist hier durch. Hä? Ab in die Backrooms mit Oma. Aber mein schöner Pokal hat sie kaputt gemacht. Schau, den habe ich hier so schön aufgestellt. Ne, den haben wir schon gewonnen. So. Na, halbwegs. Und die hat das Ding hier rausgeschmissen. Das machen wir nochmal auf hier. Also, da sind meine ganzen Plüschis und so drin, die wir. Schau, auch die Fake Beats, die wir gewonnen haben. So, jetzt muss ich mal gucken. Ah, mein Laserschwert ist auch noch da vom letzten Mal. Ey, das ist so schön, Leute, wieder hier zu sein. Oma ist zu dick für einen Automaten, ja. Die muss ein bisschen abnehmen. Ja, da ein bisschen zu viel Ente. Ah, da ist sie ja! Oma, ich wusste gar nicht, dass du die Backrooms kennst. Ja, du bist einfach wieder hier. Gut, dann, was brauche ich denn jetzt noch? Ich habe 48% Health. Ich muss ja noch mehr essen, Alter, fällt mir gerade auf. Ich habe ja viel zu wenig Health, habe ich. Dann esse ich hier mal. Was ist denn jetzt los? Continue? Ja, danke. Ist mir auch schon mal passiert. Eat. Alter, es gibt nur 5% Health? Ja, warte, dann packe ich das aber nochmal ein. Dann nehme ich nochmal hier, dann gehe ich nochmal was kochen. Alter, ich wusste ja nicht, dass ich so viel Hunger habe, Bruder. Ja, rein mit. Ich will auf 100 kommen. Das ist, weil ich so lange nicht mehr da war. Hier nochmal Chickenfinger. Die Chickenfinger bitte einmal rein. Jo. Können wir auch Ente machen? Knusprige Ente? Wo sind die Peking-Ente? Wo sind unsere kleine knusprige Peking-Ente? Ich habe sie gerade gehört. Oma, geh weg. Das ist nicht unsere Peking-Ente. Wo ist unsere Peking-Ente hin? Die war doch, ich habe sie gerade gehört. Entchen. Ente ist nicht da. Warte, wenn ich sie fütter, muss sie doch kommen, oder? Gary's food must be prepared. Ach so, hier. Jetzt kommt da. Unsere kleine Ente. Wo ist unsere kleine Ente? Wo ist sie denn? Jetzt kommt sie nicht. So, nochmal essen hier. Zack, boom. Alter, ich muss ja hier so viel essen. Ey, ich werde ja noch arm. Ich hab nicht so viel Geld. Ich habe $200 noch. Und ich will heute noch Rubellose kaufen. Soll ich denn das machen? Ey, Leute, ich muss heute wieder sehr viel gewinnen, dass wir hier irgendwie Geld machen können im Spiel. Weil im Spiel ist es nicht so einfach, Geld zu machen, merke ich gerade. Ey, danke Florian Adam für 2 Eurönchen und danke hier auch an P-Takt Official. Da ist man einmal da und du bist zu spät. Danke dafür immer, Bruder. Und Ronny, danke für den 10er. Und wie gesagt, danke P-Takt Official, Alter, für 23,99 Superchat. Da geht Liebe und Kuss raus. Erst für dich. Hast dir verdient. Erstmal vollfressen. Oma, ich weiß nicht, warum das liegt, aber das Essen ist nicht mehr so gut wie früher. Früher kam mir vor, war ich instant fertig. Endlich. Ich hab genug zu fressen. So, jetzt geht's aber los. Ich nehme, wobei, wisst ihr zur Sicherheit, ich habe jetzt ein Essen dabei. Und ich sehe gerade, dass das hier Gary gemacht hat, ne? Das hier, das hat die Schnecke, die Ente, unsere Hausente, nicht die Hausschnecke. Ich denke gerade an Gary, die Schnecke. Gut, Oma, ich gehe ja mal arbeiten, ne? Oma denkt, ich arbeite. Nee, ich arbeite nicht. Ich bin Casino-Streamer. Nee, ich gehe jetzt. Wo könnten wir hinfahren? Ey, das kenne ich gar nicht. Ist das Auszeichnung? Kann man hier auszeichnen? Das sind Power Drinks. Okay, cool. So, jetzt schauen wir mal auf die Karte, ob es was Neues gibt. Weil anscheinend, es soll jetzt ein Kino geben. Also, das werden wir mal gucken. Ich gehe mal ein bisschen Geld machen, Leute. Wir gehen mal. Hey, warum ist das abgesperrt? Achso, ich muss ja erst die Karte reinstecken. Wo ist das? So, fahren wir mal los. Wir haben heute Zeit. Wir haben heute Lust. Wir haben heute Laune. Auf geht's! Wisst ihr, wohin fahren? Wir fahren erstmal auf die Kirmes, weil ich werde ein bisschen Geld machen. Auf der Kirmes ist am einfachsten Geld zu machen. Das heißt, unser erster. Alter, mein Tank ist auch ja, relativ full. Aber wir haben nur $200. Das heißt, wenn wir heute Rubellose haben wollen, müssen wir auf die Kirmes ein bisschen Geld machen. Und ich will heute Rubellosen. Die Rubellossucht muss ja kicken. So. Runter. Jetzt wurde auch die Sachen eingeblendet. Ne? Danke nochmal hier an P-Tag auf Fischl und Ronny. Da geht die Liebe raus. Und Amish auch dabei, schon seit 10 Monaten. Wunderbar. Ey, kann ich auch hupen? Wie hupe ich hier nochmal? Ey, da gibt's neue Leute, die ich noch nicht kenne. Boah, cool. Es ist doch ein bisschen... Alter, hab ich gerade erschrocken. Ich fährt ein Schulbus mit einfach. Nee, hier sind neue Leute, die kenne ich noch gar nicht. Das ist neu. Und hier drüben, ich glaube, das Motel hat jetzt auch eröffnet, so wie es aussieht, ne? Oder war schon letztes Mal hier das Motel? Mal gucken. Wie gesagt, ich war lange nicht mehr hier. Ist sicher wieder ein Jahr her. Irgendwie das Spiel, das spiele ich jedes Jahr einmal, habe ich das Gefühl.
Dann komme ich wieder zurück, lade mein Save-Game und dann schauen wir, was los ist. Immer so. Aber ich frage mich echt, wo das... Ey, ist das das Kino? Das muss das Kino sein. Oder ist das das Einkaufszentrum? Ich weiß, es gibt ein Einkaufszentrum, wo wir einmal waren, aber ich glaube, das ist... Doch, das ist das Kino, oder? Was steht denn hier? Sneakerbot. Ah, nee, das ist die Mall. Okay, das ist die Mall. Das ist also doch nicht das Kino. Oder ist hier hinten das Kino? Weil das hinten sieht immer nach Kino aus. Vielleicht ist hinter der Mall das Kino. Ja, hier ist das Kino, tatsächlich. Dann gucken wir uns erstmal das Kino an. Das ist nämlich neu. Oder steht auch immer under construction. Ich bin schon in der Beta drin. Coming soon. Ach so, okay. Coming soon, das Kino. Aber ich dachte, man kann hier schon reingehen. Die Musik macht sich besser. Weil es stand in den Updates, es gibt jetzt ein Kino. Naja, vielleicht habe ich die falsche Beta installiert, weil ich bin in der Beta drin. Vielleicht muss ich nochmal eine andere Beta reinziehen, das kann sein. Weil ich habe mein Game halt auf Beta gestellt, ne? Ich bin in der Beta drin, aber da denke ich mir, das wird doch aktualisiert auf die Beta, oder? Auf die neueste. Ah, ich weiß es nicht. Ja, schau mal später mal hin. Vielleicht mal in 2 Minuten auf, wir wissen es ja nicht. Aber erstmal auf die Kirmes. Vielleicht weiß es wer aus dem Chat. Ich frag mal den lieben Chat. Chat, wisst ihr da mehr? Oder weiß Chat mehr? Chat ist ja eine Person. Bin gespannt auf den GTA 6 Gameplay-Trailer. Glaubst du, es kommt ein richtiger Gameplay-Trailer? Weil der einzige Gameplay-Trailer, den wir zu GTA 5 bekommen haben, war ein bisschen GTA Online. Also der kam erst voll spät, ne? Weil der erste und zweite und der dritte Trailer war ja alles kein Gameplay. Ah doch, es war einer mit ein bisschen Gameplay. Stimmt, doch. Stimmt. Boah, ich bin ja schon so gespannt, wie die HUD aussieht, ne? Die Map und so. Da bin ich voll gespannt. Etwas ist gleich wie auf RLO dann. Ihr wusstet ja, dass wir auf RLO 3.0 unsere HUD an die GTA 6 Leaks so ein bisschen angepasst haben. Mit den Kreiseln, mit dem runden jetzt wieder, mit dem runden Design so ein bisschen. Weil ja in GTA 6 gibt es ja dieses Interaktionsmenü, wo man mit NPCs interagieren kann. Und daraufhin haben wir unsere HUD angepasst. So ein bisschen in GTA 6-Style. Vielleicht ist es jemandem aufgefallen. Ah, weiß ich ja nicht. So, achso, ich muss ja hier nicht vorne parken. Ich bin ja so blöd, ich fahr doch einfach rein mit der Kiste. Ich weiß ja schon, wo ich hinfahre ganz genau. Wir müssen ja Geld machen. Und da gibt es einen Stand, wo man noch geil Geld machen kann. Ich hoffe, die haben das noch immer nicht gefixt mit dem Preis. Weil da gibt es ein Item, was vom Preis her echt geil ist. Und das ist da ganz hinten. Das ist diese... Hier, der Schießstand ist das. Da gehen wir ein bisschen schießen und dann kriegen wir einen easy Preis. Es gibt schon die Karte von GTA 6. Ja, das sind aber alles Fanmade-Karten, ne? Also alle Karten, also alle Maps, die ihr findet... Halt die Fresse! Alle Karten, die ihr findet online, sind Fanmade. Die sind zwar sehr gut gemacht, sie sind auch... Ich denke mal, kommen sie nah dran, weil es wird ja anhand des Trailers und anhand der Leaks haben die ja die gemacht, diese Maps. Aber es ist halt nicht die offizielle Map. Ja, ich komm doch schon! Bin ich schon da? Das regelt ihr doch auf! $5, aber habt ihr die Preise erhöht? Ja, habt ihr die Preise erhöht? Die hat doch vorher 3 gekostet. Das kostet jetzt $5 hier. Ach komm, halt doch die Fresse. Ich bin jetzt hier und jetzt schieße ich einfach mal. Komm. Aber 100 Shots $5 ist aber ein bisschen viel jetzt. Du, irgendwie geht mein Gerät nicht. Okay. So, ich bin dabei. Oh nee. Oh nein, die haben so einen Cheater eingebaut jetzt, ne? Das ist nicht mehr so einfach. Also Leute, nicht wundern, dass das Ding so ein bisschen... Oh nein, die haben Cheater eingebaut. Das ist doch geupdatet worden irgendwie. Das Spiel war zu einfach, da hat man viel zu viel Geld gemacht. Wisst ihr auch den einen Money-Glitch, den wir letztes Mal gemacht haben? Ich habe ihn ja nicht gemacht, aber ich bin drauf gekommen, dass da so ein Money-Glitch war. Hätten wir unendlich Money machen können, aber ich habe ihn nicht gemacht mit Absicht. Ich will mir den Spielspaß nicht vermasseln. Money Glitches machst du nur in GTA Online. Merkt euch das. Money Glitches sind nur in GTA Online cool. Weil die Sharkards einfach viel zu teuer sind, die Autos viel zu teuer. Wobei, ich weiß auch, damals war, konnte man sich in GTA Online so alles ein bisschen kaufen. Da war das noch okay so. Und irgendwann sind die so sauteuer geworden mit so Preisen, einfach für so einen Golf 1 Million oder sowas, wisst ihr? Und früher war das so richtig realistisch angelehnt. Auch sag, lass mich raten, ich hab's verkackt. Oh, ich hab 3 Credits. Warte, was war nochmal so teuer? Donut war das, ne? Ey, Leute, was haben wir nochmal so geil bekommen? War es der Donut oder war es der...
Ich glaube, der Donut war es, ne? Ich glaube, ich habe aber die Donuts verkauft. Ich nehme die Donuts mit hier. Ey, aber gab es nicht irgendwo noch mal so ein Plüsch-Kreide-Dings? Wisst schon, was ich meine? 5 Bucks für 100 Babys. 100 Babys? Die Geldmaschine. Ja, aber das war da der Donut, der so viel gemacht hat, ne? Glaube ich. Ich mach noch mal eine Runde. Müsste der Donut gewesen sein, der Donut, ja. Chat schreibt runter. Aber schauen, ob das noch so ist. Ob wir das geupdatet haben. Wie gesagt, ich war jetzt sicher ein Jahr nicht mehr hier. Auf jeden Fall geht mir der Chitter von der Waffe ein bisschen auf den Senkel, weil der war früher nicht. Früher konnte man ganz normal hier Punkt für Punkt selber schießen, ohne dass das Ding gewackelt hat. Und das war eh schon relativ schwer, das alles zu treffen, kommt mir vor. Jetzt haben sie es noch ein bisschen... ja, noch ein bisschen schlimmer gemacht als davor. Ich muss langsam nach Hause, ich muss schlafen gehen. Das ist der Sound. Oh nein, ach nö. Ich sag doch, man sieht das ja nicht von hier. Das ist kacke geworden. Wisst ihr was, ich gehe einfach Enten ziehen oder so. Wo hatte ich nochmal Geld gemacht? War das Enten ziehen oder? Mikrofon beim Enten ziehen haben wir fett. Ah ne, hier war das, ne? Come on down. Vor allem, das kostet $3. Hier ist günstig, hier ist billig, da kaufe ich doch gerne rein. So, wie machen wir das nochmal? Dafür habe ich $3 bezahlt. Du Stück Scheiße! Ey, der gilt nicht. Ihr sagt doch nicht, dass der gilt, Bri. Ach komm, das ist doch nicht dein Ernst, ne? Ey, das ist doch nicht dein Ernst jetzt. Ja, wenigstens ein Credit. Krieg ich dafür was? Ja, hier. Ach doch, hier, das Ding. Das ist ja viel wert. Warte, 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 warte. Das heißt, ich muss nur einen treffen und ich krieg so ein ganzes Teil? Ey, da kann ich ja voll die Kohle machen. Ich glaube, der Hotdog war noch geil was wert, ne? Ich habe noch 3 Minuten. Es ist 3:42, ich muss nach Hause so langsam. Ja, aber ich will einmal spielen noch, eine Runde mal noch. Dann gehen wir nach Hause. Ey, kann der da drüben seine Klappe halten? Ich komme hier nicht konzentrieren. Wegen dir, hast du gesehen? Wollen wir hier rüberschießen? Ja, siehst du, so macht das der Profi, Digga. Ja, doch mal hier, Bruder. Ey, der hat doch gegolten, oder? Der hat doch gegolten. Schau mal hier. Der Hotdog, ja, das kostet ja nur ein. Ich glaube, der Hotdog war, dass er so viel wert war. So, wir probieren das gleich mal. Ich nehme den Hotdog mit. Ich habe jetzt alle 3 Sachen. Jetzt sehen wir mal. Ich habe $5 drüben bezahlt. Und hier habe ich... der geht mir so auf den Senkel. Ich habe jetzt hier nur ein... die $3 habe ich hier bezahlt für die zwei... für ein Stück. Ja, kann man sagen. Entschuldigung. Wir sehen durch. Entschuldigung. Kind mit Karten muss durch. Karl-Heinz on Tour. Mit dem Sombrero fahren wir direkt. Oh, hab ein Kind mitgenommen. Hupballer. Wie erkläre ich das jetzt der Versicherung? Eieiei. Alles gut, ne? Ja, ja. Ja, wir müssen keine Versicherung austauschen. Das ist ja alles gut. Ein bisschen weh getan. Tut ein bisschen weh, gell? Mhm. Ja, Kind mitgenommen. Gar nicht bemerkt. So, wir fahren mal los. Das arme Kind erstmal mitgenommen. Das ist so schön. Ey, warte, danke hier an Petakt Official nochmal für 5 Mitgliedschaftsverschenkungen. Ja, vielen herzlichen Reiz da. Bin ich gleich wieder rausgetappt. Haut raus. Ja, das Kind, das wird mit sehr viel Schmerzen zu seinen Eltern nach Hause gehen. Mama, ich bin von dem Golfauto überfahren worden auf der Kirmes. Da saß so ein Hund drin. Haben wir Versicherung ausgetauscht? Nee. Im Sombrero. Das arme Kind. So. Ich. Uiuiui. Alter, wo kommst du auf einmal her? Ich bin gerade erschrocken. Ich wollte jetzt mal gucken. Ich habe noch 3 Minuten. Das sind gar keine Minuten, ne? 3:06. Das ist einfach die Uhrzeit. Ich schau mal schnell, was der Wert des. Ich liebe es hier, Leute umzufahren. Ich schau, was der Wert von den Sachen ist. Hat er offen? Ja, ne? Ja, super. Also, wir haben sage und schreibe im Inventory einmal. Ich glaube, der Donut ist das, was am meisten wert ist, ne? Aber ich schau mal hier. Das Ding hier ist. Alter! $5,50. Condition ist gleich hier 100. Ja, das, ich habe ja nichts gemacht. Der 2,50. Okay, das war ein Reinfall. Das war ein Minusgeschäft, Leute. Das Ding hier. Das war ein Minusgeschäft. Und der Donut ist.
28. 28 für den Donut. Ey, was habe ich da nochmal letztes Mal für einen Glitch gehabt? War das, wo ich das hier rausgesammelt habe, wieder reingesammelt? Irgendwie, Leute, was war doch mal der Glitch? Habe ich irgendwie den Donut immer rein raus gemacht? Oder was habe ich gemacht, genau? Ich probiere mal. Ah, nicht, wollte ich mir. Egal, jetzt ist es weg. Irgendwas habe ich nämlich. Irgendwas habe ich letztes Mal hinbekommen, dass das unendliche Money Glitch war. War das Geld hier reinlegen? Was ist, wenn ich hier Geld reinlege? Ist das dann was wert? Oh, thank you for shopping. Ja, das ist schön. Ist das Geld was wert, wenn ich das hier reinlege, wenn das hier in die Fuderluke kommt? Nö. Hast du ihn gemacht oder war das? Irgendwas habe ich hier reingesammelt. Ey, weiß das noch jemand, was ich da reingemacht habe, dass das so viel wert war auf einmal? War das vielleicht hier so die Sour Treats oder irgendwas? Für einen Dollar, die ich dann hier reingeballert habe? Ich schau mal. Ne, 50 Cent, die waren es auf jeden Fall nicht. Ja, mal nehmen hier. Aus der Tür rein und rausgehen. Ah, da haben sie sich dupliziert, ne? Stimmt, da haben sich die Sachen dupliziert. Ich probiere das nochmal. Ich schmeiß das Essen hier hin. So, continue. Bringen wir mal raus. Ach nee, warte. Der Rechner, ich hab's da drin gehabt, das ist 50 Cent wert. Jetzt gehe ich raus. Dann mal rein. Jetzt steht das zweimal hier, ne? Ne, jetzt ist es. Ne, ist gefixt, okay. Oder das war, glaube ich, mit einem Prop, wo das ging. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ob die das gefixt haben. Rein, rausgehen war das, ja, ja. Weiß schon wieder. Wir sollen mal probieren, ob das noch mit irgendwas geht. Aber ich möchte es jetzt unbedingt nicht nachmachen. Wobei, für ein paar Rubellose würde ich nicht nein sagen. Alter, aber die. Also, da muss ich euch ganz ehrlich sagen, also das, dass das Ding hier 20 Dollar wert ist, ist schon nicht. Also 25 Dollar waren das jetzt, ne? Ist nicht wenig. Ich sag doch, die Kirmes rentiert sich immer noch. Aber das Spiel kommt mir vor, mit 5 Dollar ist teurer geworden. Und es ist schwieriger geworden. Also ich glaube, ich mache das mit dem Ballon-Ding und hole mir diese 5,50 Dollar Plüschis. Wenn ich mir jetzt mal berechne. Ja, ich weiß, ich mache jetzt nicht ganz so viel Gewinn. Nee, wobei doch. Wenn ich dreimal treffe, ich habe dreimal die Chance für 3 Dollar zu treffen, dann mache ich ja mehr. Stimmt eigentlich. Da kann ich ja mehrere Hotdogs mitnehmen. Ich meine, dann muss ich halt eine Hotdogs einpacken, aber ich habe ja meinen Kater dabei. Da kann ich ja alles reinschmeißen. Stimmt, das ist ja nicht schlecht. Das ist ja, das wird ja gehen. Eigentlich. Sag mal, hat Ronny nochmal einen Zehner rausgewuppelt im Superchat, steht hier gerade. Weiß nicht, ob das ein Anzeigefehler ist, wo Ronny hat vorhin einen Zehner rausgewuppelt. Aber vielen Dank nochmal. Ich gehe. Oma, ich hatte einen schönen Tag. Ich habe 25 Dollar gemacht oder so. Keine Ahnung. Wünsche dir eine schöne Nacht, Omi. Wir gehen jetzt hin schlafen und der nächste Tag ist wieder ein schöner Tag. Oder erstmal rubbellos spielen gehen. Dass ich wieder alles versemmel, Alter. Ey, 24 Tage, ich habe bald einen ganzen Monat in dem Spiel, wenn du denkst. Leuchtstäbchen. Was, ein Leuchtstäbchen? Ah! Ein Leuchtstäbchen, ja, da nehme ich aber eins mit. Mal gucke. Achso, ich habe hier keins mehr. Ich habe nur mein Schwert, was ich dabei habe. Ein Leuchtstäbchen habe ich probiert, okay. Hallo Oma, ich gehe, hier noch schnell was essen und dann. Oh, ich muss ja langsam wieder einkaufen gehen. Also lieber keine Rubellose kaufen. Oh, stimmt, wir müssen ja einkaufen immer wieder, damit wir hier genug Essen haben für uns. Und die Ente hat noch 81 und die Fische haben noch 85. Ich frage mich, was passiert, wenn man nicht einkaufen geht. Stirbt dann die Ente? Also, reckelt die uns dann ab? Oder Oma, ich habe nochmal eine Idee, was wir mit dir machen. Wir stecken die nochmal oben in den Automaten und gucken, ob das sich ausgeht, ne? Na komm, Oma, komm. Weil wir schmeißen nicht die Treppe runter, komm. Na komm, wir zeigen doch nicht so. Oma, komm. Oben spielt die Mutter. Oma ist zu dick, um durch die Ecke zu gehen. Oma, komm, wir warte. Junge, war so. Oma, eins, zwei, hui. Warte, Oma, warte, Oma, Oma, oh, hui. Nee, ich krieg dich nicht runter, Oma. So. Bah. Oma, aufpassen, das ist rutschig. Oh nein, jetzt ist sie wieder weg. Du bist unlustig, Oma, du despawnst immer. Ah, so, jetzt sind wir voll. Mach mal zu. Wobei, es geht jetzt eigentlich, gell? Oma, guten Tag noch, ich bin später wieder da. Ich gehe jetzt nämlich den ganzen Tag auf die Kirmes, hole mir ein bisschen Geld oder, wait a second, wir können auch woanders unser Geld verdienen, ne? Ah ne, in der Spielo, also am Spielautomaten, glaube ich, verlieren wir eher Geld. Sag mal, warum ist denn mein Tank so viel leer? Der war doch voll gerade eben. Hat irgendwann mein Tank abgezappt oder lag das daran, dass ich das Kind überfahren habe, jetzt meine Tanke kaputt ist? Okay, gut, dann Och nein, da drin gibt's Rubellose. Ich werde hier 100 pro welche holen.
Ja, toll. Ja, ja, ich steig schon aus. Wie tankt man hier nochmal auf? Ich weiß es nicht. No smoking, das geht eh nicht. Und wie tanke ich hier nochmal? Insert card, ja. Habe ich jetzt den sorry, out of order? Ach so, ja, dann sag doch gleich, dass du out of order bist. Eine Can. 10 für 5, 5 für eine. Ah, hier, ich nehme den normalen. Ist ja nur. Ah, hier, tatsächlich. Cool. Ich hoffe, das funktioniert so, wie mir das vorstellt. Wie tue ich das nochmal? Hä, wie benutze ich das nochmal? Ach nö. Hilfe. Right-click use. Ich tu doch Right-click, Alter. Wie? Ach so, hier. Und ich hier so. Ah, jetzt, ja. Ey, ich wusste natürlich. So, wie viel Tank ist jetzt drin? Habe ich irgendwas kaputt gemacht? Ich glaube, ich habe was kaputt gemacht. Ja, relativ wenig. Ach, der Tank ist übelst low. Jetzt sehe ich das erst. Ja, warte, dann probiere ich das nochmal. Dann kaufe ich doch ein bisschen mehr. Aber das kostet 25, 10. Ach so, 10 Cans kosten 5. Ach so. Ah ne, 5 Ding kosten 10. So, jetzt haben wir's. Das ist ja kein Problem, dann, weil das Ding muss ja eh gefüllt werden, weil damit fahre ich ja den ganzen Tag rum. Pff, hallo? Ah, jetzt. Einoxi. Hey, lieber Kurt, ich feier's mega. Was? Bist wie eine Medizin? Ich habe deinen Plüschi plus dein 1-7-Pulli. Danke, dass es dich gibt, lieber Kurt. Dein Jason. Ach, danke, Jason. Kuss und Liebe geht raus, Herr Jason. Das freut mich. Hot, dass sich der Bulli gönnt und das Plüschi. Ey, das Ding ist noch immer nicht voll. Sag mal, wie viel geht da rein? Da geht doch nicht 50.000 Kanister rein, oder? Muss ich jetzt alle. Muss jetzt alle Kanister da reinwuppeln oder so. Und danke für 5 Euro hier an Noxi, ne? Liebe geht raus. Liebe und Kuss an Noxi. Was steht denn hier unten? I love Arcades. Also ich dachte gerade, da steht I love Ladies oder sowas drauf. Weißt du, wäre ein bisschen zu schwer, einfach die Zapfsäule da zu nehmen, also das Ding hier, und das Ding ganz normal aufzutanken. Nee, nee. Wir kaufen uns halt den Zapfomat, kaufen uns 5 solche Dinger und schmeißen die dann weg. Für die Umwelt. Gucken wir mal. Ah, jetzt ist er relativ voll. Siehst du, ich habe das vorher gar nicht gecheckt, dass der so leer war. Dann gehen wir mal rein. Einmal Rubbellose kaufen. Guck mal, hier gibt's nämlich den Rubbellose-Automaten. Warte, hier, wo ist das? Ja, yeah. Und da unten sind die teuren Dinger, die hier. Die kosten 25 das Stück, Leute. Das ist 25. Aber wisst ihr, was wir machen? Wir starten bei 5. Oder wir kaufen sich einmal durchkaufen. Ich kaufe mal alle durch. Einmal den hier. Da habe ich den jetzt überhaupt bekommen. Ah, okay, der hat nur festgestellt. Ich kaufe einmal eine Reihe durch. Bis 25 und dann rubbel ich einen nach dem anderen auf. Und schaue euch dann, was ich rausbekomme. Ich komme hier unten. Ah, jetzt der 25. Das ist der teure. So. Das ist der billige. Das ist der halb so billige. Dann kommt der. Oh nein, mein teures steckt fest. Hallo. Oh nein. Ich habe jetzt 25 Dollar für das große ausgegeben. Ist das ein Scam, Alter? Ich wurde gerade gescammt. Warte, ich tue nochmal den 1 Dollar oben, damit der nachgeht. Oh, bitte nicht. Oh, bitte tu mir das jetzt nicht an. Ey Leute, mein großer. Warum muss genau das große stecken bleiben von allen? Ich habe das doch gerade gekauft. Nein, oder? Hä, wirklich jetzt? Ihr habt doch gesehen, ihr habt es gekauft, ne? Ist nicht rausgekommen. Hallo? Ah, da kommt's. Alter, ich dachte, ich habe 25 Dollar aus dem Haus rausgeschmissen. Okay, dann habe ich zweimal. Ey, sag mal, das habt ihr mit Absicht gemacht, ne? Das mit dem Automat. Das habt ihr mit Absicht so gemacht, dass der schön drin stecken bleibt. Das heißt, wir fangen erstmal mit dem kleinen Rubbellos an und gehen dann Richtung großes Rubbellos. Okay. Auf geht's. Gewinnen wir hier was. Butterfly. Naja, verloren. Geil. So, nochmal den 1 Dollar Roh. Jetzt haben wir nämlich 2 davon, die ich eigentlich gar nicht wollte. Ja, ich habe noch 1 Dollar gewonnen. Cool. Super.
Dann haben wir den grünen. Hoppala, jetzt habe ich den. Super, jetzt habe ich den aufgesammelt. Und so, ja, continue. So, der grüne. Was kann ich denn da gewinnen? Der Reveal 3, also wenn ich das Kleeblatt bekomme, bekomme ich den Sonderpreis. Sieht schlecht aus. Ja, toll. 5 Dollar aus dem Haus rausgeschmissenes Geld. Hoffen wir mal, dass das Hot Fire was hat. Woran kann ich eigentlich, was ich gewinne? Special Prize, Simmus, und dann gibt es hier noch die Prize. Ich frage mich, was der Special Prize ist. Oh, 40! Das ist ja 250, der Special Prize. Okay, nochmal, nochmal 40. Oh nein, ey, wirklich jetzt. Ey, ich hätte fast 40 Dollar gewonnen mit dem Rubbellos. Ey, ist das kacke. Okay, das ist jetzt das Große, da kann ich jetzt fetten Win machen. 100 für den Fisch. Okay, das ist ja schon mal gut. Das ist schlecht. Bitte nochmal 50. Nein! Ich war so knapp an der 50 dran. Ich hab richtig reingeschissen. Das war wieder so klar. Krieg mein Geld zurück. Ach, kacke. Ah, das kann ich mal mitnehmen. Ja gut, dann, wisst ihr, es gibt nämlich auch ein bisschen Geld, wenn wir es mitnehmen. Hoppala. Oh, warten Sie mal, ich habe eine Idee. Schub, 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 die dup. Beef Jerky, also sie verkaufen Beef Jerky. Oh, wie schön. Wie schön, ich mag ihren Laden, der sieht so gut und toll sortiert aus. Oh, warten Sie mal, hier kann man aufmachen, ne? Hier kann man ja gucken. Der sieht ja alles so toll sortiert aus hier drin. Das gefällt mir aber gut, so sortiert, wie es hier drin aussieht. Wow, ihr Laden ist ja der absolute Wahnsinn, ist der Laden hier. Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ne? Machen Sie es gut. Wir sehen uns heute noch. Auf einmal. Ah, ich habe gerade den ganzen Laden so da genommen. Gut, dann gehen wir mal die Sachen verkaufen, die wir jetzt haben. Und dann los geht's. Ab geht die Luzi. Morgen Energy. Boah, ich habe eh Energy dabei. Ob der Matt ist? Ich habe echt viel Geld dafür ausgegeben, das war nicht gut. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ich kein Geld mehr habe, ne, wenn ich auf Null bin, müssen wir in diesem Spiel den Rasen von Monte mähen, das gibt's. Also Monte sein Haus, das ist dann Kylo, das können wir machen. Oder wir gehen hin und gehen babysitten, das geht nämlich auch noch. Oh, jetzt kann ich mal gucken, Glowstick Blue ist gerade sehr hoch im Kommen. 100%. Was ist noch? Purple? Die Boombox ist auf 100% Card Trophy. Aber die Card Trophy verkaufen immer sehr viel, okay? Ja, ich verkaufe jetzt nur meine Rubellose, die ich mal brauche. Tut mir sehr leid, Bre. Das gibt mir wenigstens 50 Cent so für die Mülltrennung, so wisst ihr? Ein bisschen 50 pro Stück, oder? War das doch? Ja, toll. Und rein damit. Ah, guck, ich bin da oben. Hallo, ich bin im Fernsehen. Er hat 2 Dollar bekommen. Immerhin. Aus dem Rubbellos. Aber schon wieder 2 Dollar. So. Ja, fahren wir doch nochmal zu Kirmes. Ich mache einfach diesen Hotdog hole ich mir einfach ein paar Mal. Und dann haben wir wieder Geld, Leute. Weil der Hotdog ist am einfachsten zu kriegen. So zeittechnisch gesehen ist das die beste Lösung, Geld zu machen. Muss ich euch ehrlich sagen. Einfach dieses Spiel, wo man die Luftballons kaputt macht. Und wir machen einfach die Hotdogs. Der Jungherr, kannst du Georg grüßen? Er hat... Was? Er hat gesorgt übrigens. Was ist gesorgt? Hat gesorgt übrigens. Ja, grüße ich den Georg. Der hat gesorgt. Keine Ahnung, was du siehst. Soll dir KPZ Dank fürs CP werden und Ronny nochmal mit 5 Euro. Vielen, vielen herzlichen Reizdarm. Hier ist ja das Spiel ja zum Glück, Alter. Ich war ja in meinem ganzen Leben noch nicht einmal im Casino, ne? Aber das ist so Arcade. Alter. Das ist ja so ein Arcade-Simulator. Ich war, das Einzige, was ich schon mal war, war in so einem Arcade in Italien. Halt, wo es diese Spielautomaten gibt, wo es halt nicht um Geld geht. Ne? Da kannst du halt so einen kleinen Preis gewinnen. Das heißt, du weißt, alles, was du an Geld reinsteckst, bekommst du lieber wieder. Du kriegst da irgend so einen, ich glaube, wenn du 500 Euro reinsteckst, kriegst du so einen Lümmelpreis, der vielleicht 10 Euro wert ist. So gefühlt so richtig das Scam, so wenn man drüber nachdenkt. Ey, was ist das nochmal für ein Spiel? Ach, das ist Pferdewetten? Da muss ich irgendwas drücken. Das probiere ich jetzt aber mal. 5 Dollar das Spiel? Warum seid ihr Abzocker? Mach doch hier Abzocke. Oh ne, ich muss in das Loch treffen.
Okay. Warum sind die anderen so viel besser als ich? Cool, ich bin Linkshänder, ich kann das nicht. Ja, toll, drei. Habe ich gewonnen? Ich glaube, ich habe gewonnen. Fünf, ne? Ich habe gewonnen. Cool, was krieg ich dafür? Ey, das ist doch voll der Scam. Das ist doch nicht viel wert hier, ne? Der Ding hier. Ich nehme es uns einfach mit. Everybody's a winner here at Island Time. Ey, dafür habe ich $5 bezahlt. Ich könnte kotzen. Wirklich, das ist gegen so eine scheiß Eiscreme, die vielleicht $3 wert ist. Das ist wirklich zu kotzen. So, schau mal weiter. Hier, Enten ziehen. Da kacke ich auch immer ziemlich rein beim Enten ziehen. Aber $2 kostet das nur. Da bin ich beim Enten ziehen aber dabei. Geh weg, blöde Kuh. Aber ich glaube, da könnten wir auch nichts gewinnen, ne? Ich nehme die Ente hier vorne. Das ist der größte Scam ever, Alter, Enten ziehen. Das ist der größte Scam, wirklich. Ja, guck mir die so blöd an. Weiß ganz genau, dass da nur Enten sind, die nicht gewinnen. Gut, was kann man hier machen? Ey, warte, das habe ich schon noch nicht mal gemacht. Was ist das hier? Ey? 5 Balls, $5, ist aber sehr teuer. Was machen? Ich probiere es mal. Ich probiere mein Glück. Ey, wirklich? Boah, ist das kacke, Alter. Ist das kacke. Wie viele Bälle habe ich? 3? Ah, ne, 5. Ach, ist das kacke, ey. Ich krieg da doch nichts hin. Ey, da war doch drin! Der nächste Scam, auf den ich keinen Bock mehr habe. Ey, das ist. Ey, ihr seid alle gleich hier. Es ist unglaublich. Ich werde hier nur abgezockt hier auf diesem. Ich habe $5 da rein investiert. Jetzt weiß ich ganz genau, warum ich bei diesen zwei Spielen hinten bleibe. Das sind die einzigen Spiele, die irgendwie Sinn machen, weil das ist das Einzige, wo man wirklich immer was gewinnen kann. Jetzt habe ich noch $156. Hallo, für $3 bin ich dabei. Aber Alter, $5 für das Spiel hinten war schon Abzocke. So, zack. Ein Game Credit. Das ist schon mal ein Hotdog, Leute. Und nochmal ein Hotdog. Einen zweiten Hotdog. Seht ihr, so einfach geht das. Und. Ja, fast ein dritter Hotdog. Jetzt kann ich mir einfach hier zwei Hotdogs gönnen. Für $3. Das ist voll der gute Preis. Mach mal. Also, ich glaube, hier, das ist mein Lieblingsspiel von allen. Ey, der hat doch getroffen, der hat doch gesessen, oder? Ah, ist das kacke. So, der war hier nach hinten, ne? Ey, der war doch drin! Ja, $3 mal aus dem Haus geschmissen. Weißt du, wäre das Schießen hinten ja nicht mehr so schwer, wie es jetzt derzeit ist, ne? Ey, kannst du aufhören, vor meiner Fresse lang zu gehen? Das lenkt übelst ab. Stück Scheiße. Guck mich so an! Wobei, ey, was ist vielleicht eigentlich... Nee, das ist ja voll wenig, was ich hier da verdiene, ne? Weil es ist ja $3 pro Spiel, muss ich gerade so überlegen. Und drin kriege ich für $5,25, also... Ja, ich muss hier halt öfters mal was treffen. Okay, getroffen. Weil ich mache hier nur $3, irgendwas... 3,50 mache ich, wenn ich einmal treffe, das ist ja wenig. Das sind nur 3,50, jetzt wo es mir gerade kommt. Weil der Hotdog ist ja nur, 5,50 wert, so. Und ich zahle ja 3 für einmal spielen. Das heißt, ich müsste, um fetten Win zu machen, 3-mal treffen. Das ist ja auch voll der Scam dann in dem Fall. Also es rentiert sich nicht. Und wenn ich jetzt nicht treffe, mache ich ja Minus. Ah, zum Glück. Ja, nee, dann, ich glaube, ich gehe dann doch nochmal rüber zum anderen Bre und, ich gönne mir jetzt erstmal eine Spezi. So. Let's go. Who wants to be a winner today? So, wir den Hotdog mit. So. Ah! Hilfe! Schöne Musik haben sie. Einmal Retourgang, bitte. So, Entschuldigung. Der Herr, bitte. Aufpassen. So, machen wir mal $5. Ich krieg das hin, Leute, ich krieg das hin. Ich bin gut darin, okay? Wir machen das. So, und das machen wir, ich probiere das ziemlich schnell jetzt zu machen.
Das war doch gut, oder? Ey, ey, aber ey, sag mir jetzt nicht böse, aber der hat doch, der, bis da oben das kleine Rote war doch vorhin auch. Ey, das ist doch Scam, oder? Das, hallo? Der Stern ist weg. Awesome must be gone, the target is... Ja, das habe ich aber doch gemacht. Ich habe 5 Dollar dafür gerade ausgegeben. Ey, das ist das Scam? Das ist wieder das Kind mit dem Sombrero, was er jetzt mal weggesch... ich wollte es gerade umschießen. Nee, aber wirklich, das ist so Scam, Alter. Hä? Muss ich wirklich in den ganzen Stern drum rum, so? So ein bisschen wie bei Squid Game, wenn man hier, ich glaube, das ist, ich glaube, das ist das Spiel an sich selber, dass das nicht so ganz reibt, wenn ich da nicht genau dem Stern nachgehe. Aber ich bin der Auffassung, ich wurde gerade von dem Dreh hart gescammt, weil ich habe keinen Stern mehr gesehen. Aber doch eine ganz kleine Lücke so. Ey, ist das euer Ernst? Ey, Leute, mein ganzes Geld geht weg mit dem Spiel. Wobei, jetzt habe ich immer 15 Dollar trotzdem, wenn ich das jetzt hier schaffe. Ey, die haben das so schwer gemacht. Das war früher so einfach, dieses Spiel, ne? Da konnte ich aber jedes Mal fast den Stern hier wegmachen. Das wussten die Hersteller des Spiels ganz genau, dass es so einfach war, ne? Hier kommt vorhin in der Mitte, ist es so schwer, den wegzukriegen, wie auf der Seite. Aber der muss jetzt aber weg sein, oder? Ja, endlich. Danke, Bre. Danke. Wirklich, Kuss und Liebe geht raus. Für drei Dings nehme ich den mit. Oh, Alter, ist das schwer geworden. Dann nehme ich den hier auch mit. Zack, rein in den Kofferraum. Und dann spielen wir nochmal eine Runde. Weil dann habe ich genug Geld, glaube ich, fürs Erste. Ich hoffe, er zockt mich nochmal ab. Bitte nicht abzocken. Bitte, bitte, bitte. Jetzt hole ich Peter Giesel, der kommt an den Stand und nimmt euch komplett hops. Ihr müsst den Stand schließen. Peter Giesel von Sat 1. Oder was? Kabel 1. Was ist denn eigentlich Sat und Kabel 1? Ist das dasselbe? Sat 1 oder Kabel? Ne, Kabel 1, ne? Peter Giesel. Oh nee, ich triff das nicht. Ey, ich merke jetzt schon, dass das zum Scheitern verurteilt ist, das Spiel. Ey, früher hatten wir so viel Geld damit gemacht, ne? Mit dem. Also das war ja früher wirklich kein Hexenwerk, das Ganze. Aber jetzt mittlerweile... Ja, das war's, ne? Ja, zum Kacken gehen. Nee, das, man sieht's auch nicht mehr. Mir kommt vor, früher hat man gesehen, wo noch ein roter Punkt war. Das sehe ich jetzt halt nicht mehr. Das ist Scam geworden. Das ist nicht mehr möglich. Da gehe ich lieber zu dem Bre, schmeiße mir irgendwie hier die Bude ein und hoffe einfach, dass man einen Hotdog kriegt oder so. Weißt du was? Wir probieren mal. Ich mach mal hier so. Oh, es hat funktioniert. Cool. Okay. Was kriege ich denn jetzt für eins? Weil ich könnte ja auch mal probieren, was anderes damit zu nehmen. Ah, nee, für eins kriege ich ja nur den Hotdog. Naja, egal. Immerhin gewonnen. Ich glaube, ich muss mir eine neue Taktik einfallen lassen. Ich muss irgendwo anders hin Gewinne machen. Bei mir kommt halt echt for real vor. Hier machen wir nur noch Minus, wenn wir anfangen, hier auf dem Ding hier zu spielen. Vielleicht finde ich noch einen anderen Stand, wo wir hingehen können. Schauen wir mal. Also, wir haben hier noch... Der ist kompletter Scam mit Enten ziehen, das weiß ich. Aber einmal probiere ich noch für 2 Bucks. Einmal lasse ich mich noch scammen. Genau, mal Mülltonnen probieren. Und die Ente hier vorne. Ich will die Ente hier vorne. Geht halt nicht. Die Ente, die so schnell ist, die will ich. Ein Game Credit, cool. Doch nicht so scam, wie ich mir gedacht habe. Was krieg ich für eins? Nevermind. Das ist Scam, weil ich weiß, dass das Ding hier nie so viel wert ist. Das ist doch Scam. Ja, danke. Radier dich aus mit dem Teil. Ich hab keinen Platz mehr. Wie machen wir das jetzt? So. Das funktioniert, oder? Ja. So, den hier. Wobei, der war ganz okay, finde ich. Das war okay. Haben die hier noch irgendwo so ein kleines Spiel? Ach, warte, ich habe hier im Mülleimer noch was gesehen. Da wollen wir mal reingucken. Mülleimer was gesehen, Leute. Dann gehen wir mal hin. Jung. Ah, nein, nicht meine ganzen Sachen. Oh. Alter, ich dachte gerade, ist alles weg. Schau mal hier. Ich hab Romulus gefunden.
Bitte 20, 20, 20, 20. Ja, ich hab 10 Dollar gewonnen, ja. Bitte probe los, was ihr gefunden habt. Aber weg damit, ey, Bruder. Ich so, doch. Wisst ihr was, ich check jetzt hier einfach Rubellose durch. Das ist ja auch rubellos. Ah, nee, das ist, was ist das hier? Zum Essen. Dann nehme ich den mal mit. Aus dem Müll. War da noch ein Rubellos drin? Oder? Nee. Ey, wie geil war das denn gerade? Das ist ein gebrauchtes Rubellos, ne? Ja, bitteschön für Sie, gebrauchtes Rubellos. Meine Mülltonne, geh weg. Da. Kann man das hier reinstecken bei dir? Du bist ja so ein Mülleimer, so ein halber, oder? Ja. Kann man schon so sagen. Ey, hier ist noch ein Spiel, glaube ich. Ah, für einen Dollar? Da bin ich dabei. War das knapp? Oh mein Gott, war das gerade knapp. Ich will nochmal. Das war richtig knapp. Da können wir sicher voll geilen Preis gewinnen. Also wenn ich das hier schaffe, Leute, dann sollten wir ja voll den heftigen Preis gewinnen, ne? Ey, Junge! Ich will diesen Goldhammer da oben haben irgendwie, der spricht mich gerade an. Auch wenn ich weiß, dass er nicht aus echtem Gold ist. Oh ne, der rollt wieder runter. Ich sehe es kommen. Ja, nochmal, einmal noch, komm. Kostet ja nicht so viel, kostet ja nur 1 Dollar. War zu wenig, ne? Oh Mann, Alter, wie schafft man das hier? Man muss doch die perfekte Ding wissen, dass man das hier kann, oder? Den perfekten... So, das war jetzt perfekt, oder? Ey! Der war doch perfekt! Einmal noch, das ist der allerletzte, ich schwöre, es ist der allerletzte. Kostet ja nur 1 Dollar. War das zu viel? Na, ich glaube, der war perfekt. Ich glaube, der ist drin, der ist drin, der ist drin. Besser geht's nämlich nicht. Besser geht's nicht. Ich bin drin. Ja. Ja, Alter, was kriege ich denn? Was? Wirklich jetzt? Für 2. Ich habe 1 Credit bekommen und für 2 kriege ich den Hotdog von... Aber ich habe den Goldhammer bekommen. Für sehr viel Geld. Da, Kind, guckst du blöd, gell? Blödes Kind, guck mal hier, was ich hab und du nicht. Ja, guck. Den Hammer, den hau ich dir auf den Kopf. So, wo ist mein... Also meine Karte ist... Gibt's da noch ein Spiel? Weil der war jetzt ganz okay. Lululululululu. Aber warte, hier ist ja noch was. Ja, was ist das für ein Spiel? Oh, Basketball für 3 Dollar. 5 Dollar 3 Shots. Das ist aber teuer. Also ich probiere das mal. Kann ja alles schief gehen bei. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen, das Spiel. Ey, das bin ich ja so schlecht drin, ne? Nein! Hat er gerade nicht gemacht. Ey, Junge. Junge, das ist fast drin. Das kostet 5 Dollar. Das ist ja nicht so ernst. Ich gehe mit Minus raus, wenn ich hier so weitermache. Oh, nö. You're right with me, with me, with me, with me. Gut, ich glaube, ich probiere noch einmal einen Donut mitzunehmen und dann lasse ich es. Dann fahre ich rüber und verkaufe die Sachen, dann haben wir, glaube ich, genug Geld für einkaufen. Im schlimmsten Fall gehe ich zu Monte Rasen mähen. Einmal mal noch, komm. Diesmal volle Konzentration, okay? Okay, Leute. Oh nee, ist das oft daneben. Ich sehe so schlecht. Seht ihr irgendwo noch ein rotes Ding durchschimmern? Hier rechts unten, glaube ich, ne? Es schimmert so ein bisschen durch. Oh, schaut mal, man sieht nichts mehr durchschimmern, oder? Oder hier vielleicht ein bisschen? Das ist halt der Scam. Ich sehe halt nicht, wo es noch rot durch... Ich gehe mal ganz nah dran. Ich sehe halt nichts mehr rot durchschimmern. Seht ihr noch irgendwas rot durchschimmern? Aber das ist immer, wenn man das Rand fährt, da sieht man auf einmal, ah, hier ist aber nicht durchgeschossen worden.
Das meinte ich halt mit Scam, das Spiel so ein bisschen, weil du schießt halt hier so ein bisschen rum und dann... Schau, jetzt kommt's her und jetzt ist hier wieder alles gut. Guck mal in der Mitte! Aber ich habe trotzdem gewonnen. Komisch, hä? Aber guck mal hier, das in der Mitte habe ich nicht gesehen, dass das ein Rot ist vorhin. Das meine ich mit, das Spiel ist ein bisschen Scam. So, jetzt haben wir den noch mit und vielleicht mal hier nochmal eine Runde, weil dann haben wir genug Geld fürs Erste und dann haben wir nicht mehr so viel Minus. Ach komm, geht sich das nur aus hier? Ja, come on over. Ich bin schon dabei. Eine Runde noch. Eine Runde noch, Leute. Eine machen wir noch und dann fahren wir nach Hause und ziehen die Sachen aus. Verkaufen die, meine ich. Ziehen die Sachen aus. Der KV, es bleibt immer in der Mitte was übrig, so. Aber warum? Immerhin, ne? Der Teddybär, aber der ist sicher weniger wert. Wette ich was mit euch. Die Banane kostet 9, aber die ist auch sicher weniger wert. Ich kenne das, der Donut ist wirklich immer der beste Preis. So. Immerhin, wir haben jetzt zweimal Donut hintereinander gewonnen mit sehr viel Aufwand. Dann hoffen wir mal, dass das hier alles noch Platz. Das ist alles Platz hier, ja, ne? Unterm Hammer. Ja. Ich muss halt hoffen, dass jetzt nichts rausfällt bei der Fahrt. Ich hoffe es halt. Oh ne, das wird so schief gehen. Ich muss jetzt echt aufpassen, Jungs und Mädels. Oh, der Donut da hinten ist ganz gefährlich. Ja, wir werden schon sehen. Können wir uns genügend neue Rubbellose kaufen, fällt mir gerade ein. Das Geld. Die ganze Zeit da hinten, guck mal. Ja, lässig. Wirklich lässig, Monte. Super. Ist jetzt so alles drin? Wenn das geschafft, bleibt das? Es bleibt alles, dann habe ich das Gefühl. Ich hoffe, da ist jetzt nichts rausgefallen. Ich war noch nie so oben in der Luft. Der kommt einfach Monte vorbei mit seinem Lambo und ich mich aus der Luft, Bruder. Nee, ist alles noch drin. Mir ist nämlich einmal alles runtergefallen, aber da, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, weil jetzt ist auch nichts runtergefallen. Okay. Aber schon merken. Kevin Ark, danke fürs VIP-Werden und für 1 Euro vielen Dank und Stritze Fisch des Jahres, wie geht's am? Ja, super, da Stritze, sagen wir wieder da, ja, schau. Ist super, ich hoffe, die geht's auch gut über Stritze. Die Nino-Dinos, ach, schon Polizei kommt schon. In Monte, zu schnell gefahren. Liebe Grüße, Dankeschön, liebe Grüße zurück an die Nino-Dinos. Ronny, da war für 1 Euro und 9 Meister, hi. Hast meine erste Spende nicht vorgelesen? Sorry, ich lese vor. Ich bin gerade dabei. Und wenn ich was nicht gesehen habe, es tut mir sehr leid. Manchmal passiert sowas. Wisst ihr, wie manchmal kommt mir vor, zeigt er mir die Sache nicht an. Oder erst später. Weil Tippi da oft eine Stunde braucht, bis er das mal einblendet, der Bree. So, fangen wir mal rein. Oh, schau, das Monte. Da ist der Oma. Ah, nee, ist gar keine Oma. Entschuldigung, die Dame. Tut mir sehr leid. Aber jetzt wird es ein bisschen kompliziert, die ganzen Sachen reinzubringen. Ich hoffe, das klaut mir jetzt hier nicht mehr, wenn ich da einfach stehen bleibe. So, gehen wir mal rein da. Gibt es irgendwas im Angebot? Snake, Glowstick, Kartoffel, Boombox? Ne, passt schon. Können eigentlich auch warten, bis die Preise hochgehen, ne? Ja, Lambo outside. Ja, continue. Achso, das ist sein Lambo. Okay. Ja, 55. Was ist das hier wert? Was ich so für. Ja, 40. Sag doch, das ist auch nichts wert. Das war so der Scam, Alter. Das war so ein Betrug einfach. 5 Dollar dafür bezahlt. So, jetzt haben wir hier wie viel? Ich hoffe, das verdoppelt sich der Preis, ne? Ich tue jetzt einfach die Sachen mit rein. Weil letztes Mal war das so, dass sich der Preis hier verdoppelt hat. Ich will jetzt nicht unbedingt, dass das wieder passiert. Ne, haben sie gefixt zum Glück. Weil das geht mir sonst auf dem Senkel. Hier glitschy kann. So, was ist denn der Hammer wert? Der Goldhammer? Der ist sicher 1 Dollar wert oder so. 5,50! Was? Der ist so wenig wert. Ich dachte, der ist mehr wert. Ja, Alter, das Beste sind halt immer hier noch die Donuts, mit Abstand aber. Wie viel kriegen wir hier noch rein an den Donuts? So, rein damit. Ah, alles nur schön rein damit. Hab keinen Platz mehr, warten Sie mal. Ich komme gleich nochmal, ich hole mal ein paar Donuts.
Sind noch, ne, Hotdogs noch zwei Stück. Super, ich glaube, dann habe ich alles. So. Ah, ich dachte, der hat mich gescammt. Ich dachte gerade, da ist was weggegangen. Yes. Rein damit und rein damit. Und dann zumachen, schnell. Huch. Oh, 140! Wisst ihr, was das Traurige ist? Ich bin, glaube ich, mit 220 rein und habe mit 245. Das ist... Ey, wir machen kein Geld. Es ist halt for real so, wir machen kein Geld. Oder halt wenig. Wir haben gerade wenig Geld. Rubbellose habe ich auch. Ja, stimmt, die Rubbellose waren das Ding. Mein Gott, Walter, die Rubbellose. Hauptsache das, was ich, das Rubbellos, was ich gefunden habe, ne? Im Müll drin, das hat gewonnen. Das ist wieder so typisch. Dass das, was im Müll liegt, wieder gewinnt. Aber no cap, ich fahre jetzt nochmal Rubbellose kaufen. Einfach aus dem Grund, weil ich das Gefühl habe, ich werde jetzt was Schönes gewinnen. Ey, gehört das Fahrrad jemanden hier vorne? Ist das meins? Und das. Das kann man fahren? Wartet mal, das ist neu. Oha, wie cool! Kann das sein, dass ich, bevor ich das Ding hier bekommen habe, Fahrradl bekommen hätte? Da muss ich nämlich keinen Sprit für zahlen. Ich weiß nicht, ob ich dafür Energie brauche. Boah, ist das cool. Können wir damit Stunts machen? Exit Bike, Press for Help, WASD, was kann ich noch? F-Key, V-Key, Lean Back. Mit V kann ich mich Lean Backen. Oh, ich kann Wheelie ziehen. Oh, ich bin so cool. Ich bin ja so cool, ey. Beim Mountainbiken Wheelie, Alter. Guck mir an, wie cool ich bin. Ja, voll nice. Upsala. Irgendwo von so einem Kind geklaut das Teil. Gut, schauen wir mal. Also, Rubbellose. Wisst ihr, was wir machen? Wir kaufen viermal die Hot Fire. Die kaufen wir jetzt viermal. Weil die 25 mal etwas zu teuer. Weil ich ja viermal die Hot Fire kaufe, denke ich mal, wird schon was drin sein, oder? Ein fetter Win. Also, muss ja sein. Wir müssen ja einen fetten Win drin haben. Eins. Zwei. Oh, der steckt schon wieder drin. Ey, das kannst du dir nicht ausdenken, ne? Was das hier für ein Kackladen ist, in dem wir uns hier befinden. Die machen das halt echt mit Absicht, dass die Sachen drin stecken bleiben, ne? Dass wir hier schön gescampt werden. Gut, guck mal, Rubbellos Nummer 1. Ey, das war so knapp, 2,50. Ich habe 2,50 dafür jetzt bekommen, super. Mach einfach ganz schnell. Dann tut sie so weh. Kein Winner, okay, damit kann ich leben, ja. Ich habe voll fast 250 da bekommen. Komm! 20! Ich habe 20 gewonnen, super. Und jetzt das letzte und ich hoffe, das gewinnt. Den Hauptpreis, komm. Und schnell so, zack, zack. 20! Ich habe also... Ich habe $40 ausgegeben, $40 zurückbekommen. Super. Das war toll, war das. Toll. Warte mal hier, der ganze Müll, den schmeiß ich ihnen gegen die Fresse. Ah, sie haben schön neu einsortiert, sehe ich gerade. Ui. Sie haben ja richtig schön hier. Ah, das Beef Jerky haben sie auch schön neu einsortiert. Und die ganzen Batterien, die hier sind, die haben sie ja so schön sortiert bekommen. Die haben sie das, sie haben wieder eine ganze Woche Arbeit hier reingesteckt in den Laden, ne? Ich merke. Wo kommt diese Flasche überhaupt her? Ich wünsche noch einen schönen Tag, ne? Jo, wir sehen uns später, genauso ist es. Ah, ist das schön. Warum macht das so viel Spaß, NPCs zu mobben in einem Spiel? Ich verstehe es nicht. Macht wirklich Spaß. So, wir gehen mal für die Ente einkaufen. Wir haben jetzt ein bisschen Geld. 2,48 haben wir. Gehen für die Ente einkaufen. Vielleicht auf die Kinder aufpassen. So, sollen wir vielleicht mal auf die Kinder aufpassen? Kriegen wir gut Geld für. Weil ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Wisst ihr was? Ich glaube, die Kinder aufpassen. Wir haben ja noch ein bisschen zu Hause, haben wir noch Essen. Ich schau mal, ob die Mutter daheim ist, dass wir auf die Kinder aufpassen können. Was ist denn da hinten? Da links wohnt Monte mit seinem Lambo. Da wohnt auch Kylo drin. Im Haus hier links. Guck mal, dass der Lambo steht da, ne? Und hier, das ist die Kindergartentante, wo ich dann auf die Kinder aufpassen muss. Und ich glaube, da bin ich ganz gut bei.
So, put boy to bed. Ah, das ist aber neu. Hallo, Kleiner? Nö, du gehst jetzt ins Bett. Also, ich voll der einfache Job und wir kriegen dafür bezahlt, Leute. Oh, Entschuldigung. hab dem Kind einfach die Tür in die Fresse gehauen. So, rein mit dir. Komm, rein mit dir! Oh, Girlie! Mäuschen, ja, komm her doch! Na, du spielst jetzt nicht mit Legostein! Du kommst hier in den Sack und mach mal zu hier, oder? Nee, warte, war nur Spaß. Du kommst mir ins Feuer! Ins Feuer kommst du ins Feuer, weil du ein böses, ganz arg böses Kind heute warst. Nee, ist immer nur Spaß. Schau, Familienfoto. Du kommst ins Familienfoto! Boah, ich hätte sowas von verklagt von der Alten, wenn die mitkriegt, was ich mit ihrer Tochter mache. So, rein mit dir. Mal schlafen gehen und machen wir mal die Tür zu, ne? Wir hätten hier hingepisst von euch zwei. Wer von euch hat hier hingepisst? Warst du das? Natürlich hast du da reingepisst, Alter. Du hast den ganzen Tag heute Licht an hier. Du dürft heute im Licht schlafen, ja? Ihr hingepisst habt. Viel Spaß beim Einschlafen. Pissen die hier den ganzen Boden einfach voll. Muss ich ja alles. Oh, die haben ja alles voll gepisst. Die haben den ganzen Boden voll gepisst beim Spielen. Och nö. Da hab ich gar keinen Bock drauf, ich guck Fernsehen. Okay, wir müssen den Job weitermachen. Ich würde gerne den Lego-Stein nehmen, aber ich... Och nein, ich kann den Lego-Stein nicht... Ich kann den Stein nicht nehmen, weil der im Ding drin ist. Och nein! Was habe ich denn gemacht? Och, warte, da muss ich aber jetzt hier anders vorgehen. Wie kriege ich diesen Lego-Stein da weg? Wie zum Teufel kriege ich diesen... Ich hoffe, ich kriege den hier irgendwie runter, weil solange der hier oben drin sitzt... Boah, ich bin einfach IQ 5000, Alter. Weil den hätte ich sonst hier nicht mehr runterbekommen, Leute. Der wäre einfach hier oben geblieben. So, rein damit. Oh, die haben hier alles zugepisst, ey. Alles zugepisst. Der ganze. Das ist der Sound auf die Spende. Ganze Laden hier. Okay, jetzt muss ich nur noch den Floor clean. Ah, haben die was zu essen dabei? Alter, ich weiß auch, früher hatten die hier voll fett Essen drin. Die haben einfach kein Essen mehr da. Ist das assi? Ihr seid eine Kackfamilie, ey. Gib nie mal was zu essen. So, wie mache ich denn das? Achso, ich muss das usen auch, ne? Ich piss die ganze... Achso, ich piss ja nicht die Wohl voll. Ich mach die ganze Pisse weg hier. So, Kinder. Nehmen wir mal ja Tür auf. Ja, hier, erstmal die ganze Pisse ins Gesicht. Ja, hier auch so ganze Pisse ins Gesicht. So. Man muss den Kindern ja irgendwie auch zeigen, dass das nicht geht. Ne? Also das ist ja die ganz normale Erziehungsmethode, die wir hier gerade machen. Wir sind ja, 20? Weil das waren 20? Das ist ja voll wenig. Eure Mutter hat mich schlecht bezahlt. Hier, putz selber. Pff. 20? Ich dachte, ich kriege mehr dafür. Egal, ich habe ein bisschen noch dazu verdient. Schau mal, jetzt haben wir 2,68. Ich habe nichts dafür ausgegeben. Ich habe auf die Kinder geguckt. Passt doch. Ah, schön. Kinder ins Bett gebracht. Kinder sind voller Pisse. Ist das schön. Voll gepisst ins Bett gebracht. Ah, nee. Das arme Kind erstmal angezündet halb im Ofen. Ach, die wird ihrer Mutter was erzählen heute. Das merke ich schon. Wird ja nie wieder babysitten dürfen. Was ein schöner Tag. Hat heute sehr viel Spaß hier. Ah, das habe ich liebe, dieses Spiel. Hoppala. Lengtal, Bern, hallo, Xyn, wie geht's so? Habe meinen Namen wieder geändert? Hatte den Namen. Was? Italia vielleicht? Kannst du dich noch erinnern? Wünsche dir weiterhin ein gutes Stream. Wie ist früher Italia oder was? Ob ich mich daran wohl erinnern kann? Hallo Oma. Was ich heute so gemacht habe, ich habe auf Kinder aufgepasst, habe die angezündet und ans Bett gebracht und voll mit Pisse gemacht. Gute Nacht. So, mal ins Bettchen, ne? Dragonfly, danke für 3 Euro mit Fies. Hi, wie geht's? Wann kommt 3.0? Am 31.02. Vermisse die GTA-Streams mit Freddy. Ey, was steht hier? Island Will Local. 25 Tage überlebt. Krass. Danke an Dragonfly. Das habe ich jetzt noch nicht vorgelesen. Hier, jemand meinte, ich habe es nicht vorgelesen. Hier von Moin Meister, ne? Wo war? Aber schau das von Moin Meister. Finde ich nicht. Kommt 3.0 noch vor Weihnachten? Vielleicht? Vielleicht? Maybe? Jetzt schau, das habe ich halt vorhin wenig gesehen, Bruder. Aber gut, dass ich das vorgelesen habe. Das ist eine gute Frage. Wir haben gesagt, am 31.02. Das ist sehr lustig, ne?
Ja, bin ein kleiner Witzbold, sagt man, gell? Auf gut Deutsch. Hat die Ente noch 31 zu essen? Da muss man einkaufen gehen, Oma. Müssen wir langsam einkaufen gehen, ja? Weil die Ente, die muss natürlich viel essen, ja. So, haben die noch zu fressen? 73, ja gut, dann machen wir auch ein bisschen hier rein. Gut, da muss ich halt neu einkaufen fahren. Tut mir leid, Oma. Ich habe nämlich das Entenfutter nicht mehr. Wir haben aber noch hier wenigstens das Ding haben wir noch. Weißt du was, Oma? Ich gehe gleich einkaufen, ne? Ich mache den Morgenseinkauf heute. Aber zuerst schmeiße ich mir irgend so ein Fertiggedöns mit einem offenen Kühlschrank in die Fresse. Wenn wir was Schönes zu essen haben heute, ne? Oma. Ist die Oma irgendwie was? Das, wir haben einen Tiefkühler. Ey, was gehört das eigentlich nicht in den Tiefkühler? Wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Das gehört doch in den Tiefkühler. Diese Diner-Sachen. Oder kennt sich da wer aus, diese amerikanischen Fertiggerichte, ne? Kommen die in den Tiefkühler oder sind die so verpackt, so vakuumverpackt und kommen in den normalen Kühlschrank? Jetzt mal for real Frage hier. Weil von der Größe her gehen die hier perfekt sich aus, ne? Ah, ist aber ein bisschen. Ich krieg's nicht rein. Jo. Nee, es geht sich nicht aus. Keine Ahnung, irgendwie will der nicht. Der hat keinen Bock. Weil dann tue ich die in den Tiefkühler einfach und hier habe ich dann genug Platz, wisst ihr? So. Oma, ich gehe einkaufen, ne? Ich bin gleich wieder da. Gehen wir mal für die Oma was Schönes einkaufen. Gehen wir einfach mal hier. Wir brauchen Entenfutter mal nichts mehr. Wir haben kein. Ja, Trinken geht auch langsam aus, ne? Aber ich glaube, Trinken Energy brauchen wir gar nicht so viel, wenn wir ins Bett gehen. Gucke. Ein Tiefkühler, okay. Tiefkühler, 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 Tiefkühler. Ich weiß halt nicht, wie es die Amis machen. Die kommen in den Toaster. Nicht, dass die in den Toaster kommen, aber okay. Wenn der Bre meint. Oh, da oben ist ein Baumhaus, guck. Ein Hausbaum ist da oben. Am Stammbaum. Schauen wir mal. Da war ich doch gar nicht so wirklich, ne? Hallo. Sind da Kinder drin? Nö. Ach, guck mal, eine kleine Lampe. Wie süß. Was ist hier? Ah, okay, Roboter. Was steht hier? Kevin. Kevin Wars hier. Kevin, du warst genau da? Schön. Schön, Kevin, das freut mich für dich, dass du genau hier warst. Wie komme ich hier wieder runter? Hilfe. Ich möchte. Ah, hier. Ich komme hier nicht mehr runter. Ja, Leute, Kevin war im Baumhaus. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Mit dem ganzen Harter. Schau, das ist ein Spielplatz. Den kenne ich auch noch nicht. Kann ich darauf rumtouren? Auf dem Spielplatz und ein bisschen Spaß haben? Oh, ich würde so gerne hier runterrutschen. Ey, sag jetzt nicht, ich komme hier nicht rein, weil ich zu groß bin. Ich bin zu groß. Ich bin zu groß wie die Rutsche. Nein, ich will hier runterrutschen. Jetzt bin ich traurig, ey. Das macht mich gerade echt matt. Ich wäre da so gern runtergerutscht. Mein einziger Traum gerade gewesen, hier runterrutschen. Was man nicht alles hier so findet, ne? Auf dem Weg Offroad zum Laden meines Vertrauens. Vielleicht gibt es hier was Neues. Was hat der denn in der Hand? Ey, wait a second, hier kann man hoch? Hier kann man einfach hoch? Und mit dir los, Bruder. Geht's dir gut? Also Geburtstag, ja. Viel Spaß beim alleine feiern. Hier geht's einfach nach oben. Oh, wie cool. Hier sind die coolen Kids. Ja, was ist hier oben? Das muss doch irgendwas sein hier, oder? Geld? Hier liegt. Oh ne, mein Geld ist weg. Nein! Das Geld ist runtergefallen. Oh nein. Ich hab Geld gefunden und bin einfach runtergefallen. Es ist weg. Was ist das hier? Beef Jerky. Nehme ich mit. Und mir ist das Geld einfach runtergefallen. Ziemlich traurig. Ich habe Geld gefunden hier oben. Anstatt es einfach einzupacken, habe ich es runterfallen lassen. Es ist einfach runtergeglitscht. Ich hoffe, dass das jetzt. Auf einmal liegt das einfach im Laden rum. Ja, egal. Ja, so viel dazu. Habe ich einmal Glück im Leben und dann. Ist hier noch was Schönes drin? Mal gucke. Hier sind kaputte Rubellose, die nichts mehr wert sind. Cool. Nö. Ja gut, dann gehe ich doch nochmal in den Laden rein, ne? Und schau, was wir kaufen. Coming soon. Steht aber schon sehr lange da. Ein ATM. Ey, es gibt. Seit wann geht denn das? Credit, ich kann den Kredit aufnehmen, wenn ich das möchte. 24 Stunden Access, das ist neu. Also ich wusste jetzt nicht, dass das geht. Mein Laden. Guten Tag, gut sortierter Laden habe ich gehört, ne? Dann will ich mal mein. Ich habe mal Wägelchen hier.
Warten Sie mal. So. Was nehmen wir denn mit hier? Also, wir nehmen... Was sind das hier für Flakes für die vier... Ich komme mit dem Ding nicht klar, entschuldigen Sie bitte. Ich komme mit dem... Ich komme mit dem Einkaufswagen nicht... Ich habe mit dem Einkaufswagen nicht, tut mir leid. Also, ich probiere damit umzugehen. Der fährt sich irgendwie ganz komisch. Alter, das fährt sich ja wirklich, wirklich sehr komisch. Hilfe, ich komme mit dem Einkaufswagen nicht klar. Das ist... Bitte helfen Sie mir. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Wirklich, ich komme damit nicht klar. Ich wisst ihr, was da kommt. Jetzt ein Einkaufswagen. Da schmeiß ich ihn hier aufs Band. Kann ich den kaufen? Was kostet denn der? Was kostet denn der Hobel? Ja, los geht's, kaufe. Wie die Kaufe der Einkaufswage. Ich hab eine Idee für Sie. Warten Sie, so. Bleiben Sie mal genauso stehen. Warten Sie, so. Bleiben Sie mal genau. Hallo, bleiben Sie mal genauso stehen. So, ja, nicht bewegen. Also nicht bewegen. Ich kann nur so stehen. Ich krieg das nicht über sie drüber. Das ist sehr schwer. So, warten Sie, jetzt bleiben Sie mal genau so. Wissen Sie was, lenken Sie mich doch einfach am Arsch. Wirklich. So, ich kaufe die Fischflakes. Warten Sie mal, ich muss mal genau gucken, welche Fischflakes Sie hier noch haben. So, die Fischflakes nehme ich mit. Ja, nehme ich wieder zwei Stück. Dann nehme ich mit. Was nehme ich noch mit hier? Ah ja, das war noch, warum ich eigentlich da war. Für die Drecksente hier. Oh, Alter, ist das teuer. $5 für die Fischflakes. Aleco mio. Ihr seid ja übelster Wucher. Geh weg. Hier nochmal so ein Energy Drink. Was kostet denn der? 7,50 für das Cola. Ey, sag's einfach, wann habt ihr so krasse Preise? Hier, Inflation ist da. Kickt einfach. Was kostet das hier? Drei. Hauptsache so ein Menü, ne? So ein komplettes Menü kostet uns $3. Warten Sie, ich guck mich hier noch ein bisschen um. Warum wisst ihr Leute? Könnt ihr das einfach einpacken? Also, ich pack das mal ein. Also, geht ja nicht. Ist ja nicht meins, ne? Ja. Wird schon geklaut jetzt. Hey, die Drift ist überfallen. Dann gehen wir mal weg hier. Und dann hätte ich doch gerne den Herren hier, würde ich noch gerne kaufen. Den bitte auch. Kann ich den nämlich für zu Hause, für meine Oma. Die ist nämlich ganz alleine. Den würde ich gerne mitnehmen, genau. Einmal einpacken, bitte. Nein. Sie kommen mit. Sie kommen auch eingepackt mit. Sie packt mal mit ein. Ist der Herz auch dabei beim Einkauf oder wie sieht's aus? Ah, hier, danke. Ah. Okay, ich hasse diesen Laden jetzt schon. Ich hasse ihn so sehr. Diese Menschen hier drin sind so schlimm. Also diese sind ja keine Menschen. Ey, guck! Guck, was er da hat. Das Board von Zurück in die Zukunft. Das hat nicht das Originale hier, hier... Klausi gekauft. Nee, hier, Knossi hat er gekauft, ne? Will das haben. Kommst mit mir. Will das Board haben, ich klau dir das jetzt. Du kommst schön mit mir, ne? Ja. Dich nehme ich mit wegen dem Board. Das Board klaue ich und dann... Na komm. Auf geht die, Luzi. Oh nein! Ich dachte, ich kann ihn mitnehmen. Dann geh ich mal zur Oma und bring ihr die Sachen nach Hause. Und dann schauen wir mal weiter, wo wir hingehen. So, Langtal Bären. Danke für... Alter, 21 Euro Superchat. Vielen, vielen Dank. 20 Schweizer Franken, da geht Liebe raus und Sophie wird auch wieder dabei, war eine Zeit nicht da. Frage, die du am meisten hast, kennst du mich noch? Ne, die Frage, die ich derzeit am meisten hasse ist, wann kommt RLO 3.0? Das ist mit Abstand die Frage, die ich gerade derzeit am meisten hasse im Chat. Das ist, also das toppt sogar, kennst du mich noch? Das toppt das sogar derzeit. Und danke an Sophie, Kuss und Liebe geht raus. Läufige Bella, hallo. Mein heißer Rüde, ich möchte mit dir Welpen machen. Ich bin leider schon vergeben. Was sagt denn? Ist Shandl im Chat? Hallo? Kannst du mir bitte helfen? Das ist sehr, sehr unangenehm, diese Frage. Oma, ich bin zu Hause. Oma, hallo. Guck mal, was ich mitgebracht habe. Ich habe einen großen Sack mitgebracht. Er ist prall gefüllt mit Sachen. Mit exquisiten Sachen. Guck mal hier, für die Drecksente habe ich jetzt was gekauft. Ja, für... Da ist ja doch Entenfutter. Ich dachte, wir haben gar... Achso, ich hab's ja rübergestellt, aber meint. Haben wir hier für die Drecksente Essen gekauft? Sehr viel sogar.
Ich sortiere das mal hier nach hinten. Weißt du, wenn die kleine Ente was zum Essen will. Dann Fischfutter habe ich gekauft. En masse, ne? Wie du sehen kannst, Oma. Ich habe für uns schön gekauft, ne? Da haben wir. Ach, was laber ich mit dir überhaupt? Sie interessiert das ja gar nicht, blöde Kuh. Dann habe ich hier wieder Essen gekauft. Dass, wenn wieder der Hunger drückt für mich, weil Oma isst ja nichts. Oma isst ja nichts, soviel ich weiß, weil die macht den ganzen Tag nichts anderes, außer im Haus herumgehen und Kacke machen. Gell, du machst viel Gacki, gell? Jo, so viel Gacki machen im Haus. Jo. Die macht so viel Gacki im Haus. Die tut so viel Gacki machen den ganzen Tag. Oh nein, ich glaube, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. So. Ich krieg das schon rein, Oma. Alles gut. Ich krieg das schon rein. Du musst mir überhaupt nicht helfen. Ich weiß, dass du alt und gebrechlich bist und keinen Bock auf mich hast. Ja, passt schon. Ist okay. Und dann das Pack voller Ding. Tun wir hier einkühlen. Genauso wie das Pack tun wir auch einkühlen. Das ist immer voll, Alter. Wir haben alles. Wir haben alles, was das Herz begehrt. Und es ist gerade mal 10 AM. Das heißt, wir können noch was zu essen machen. Muss ich das erst wieder rausholen. Super. Jetzt ist der ganze Chat voll. Ihr müsst mal im Chat fragen, wann eigentlich Shandle wieder streamt. Das ist auch eine berechtigte Frage. Kannst du mal Fears to Fatum spielen? Keine Ahnung, was das ist, aber mal schauen zum Clips. Dankeschön für diesen Input. Muss ich mal gucken, was das für ein Spiel ist. Oma, will ich dir mal was sagen? Ich zeig dir mal was Schönes, Oma. Guck mal. Weil ich weiß, du bist so eine Alte, die sich nicht mehr wäscht, weil sie aber schon zu alt ist zum Waschen, gell? Ja. Deshalb, Oma, habe ich eine ganz tolle Idee, was wir zwei jetzt machen. Wir gehen ins Badezimmer. Ja. Und dann steck mal dich da in die Dusche rein, wenn du kleiner Stinky bist. Oma, komm her. Ist ein bisschen duschen gehen da drin, schau. Ganz viel Stinky tust du schon. Ganz viel Stinky. So. Oma, besser geht's nicht. Ah, Oma, komm. Wo ist denn die Oma hin? Oma? Oma? Ist die jetzt weg? Oma ist weg. Ist sie denn in den Backrooms? Okay, Oma ist einfach in den Backrooms. Cool. Ah, schön. Schön, wenn man alten Menschen helfen kann. Das ist einfach nur schön, Leute. Ich versuche so gut es geht, alten Menschen zu helfen. Kommt nie mehr wieder, die Oma. Die ist gerade weg. So, wir gehen mal jetzt in eine Spielhalle, oder? Ein bisschen mal auf entspannter Rino. Da mal ein bisschen wieder was reinkriege hier. Ist hier eine große? Oh, wir gehen mal in die Mall-Spielhalle. Stimmt. Ich war ja schon einmal in der Mall drin, aber war ich schon in der drin, in der Mall? Ich weiß es doch gar nicht. Ja, wir gehen mal in die Mall. Wir schauen, ob es dort auch... Ob es auch Rubellose und so gibt. Und vor allem, ob man da spielen kann. Schauen wir mal. Sophie, danke fürs CP werden. Vielen, vielen Dank. Die berechtigte Frage im Chat ist, wann streamt Shandle? Das ist die einzige berechtigte Frage hier im Chat. Shandle wird ja gerne wieder streamen, aber sie hat Probleme mit dem Internet gehabt. Das sollte jetzt behoben sein. Jetzt können wir aktiv im Chat fragen, wann streamt Shandle eigentlich wieder? Und was ist eigentlich mit Robert los? Und wo ist Robert überhaupt, wenn man ihn mal braucht? Das ist auch eine sehr gute Frage. Okay, wir fahren mal runter. Ich fahre in die Mall und schau, was es dort Schönes gibt. Können wir das Auto mitnehmen? Randomizing the Play Tales and Coin Pusher Tales one time. Okay, schau mal, ob es das Neues gibt. Ui. Ey, wait a second. Wie kann ich hier die Sachen gewinnen? Ist das vom Arcade oder was? Oh mein Gott, ich will dieses Ding haben. Kann ich hier die Sachen... Wenn ich hier die Sachen kaufen kann, kann ich hier unendlich viel... Ah, ich kann hier für echt Geld die Sachen kaufen, die ich... Es gibt das Hoverboard! Nein! Nein, Alter, man kann Hoverboard... Wo kriegt man das her? Hier ist die Boombox. Aber schau mal, 129, der Teddy ist relativ viel wert. Aber das sind so die Sachen, die kosten halt hier viel mehr. Das ist, wenn du zu blöd bist, die Sachen zu gewinnen, kannst du die ja kaufen, aber machst halt kein Geld davon, ne? Das können wir halt nicht machen, Leute. Das ist nicht das, worauf wir hinaus wollen. Wir wollen ja Geld machen.
Oh, Schmuck für die Oma kaufen, guck. Habe ich noch meine Waffe dabei? Habe ich nicht eine Waffe? Ah doch, habe ich. Überfall! Geben Sie mir Ihren ganzen Schmuck, das ist ein Überfall! Erwarten Sie, das die Kasse. Überfall! Geben Sie mir Ihren ganzen Schmuck! Überfall! Geben Sie alles, was aus der Tasche in die Kasse. Was kostet ihr das Gold? Also, ich muss fragen, was kostet Gold bei Ihnen? Na gut, das ist wieder so für nichts. Der Laden ist wieder für nichts. Ah, hier. Pirate Pizza. Danke, ich rein. Doch, schau mich die Maschine aber an. Hallo, kleines Kind. Weißt du, was kleine Kinder auch gerne mögen? Na, komm her, Sir. Süßigkeiten, viel Spaß. Geh weg. Ich will alleine hier drin sein. Das ist mein eigenes kleines Kate. Wenn ich hier irgendwo Kind sehe, schmeiß ich's raus. Ah, ist das schön. Keine Kinder. Keine Kinder mehr Katie neben einen sehen. Ach, das ist ein Teenager. Das ist kein Kind. Das ist noch okay. Das ist noch okay. Gibt's hier. Oh, neues Spiel. Peil. Das spiele ich. $2 kostet das. Oh, das ist das. Ich weiß, was das ist. Cool. Nee, das ist nicht so cool. Ich kann hier 50 Tickets gewinnen und wenn ich die einlöse, kann ich auch wieder Preise gewinnen. Das ist ja gar nicht mal so schlechte Idee, ne? Wenn wir hier drin spielen und so ein bisschen Preise machen. 50 Tickets! Memo, guck mal hier, 50, 100 Tickets, komm. Die 100 Tickets, die reihen wir noch, die 100 Tickets. Ah! Naja, ich habe 50 Tickets gewonnen, immerhin etwas. Kriege ich für 50 Tickets eigentlich, kriege ich für 50 Tickets? Oh, einmal mache ich noch. Für 50 Tickets kann ich ja vielleicht schon so einen kleinen Teddy oder sowas mitnehmen. Nee, glaube ich auch nicht, ne. Aber vielleicht mehr ins Arcade gehen und hier mehr Preise gewinnen, Leute. Weil, wenn wir die verkaufen, vielleicht sind die mehr wert. So, ich weiß ja nicht. Aber wir kommen auf der Kirmes ist immer noch am besten, Geld zu machen. Jetzt habe ich auf jeden Fall besser geworkt. Und nochmal hier 100 Tickets. Die kriegen wir jetzt aber easy, oder? Huch. Ah, nein! Ey, das ist so fies. Der fährt genau dahin, wo ich dann nicht bin. Okay, cool. Nochmal 50 Tickets. Ja, toll. Super. Ich bin zufrieden. Ich habe 100 Tickets gewonnen. Für $2 war das Spiel. Wow. Ah, ich muss meine Sachen mitnehmen. So blöd. Wo geht's denn hier längs? Kann man hier rein? Nö. Ey, das sieht aber größer aus, als das ist hier. Das Kate ist ja relativ klein hier. Ich dachte, das ist größer. Out of order. Wo können wir voll den fetten Win mit abstammen? So, wisst ihr, wo so ein richtiger Checkpot ist von over 9000. Hier könnten wir fetten Win machen, ne? Da habe ich ja einmal schon gespielt. Wir haben ja mal voll den fetten Win gemacht. Aber du musst hier halt auch wirklich bei sein, ne? Macht Spaß, ne? Macht Spaß. Wir haben ja schon mal einmal den Dinger gewonnen, den großen Preis. Okay, Major. Oh, das ist so schlimm, dieses Spiel. Ich habe das in Real Life ja auch schon mal gespielt, in so einem Arcade. Das ist so schlimm. Und du wirst die ganze Zeit diesen Major Prize da gewinnen und dann kackst du jedes Mal rein. Aber wusstet ihr, dass diese Automat mit Absicht skippen oben? Die sind so eingestellt, wie eigentlich alles in einem Arcade. Ach komm. Die sind halt alle so ein bisschen, ey, das wird so ein Kind neben mir. Nee, die sind so eingestellt, dass du mit Absicht jedes Mal oben verlierst dann, wenn du ganz oben bist. Aber ich werde probieren, ganz nach oben zu kommen. Ich krieg das hin, Leute. Einmal ein bisschen Geduld.
Ey, der hat geskippt. Er hat geskippt. Ich habe E gedrückt. Er hat geskippt. Er ist einfach assi. Er hat geskippt. Was kostet denn eigentlich hier pro Spiel? Was zahle ich denn hier? Ich sehe es gerade gar nicht. Das ist ja noch schlimmer. Was zahle ich denn hier pro Spiel? $2 oder was? Aber ich krieg den. Ich krieg diesen Kopfhörer noch. Das weiß ich. Ein bisschen Glück. Ach komm. Ich war fast da. Ich habe ihn fast gewonnen. Go, go, go. Komm. Ey, Junge. Der skippt das. Ich schwöre, der skippt da oben jedes Mal. Das ist unglaublich. Ja, nochmal, komm. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld wir dafür ausgeben, aber ich bin noch bei $220. Ich schaue, dass ich nicht unter $200 rausgehe hier. Ich muss diesen Automaten einfach auseinandernehmen. Das war mein Fehler. Ich hab zu früh. Das war jetzt mein Fehler. Ey, vielleicht soll ich einfach hier diese Tickets nehmen. Vielleicht soll ich einfach drauf kacken, auf diese Kopfhörer und einfach... Ich weiß nicht, was sind denn die Kopfhörer wert? $80 oder sowas, ne? Also wir könnten da schon einen geilen Win mit nach Hause nehmen, wenn ich da einmal reinballer. Ach, zum Kacken gehen. Wirklich. Vielleicht soll ich mit der Maus probieren. Ich schau erstmal, was der Preis hier ist. Achso, $1 nur? Achso, das ist ja eh okay. Ich dachte, ich zahle hier $5 pro Spiel. Das kostet ja nur einer. Ne, mit der Maus ist ganz schlecht. Ich mach's lieber mit der E-Taste. Ich merk's gerade. Mit der E-Taste ist viel angenehmer hier Button pushen. Ey, Junge, oh nö. Das war das Kind neben mir steht. Ich schwöre, das sind diese Kinder, die mal neben dem Automaten stehen, die dich ganz nervös machen. Die mal ganz nervös neben dem Automaten. Ich merke das schon. Komm, 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 go, go, go. So. Ich rast aus, weg mit den Kindern, raus aus dem Automaten, jojo, weg mit dir. Und wo ist der Nächste? Ja, komm, ich mach zu. Du bist auch nicht mehr gestanden, ne? Du auch, komm. Ne, raus, raus, raus. Ihr geht alle raus hier aus dem Laden. Das ist nicht euer Laden. Raus aus dem Laden, raus. Ne, du gehst da nicht rein, du gehst raus aus dem Laden, du gehst mit. Du gehst schön mit, ja, schön raus aus dem Laden. Raus, ihr seid dafür verantwortlich, dass ich das Game nicht gewonnen habe. Raus aus dem Laden, habe ich gesagt. Raus und rein in den Zuckerladen. Genau hier hinten bei dem Herrn Zylinder. Da könnt ihr jetzt arbeiten hier beim Herrn Zylinder. Guck, da kommt der rein zum Herrn Zylinder. Der macht euch leckere Sachen. Oh, geht mir das auf den Sack, ey, dass diese Kinder mit ihm stehen müssen. Ich will doch nur diese Kopfhörer gewinnen, weil die so viel wert sind, ey. Ich will doch nur diese Kopfhörer. Mehr will ich doch gar nicht. Er muss doch wissen, dass ich nur die Kopfhörer will. Bitte, gib doch einfach mal aus. Oh. Dir verliere ich das. Ich muss dich irgendwo in die Klobrille runterspülen oder so. Weißt du, was wir mit dir machen? Du, ich schmeiß dich da rein in das Ding. Komm. Ja, schmeiß ich dich. Also, das geht nicht. Aber komm, ich schmeiß dich trotzdem rein. Ist mir egal. Schmeiß ich dich halt hier rein. Also, du lässt mich in Ruhe mit dem Automaten da drüben. Da. Aua! Einmal ist er jetzt weg. Ich habe zwar Hell verloren, aber der ist jetzt weg. So, du bist das nächste Ding, was ich wegschmeiße hier. Also, die kann ich da gar nicht reinschmeißen. Raus aus dem Laden!
Ich will doch nur gewinnen, ey. Sei mal. Sie gönnen nicht. Der Automat gönnt nicht. Auf Ansage jetzt, okay? Auf Ansage. Das Kind kommt wieder. Ich meine, das andere Kind habe ich irgendwie ins Jenseits befördert. Nein, warum kommt der rechts? Der hat mich gescampt, der ist von rechts gekommen statt von links. Nein, ich habe das gerade gesehen. Ich war so gut im Flow. Ich war so gut im Flow. Ist da wieder das gleiche Kind? Jetzt kommt das nächste Kind. Ja, komm, verpiss dich. Guck mich nicht so an. Das ist das Kind von ganz vorhin. Okay, dich schmeiß ich aber wirklich da rein. Ich schmeiß die ganzen Kinder hier rein. So. Tatsächlich, wenn ich die hier reinschmeiß, die spawnen die. Cool. Wir müssen Kinder wegschmeißen. Ja. Du auch, hä? Ja, super. Ich hab einen Kinder-Despawner gefunden. So, ach, warte, da kann ich dich ja auch hinschmeißen. Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich schmeiß die ganzen Kinder da rein. Und tschüss. Oh ne, die backen da nur rum. Warte, warte, nicht spawnen. Du musst ja in die Ecke. So, jetzt aber. Krass. Kinderfrei hier alles. Jetzt ist alles kinderfrei. Jetzt volle Konzentration. Ich muss oben warten, ich merk schon. Ich darf nicht oben einfach den. Ich muss oben schauen, wie er dann triggert, weil das war jetzt gerade richtig assi, das habt ihr genau gesehen. Ey, nee, ey, das Ganze kann man erzählen. Ach, bitte. Ja, nochmal gehen, komm, stack again. Leute, lasst ein Like da, wenn ihr mir die Daumen drücken wollt. Bitte. Drückt mir das Däumchen. Einfach mal einen Like-Button pushen, dass wir das jetzt immer gewinnen, die Kopfhörer. Ich habe jetzt schon noch 214 Dollar. War vorhin so gut, ne? Ich war vorhin fast oben. Mir kommt vor, wenn ich mit einem hochgehe. Ich probier das mal, dann bin ich besser. Nö. Ich bin gleich schlecht. Ich tu nur so. Ah, ja. Nee. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Wir haben das doch schon einmal gewonnen. War das so schwer? Nee, ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Also entweder der Automat mag mich heute nicht oder ich bin heute so schlecht darin, E zu drücken, dass ich glaube, ich brauche was zu trinken so langsam. Ich glaube, ich hole mir gleich was zu trinken und dann komme ich nochmal. Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ey! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Leute, ihr habt ihn bekommen! Ja, es ist wunderschön! Guck's dir an! Oh ne, ist Bug drin! Ich hab die Fake Beats Kopfhörer gewonnen! Die sind sicher was wert! Da guckst du jetzt blöd! Wo sind denn jetzt die Kinder? Wo sind die denn? Die haben ja alle da reingeschubst! Ist das nicht schön, so kinderfrei hier? Ey, was ist das denn für ein cooler Automat? Jetzt siehst du. Oh, ich kenne die Dinger. Das sind die, wo du schieben musst, ne? Das sind ja keine richtigen Greifer, glaube ich. Wir probieren das mal. Ist das jetzt ein Greifer oder was ist das? Das ist doch kein Greifer, ne? So ein Schiebeding. Wow. Geil. Aber die Kuh ist was wert, ne? Glaube ich. Ich spiele nochmal eine Runde. Die muss ich hier nur rein befördern in dieses Teil da. Das sind diese japanischen Greifarm-Dinger. Der UFO-Catcher heißt das Ding. Ich glaube, die greifen gar nicht nämlich richtig. Die tun einfach nur so ein bisschen als ob.
Aber im Endeffekt schubst du die dann hier einfach nur rein in die Luke. So, genau so, genau so. Ist jetzt drin? Ey. Wie assi, ich hab den doch. So, jetzt muss ich den nur noch hier reinstupsen, oder? Ja, jetzt meiner. Hat funktioniert. Ich habe jetzt zwar sehr viel Geld für ausgegeben, aber vielleicht ist es das wert. Hoffe ich mal. Ich komm. Vielleicht soll ich mir mal meine Sachen einlösen, ne? Vielleicht kriege ich da was Gutes. Ich habe 500 Chips. Hello, welcome to Arcade Castle. Boah, Alter. Ey, müssen wir sagen, der hier kostet 15.000. Ich hab 500. Jetzt weiß ich, warum die Kirmes doch ganz geil ist, weil hier ist ja alles überteuert. Bruder, ihr seid ja sowas von Abzocke. Jetzt zockt er die Leute richtig ab. Ey, Bruder, nee, das, ich verstehe, warum ich auf die Kirmes gegangen bin. Kann ich hier reingehen? Nö. Ah, warte, hier kann ich die Tickets, oder was? Ah, ja. Ja, doch 600 Tickets, cool. Was ist das hier? Combo Gates, was kann ich denn hier machen? Das kenne ich noch gar nicht, das Spiel, ist neu. Dass ich den roten Punkt... Ach so, jetzt sag ich wieder, was das ist. Ich muss den roten Punkt erwischen. Ja. So viel dazu, jetzt weiß ich wieder, was das ist. Direkt verloren, ja, nochmal eine Runde kommen. Easy. Noch. Oh nö. Na immerhin. 35 Tickets. Yay. Voll die Abzocke. Voll wenig. Toll. Dafür habe ich 2 Dollar pro Spiel. Ich habe aber 4 Dollar dafür ausgegeben. Kannst du keinem erzählen, dass ich für sowas 4 Dollar ausgib? Nee, das ist, also ich lasse mich hier so über den Tisch ziehen, das ist unglaublich. Komm, eine Runde spiele ich hier noch an dem. Mir kommt vor, von allen Sachen ist das hier das Beste im ganzen Cake, weil du da echt mal gewinnen kannst, ne? Aber ich gehe auf die Tickets. Ich schau mal, wie viele Tickets ich kriege für einen Minor Price. Da soll ich auf ein Go for Major gehen, for Major. Nee, komm. Ja, ich mach nochmal. Ich will den kleinen Preis. Ich meine, das kostet ja nur 1 Dollar und dann krieg ich hier fett die Dinger. Ich will gucken, wie viel das sind. Ob ich da viel krieg. Scam. Scam, 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 die scam. Der war richtig gedrückt. Ich weiß das. Ich habe genau richtig E gedrückt. Nee, ich war doch schon da, Alter. Ich war doch schon am Minor Prices, war ich doch schon. Wo lässt er mich jetzt nicht mehr? Er will nicht. Er weiß genau, ich scam ihn. Er weiß, ich nehme ihn auseinander. Er hat geskippt. Ich hab's gesehen. Er hat geskippt, Alter. Ich hab's jetzt gesehen. Ich hab's erstens gesehen, wie er gerade geskippt hat. Ehrenlos, Alter. Richtig ehrenlos. Er hat jetzt obvious geskippt, dem Kleinen. Weil er gemerkt hat, ich gehe auf einen kleinen Preis jetzt. Ist das assi, Alter. Nee, der spielt nie mehr bei dem Automaten. Ich gehe jetzt weiter in die Mall. Was haben wir denn? Sneakerbot. Was kann man hier kaufen? Der neue Nike Air. Neue Nike Air. Man kann hier nichts kaufen, ne? Das ist einfach nur so da zum. Ey, warte. Warte. Hat er hier irgendwo. Ich kann hier Basketball spielen lernen, aber ich habe keinen Basketball bei mir, leider. Man kann hier lernen, wie man diese Sachen reinschmeißt anscheinend. Ja, toll, dass ihr keinen Basketball habt. Oder ich habe eine Idee, wir nehmen einfach den Breder. Womit? Rudi! Du weißt ja gar nicht, was du dich einlässt. Also ich kann ihn nicht grabben? Warum kann ich ihn nicht grabben, Bruder? Ich kann ihn nicht grabben.
Komisch. Ich kann die nicht ziehen. Weil die im Laden sind vielleicht. Maybe das. Oh, hier gibt's ja Toiletten. Toiletten, 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 Toiletten. Oh, guck mal, was hier steht. Oh nein. Weißt du was? Ich gebe mal aus. Aber nur ein. Scheiß drauf, ich kaufe zwei davon. Ich habe zwar nicht so viel Geld, aber komm. Wir machen jetzt den Hauptgewinn nicht. Ich merke es, wir haben heute Glück. Wir holen uns den Hauptgewinn. Der Fisch war fast da. Ich habe für wohl $20 dafür ausgegeben. Die Musik macht's nicht besser. $50 das Klo runtergespült. Ist mir sowas von egal, was ihr davon haltet, Leute. Mir ist das so egal. Ich hole mir das Geld wieder. Ist mir egal. Noch mal ein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ah, 12,50. Alter, man kann hier $600 gewinnen. Ich habe 1:7. Warum mache ich das? Warum? Warum tue ich mir das an? Ich will diese 600, ich will das für meine Oma machen. Wenigstens die 100 hier. Ja, 25, toll. So was essen. Ich mach das für Oma. Für niemand anderen mache ich das hier. Ich mach das nur für Oma. Dass wir später in bessere Kreise kommen. Gib mir den Fisch. Gib mir doch einfach diesen Drecksfisch. Oh! Oh! Oh yes! Junge, 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 Junge. Ich hab den Fisch. Ihr habt alle gesehen, ich hab den Fisch. Okay, jetzt lasse ich es aber. Ich will ja auf Toilette. Achso, kann ich nicht. Man und Woman. Hier kann man ein Automat. Den kenne ich noch gar nicht, ein Automat. 1,50. Soll ich nochmal riskieren, Leute? Einmal riskiere ich noch, komm. Komme, was wolle. Einmal noch auf die 600 für ein besseres Leben für Oma. Das kann es nicht sein. Einmal noch, komm. Eine noch, bitte. Für ein besseres Leben. Go, go, go. Bitte, 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 bitte. Was Gescheites. $12,50. Besseres Leben für Oma. Die sucht die Kick, die Rubbellos sucht. Ich merk's. Ich kann nicht aufhören. Oh! 6,25, Alter. Ich hab den aufgerubbelt. 6,25, bitte, bitte nochmal. Bitte nochmal, bitte nochmal. 6,25, bitte. Nein! Nein! Die 6,25! Okay, last time, last time. Okay, last time. Ich bin so arm, Alter, dass ich das mache. Ey, nochmal ein Fisch, bitte. 100, 100. Ich bin nochmal beim Fisch, Leute. Ich bin nochmal beim Fisch. Okay, ich bin nochmal angelangt beim Fisch. Okay, wir lassen es jetzt, okay? Ihr seht, ich habe hier einen riesen Müll hinterlassen. Wir lassen das jetzt. Wobei, ich könnte hier nochmal mitnehmen, ein paar Stück. Die könnte ich wegschmeißen. Ja, komm, den Rest lassen wir hier. Ah, Leute, ich schwöre euch, ich hab hier mein Leben gerade gesweatet, aber es hat noch funktioniert. Ich habe nochmal $184. Zum Glück, für ein besseres Leben, ne? Aber ey, es hätte ja sein können, dass die 600... Ich habe einmal, glaube ich, haben wir nicht einmal die 600 gewonnen. Ey, was gibt's denn hier Cooles? Geldabzocker? Make your wish? Wenn der mir jetzt sagt, ich gewinne jetzt hier die 600, dann mache ich das nochmal. Hä? Verstehe nicht.
Ach so, ich muss den im Mund werfen. Jetzt aber. Okay. Was ist jetzt, wenn ich das hier nehme? Inventory? Was steht denn da drauf? Bruder, ich würde es halt gern lesen auch, ne? Your wish is granted for. Warte. Was heißt das jetzt für mich? Okay, ich muss noch einmal probieren. Er hat mir gesagt, ich habe mir das ja gewünscht mit den 600, ne? Wenn er mir sagt, dass der jetzt funktioniert, er hat gesagt, er kommt in Ding, ne? Die 4. Und das ist das vierte Los von allen hier. Guck mal, 1, 2, 3, 4. Also muss das jetzt laut seiner Angabe so sein, dass ich das jetzt gewinne. Also hat mir gerade das Orakel gesagt. Cool. Danke ans Orakel. Ich habe nochmal $50 gemacht. Ich habe zwar nicht die 600 gewonnen, aber das Orakel hatte recht. Ich habe gewonnen. Ja. Halbwegs. Stimmt das? Ja. Ja, ja. Das heißt, ich mit dem. Was kann ich jetzt mit dem Kärtchen machen? Ist das mein Glücksbringer oder was? Was mache ich jetzt mit der Karte? Ist jetzt was wert oder. Was habe ich dafür bezahlt? Ich weiß das gar nicht. Ich sehe es nur, ich muss nach Hause. So langsam. Also das war der Pizzageil, wo ich mal fast abgereckt wäre und dann eine Stunde gebraucht habe, bis er nicht die Pizza fertig hatte. Oder? Wisst ihr ja noch? Wie ist das dieser Pizzatyp, der da wirklich so lange gebraucht hat, bis er die Pizza fertig hat? Ich bin da fast durchgedreht. Auf nach Hause. Auf nach Hause. Auf nach Hause. Auf nach Hause. Da gehen wir nicht mehr hin. Dann werden wir als nächstes in den anderen Arcade gehen. In so einen anderen Laden. Wir müssen mal ins Große gehen. Ich glaube, da gibt es die besten Preise zu gewinnen, habe ich das Gefühl, der große Laden. Das war jetzt ein ganz kleiner in der Mall. Der war gar nicht so groß. Ich habe mir den größer vorgestellt. That's what she said. Ey, Galaxy Fox, miau, glaube, bist vorsichtig in der Lotto. Ja, das ist halt der Grund, warum ich kein Lotto spiele und auch kein Rubbellose oder so kaufe, weil ich merke dann, es hört dann nicht auf. Guten Tag, Chicken für 2 Euro und Galaxy Fox, na, wie geht's dir? Kannst du mich grüßen? Ich grüße den hier, Galaxy Fox, natürlich. Und Bahnfreunde Österreich, danke fürs CP-Garten jetzt gerade vorhin. Christel Dorte, dankeschön auch fürs 1 Euro donaten. So, ich schmeiß noch schnell die ganzen Sachen hier rein. Mal rein, die Kacke. Alles, was wir gerade hier gewonnen haben. Dat und dat. Ich glaube, die Kopfhörer sind bei 80. Müssten sein, ne? Headphones, 80. 50 nur! Vase, voll wenig. Die Kuh. Nur 5, das ist auch wenig. Ich habe mir jetzt mehr vorgestellt. Was ist eigentlich die Glückskarte wert, die ich gerade habe? Ich muss jetzt echt langsam schnell machen. Sonst wird das nix. 50. Nee, dann die behalte ich dann lieber. Oh nein, ich sterbe. So, verkauf schnell. Ich muss nach Hause, weißt du? Ich muss ganz schnell nach Hause. Danke, Bre. Jetzt nicht unbedingt sterben, nur weil ich da jetzt zu lange in der Mall. Och nee, das Auto geht nicht. Und fährt das Auto nicht richtig? Mein Auto fährt nicht mehr richtig. Hilfe! Hey Leute, irgendwas stimmt beim Auto nicht. Was ist mit dem Auto los? Oh nein, oder? Ey, weißt du, ich brauche das Auto, dass ich da schnell hinkomme, weil ich fast am Abrecken bin und dann ist mein Auto kaputt gegangen oder was? Das kannst du keinem erzählen. Ich muss jetzt schnell irgendwas zu essen holen. Ach komm, ich gehe zu Fuß. Ich hole das später ab. Ey, ist das kacke, ey. Ich komme ja nicht nach Hause so. Das Beef Jerky kann ich nur schnell essen. Das gibt immer noch was. Da gehe ich nochmal zurück und probiere. Aber warum passiert mir sowas? Das Auto ist kaputt gegangen. Ey, ich muss ins Bett. Es ist 2:27. Ich muss hier langsam ins Bett kommen. Ey, Junge, wirklich. Was ist mit dem Auto los?
nein. Oh nein. Irgendwas stimmt mit dem Auto nicht, Jungs und Mädels. Immer. Ah! Nein! Oh nein! Nein! Okay, es geht wieder. Na, na, na. Irgendwas backt im Auto, ich merke das. Ich glaube, ich habe irgendwas, irgendein Typ da drin backt und ich sehe den nicht oder sowas, ich weiß nicht. Du musst halt echt zu Fuß sonst gehen. Ne, es geht nicht, Alter. Du musst zu Fuß gehen. Was ist das denn für ein Scam? Ich gehe so mal raus und rein und probiere nochmal. Weißt du, jetzt sind die Donuts im 100%igen Angebot. Das ist so zum Kotzen. Jetzt hätte ich so viel Geld machen können in der Zwischenzeit. Ne, fährt er immer nicht. Ey, ist das Kacke! Oh! Ja, ich hoffe, ich überlebe das, Leute. Wenn nicht, dann war es das mit der ganzen Folge. Weil ich habe 25 Tage überlebt. Wenn ich jetzt wegen einem Bug einfach sterben würde. Ich dachte mir, ich komme easy nach Hause. 2,6, so easy. Vielleicht finde ich das Fahrrad vorne noch. Sprit leer. Der Sprit ist doch nicht leer. Da ging doch noch alles. Oder war der Sprit leer? Der war doch nicht leer, der Sprit. Der Sprit. Ja, ich gehe zur Tankstelle. Ich gönne mir das Fahrrad, wenn es noch da steht. Wenn nicht, dann... ich glaube, es steht noch da. Ich glaube, es ist noch da. Oh, das ist mein Lebensretter, das Fahrradl, Alter. Ich werde einfach Fahrradlfahrer, jo. Oh, Radlfahrer. Nee, ich werde natürlich zum Fahrradlfahrer, weil das wird mir jetzt das Leben retten. Oh, schnell nach Hause. Das war sicher das Karma dafür, dass ich die ganzen Kinder weggeschmissen habe. Die haben 100 Pro mein Auto modifiziert, das kaputt geht draußen. Weil ich die Kinder die ganze Zeit im Müll geschmissen habe und so. Die waren sicher richtig mad und salty auf mich. Kommt ihr so vor oder fährt das Fahrrad eh irgendwie besser und schneller? Ja, passt schon. Mal am nächsten Tag gleich gucken, was da los ist. Zum Glück, Fahrrad. Hat die Ende noch zu fressen? Jo, 26 passt. Die aber auch noch, passt. Oma, ich bin... die Oma ist noch... Alter, noch die Style, die Oma ist tot. Nee, letztes Mal einfach weg gewesen ist. Die Oma, so gehen wir mal ins Bett hier. ...26 Tage, immerhin nicht gestorben. Health-Bonus for sleeping. Energie ist halt gerade am abranzen. Ah, das ist eine Katze bei mir gerade. Wartet mal, Leute, ich hol mal was zu trinken. Ich lass mal schnell die Katze raus. So, komm. Nicht die raus. Soos, Saas und Sees. Der Gamer 301 mit 5 Euro. Hallo Kurt, bin seit Anfang stiller Zuschauer. Kannst du mich grüßen? Grüßen der Gamer 301. Vielen, vielen Dank. Da bin ich wieder. So. Also, wir wollten so was essen. Da wollten wir die Oma. Achso, warte, erstmal hier die. Wobei, geht das noch? Nee, komm, schmeiß mal das rein. So, da la. Dann, ich habe mir zur Sicherheit was zu essen auch mitnehmen. Ich wusste nicht, dass Beef Jerky mir so viel Energie gibt, ne? So voll krass. So, mache ich mir aber auch mal kurz einen Snack auf. Die Oma war gerade da, was? Ist sie gerade vor euch gespawnt oder was? Oder? Ich geh zu mir oder was? Was ist mit der Oma? Natürlich schreiben gerade im Chat die Oma, was hat die denn gemacht in der Zwischenzeit, wo ich nicht da war? So 100, passt. Ey, wenn jetzt doch immer, die Dings am besten ach nee, jetzt ist er mit meinem Fahrrad wieder fahren. Oh nein. Hab gar keinen Bock aufs Fahrrad. Die Oma war Milch holen. Was? War die draußen? Nee, oder? Ich hab die Oma nie Sachen machen sehen.
Muss ich durch? Ich hoffe, mein Auto steht noch da. Ja, steht noch da. Ich hoffe, dass der Bug weg ist. Mir was einfallen lassen mit der Kiste. Ich brauche halt das Auto, um Sachen zu transportieren, wisst ihr? Wenn wir jetzt dann gleich sehr viel Snacks holen und so. Sehr viele Sachen zum Schnecken. Ey, das hört sich doch immer so scheiße, ey. Das gibt's doch nicht. Ey, das kann dir doch keiner erzählen, dass sich das so fährt. Was mache ich denn jetzt damit? Oh, ich back da drin fest. Hilfe! Ich höre, irgendwas stimmt damit. Ich muss das auf die Straße bekommen, Leute. Ich stelle das auf die Straße. Ich glaube, ich es auf die Straße stelle. Ich lasse mich damit überfahren. Vielleicht geht es dann weg. Ich stelle es mal hier hin. Da muss irgend so ein unsichtbares Ding in mir drin sein. Ich warte jetzt nur drauf, bis ich angefahren werde. Fahrrad ist eh besser, aber ich kann mit dem Fahrrad nichts transportieren. Komm. Ja! Hilfe! Leute? Ich hab irgendwie... Okay. Okay. Ey, aber das Ding fährt wieder richtig. Es fährt wieder. Super, wir haben es geschafft. Also meine Idee hat funktioniert. Wir müssen es einfach in die Luft steuern lassen. Super. Oh, cool. Seht ihr, man muss ja nur ein bisschen rumprobieren und... Oh, nee, jetzt fährt es wieder scheiße. Nee, ich habe nichts gesagt. Hey, was stimmt denn nicht? Hilfe! Seba, stimmt mit dem Spiel nicht. Es stimmt irgendwas nicht. Ich will doch nur mein Auto fahren. Ja, komm. Ey, das gibt's doch nicht. Es ist doch gerade ganz normal gefahren für ein paar Minuten. Nochmal, komm. Ja, ja, du mir auch. Das Ding ist irgendwie schief, habe ich das Gefühl. Da stimmt doch was. Guck dir das an. Also, da ist ja irgendwas kaputt, Alter. Das ist ja mehr als nur irgendwas Kleines kaputt. Das ist ein großes Ding kaputt. Ich glaube, ich starte das Spiel gleich neu. Muss nur zwischenspeichern, ne? Kann ich hier speichern? Save Game? Yes. Game saved. Ah! Ich lade mal neu rein. Ich hoffe, dass das Spiel dann checkt, dass das Ding kaputt ist und mir das neue spawnt. Möchte jemand in das Ding reinfahren, bitte? Oder warte, ich probiere noch einmal hier. Ah, nee. Vergiss es. Mit dem können wir nichts mehr machen. Jetzt ist es ja noch schlimmer als vorhin. Ah, schau, hier kommt ein Auto. Ein bisschen Zunder. Komm. Nee, fährt sich nur immer gleich kacke. Ja, ich muss nochmal neu rein, Leute. Ich muss nochmal neu rein ins Spiel. Eieiei, wie ich das geschafft habe, Alter. Ich schaffe ja immer wieder solche Sachen, aber ey, das hat sicher die Kinder, die ich rausgeschickt habe. Die haben das sicher zum Verbuggen gebracht oder so. Das kannst du nicht ausdenken. So, Survival, Load. 2020 haben wir mit dem Spiel angefangen und bald 2024, also 4 Jahre mittlerweile. Ich muss dir vorstellen, 4 Jahre lang spiele ich dieses Spiel schon fast. Aber es waren jetzt hier 3,5 oder sowas steht hier drin. Jetzt habe ich was zu trinken mitgebracht. Sorry, ich habe mir gerade was zum Snacken geholt. Oh, ich habe eben jetzt nicht. So. Das sieht schlecht aus, wie das Ding dasteht. Ah, ist gefixt, super. Huch. Ah, bin ich froh. Liebe draußen an Spielhersteller, es funktioniert wieder alles. Es funktioniert wieder alles. Gut, ich kann damit fahren. Ich habe jetzt überhaupt keine Angst mehr, dass es mir nochmal passiert.
einfach saven, restart oder geht wieder alles, anscheinend. Okay, gut. Zum Glück. Der Gamer, das ist aber ja vorgelesen, oder? Jawohl. Ist nur jetzt das eingeblendet worden. Ey, Tipi braucht in letzter Zeit eine Stunde, bis sie was einblenden. Ich hoffe, der Donut ist immer noch im Angebot. Und wenn der immer noch im Angebot ist, dann... natürlich nicht, ne? Wir hätten gestern so viel Money machen können mit diesem Drecksboot. Boot, sag ich schon. Mit dem Drecksreifen. Ihr wisst, was ich meine. Der, Dingselbumse. Gut, schon mal hier. Dann fahren wir mal ein bisschen lang. Tank habe ich eh noch über die Hälfte. Das passt. Dann fahren wir mal zu einem neuen Arcade, wo wir ein bisschen mehr abstauben können. Wobei ich immer noch der Auffassung bin, auf der Kirmes ist es am besten. Aber wir schauen mal. Das Geld vermehrt sich. Ey, was gibt's hier? Feuerwerke! Cool. Das ist der Karneval, das ist Werbung für. Mir fällt gerade so auf, hier bin ich eigentlich nie, ne? Hier bei den Häusern. Gibt's da. Also gibt es hier vielleicht eine Mission bei dem Haus hier? Weil hier steht so ein LKW vorne. Sieht irgendwie so aus, als gibt es hier eine Mission. Ich schau mal schnell. Guck mal hier so. Weil die Tür sieht mir high modeled aus. Als könnte man da reingehen. Deliveries. Kannst du hier... Ist das Ach, man kann Delivery Service machen oder was? Aha. Oder? Oder ist der hier für Deliveries zuständig? Ich habe keine Ahnung. Sieht mir ein bisschen so aus, als könnte man hier was machen. Wusste ich auch nicht. Ich weiß nur, man kann Post kann man verschicken. Also Post verschicken. Man kann Zeitungen austragen. Aber so ein Delivery Service wusste ich jetzt nicht, dass das geht. Kann man so Pizza liefern vielleicht? Das wäre ja geil. Also Pizzalieferdienst. Wir liefern ihre Pizza ganz kalt vor die Tür. Dann haben sie richtig viel Spaß. Geht's hier eigentlich schon weiter? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, hier vorne ist Sperre. Ja, nee, hier ist gesperrt, da sieht man den Rauch. Das heißt, du kannst halt eh nur hier rumgurken. Vor allem mal in den Abschnitt. Ein bisschen die Map nochmal erkunden für mich. Weil ich gar nicht mehr weiß, wo alles genau ist auf der Map. Aber ich könnte ja auch mal nachgucken, was gibt's hier? Hier ist doch auch irgendwas, ne? Hier so eine Gegend mit Häusern. Da war ich doch gar nicht hier. Scheint mir sogar neu zu sein. Einfach GTA 6, Leute. Was in GTA 6. Ja, hier ist auch so ein Delivery-Teil. Wie gesagt, man kann jetzt anscheinend hier irgendwie was zustellen. Muss ich mal gucken, wo man das machen kann. Ist die Frage, was man daran nämlich verdient, so. Vielleicht gibt es irgendeinen Job, wo man richtig viel verdient. Weil diese 20 Dollar, die ich für das Babysitten da bekommen habe, war ja nichts. 20 Dollar hätte man genauso mit der Kirmes machen können, sogar mehr. Hier ist aber sonst nichts, ne? Mal so ein Häuschen, schauen wir mal hier. Jetzt auch noch so eine Delivery-Stelle. Delivery. Ey, da kann man reingehen. Ey, warte, 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 da kann man reingehen. Da gucke ich mal rein. Die immer Sachen klauen hier drin. Sachen klauen. Schau dir das mal an hier. Ah, nee, ich passe hier aber nicht rein. Ey, ist das uncool. Kann man hier Sachen klauen? Der Einbrecher-Simulator? Nee. Dann kann man leider nicht rein. Guck ich nochmal auf die Map, wo wir noch überall hin können. Der Rubbellos-Score. Haben wir 16 Dollar plus schon gemacht. Krass. Warte, hier ist die Karte, ne? Ich befinde mich jetzt hier. Wenn wir hier runterfahren, ist das UFO. Hier oben ist der Bus-Stop. Mountains. Dann fahre ich mal hier in die Richtung nochmal. Hier ist ja der Rummel, ganz unten ist dieses große UFO-Ding, aber ich glaube, ich fahre zu den Pirate-Teilen. Da gibt es dieser Pirate-Abschnitt. Ach, der ist, wenn ich bei meinem Haus vorbei fahre, ist der. Du bist beim Haus, dann ist ja immer so ein Kreisel. Hm. Hallo Monte! Monte, du bist der Beste! Bitte nicht reinfahren, sonst haut es mir wieder über alle Berge. Ja, genau, vorne rechts und dann nach hinten durch und da ist dann dieses Arcade, das große. Zum großen Arcade geht's hier lang.
Ich habe wieder ein bisschen verfahren, weil ich mich gar nicht mehr ausgekannt habe in der Karte. Dabei ist die gar nicht so groß, ne? Island Will West steht links, aber da ist noch nichts, ne? Ich frage mich, ob die Devs daran noch weiterarbeiten in dem Spiel. Jetzt kam, also ich weiß, die haben jetzt so ein Update vor mit dem Kino und so weiter. Aber ich frage mich also for real, ob die da die Map irgendwann mal erweitern werden, dass man irgendwie weiter wegfahren kann. Aber die Map ist jetzt schon, jetzt sicher in letzter Zeit auch so ein bisschen vergrößert, aber in letzter Zeit auch nicht größer geworden seit einem Jahr. Also die Größe der Map ist seit einem Jahr jetzt gleich geblieben. Und früher war das so, da haben die irgendwie die Map immer weiter und weiter erweitert irgendwie. Und jetzt ist halt gleich geblieben, ne? Ah, hier sind wir schon. One-Eyed Billies, da bin ich hin. Oh, Kinder, aufpassen! Ja. Ja. Die Oma ist umfahren! Also ich kann mir überhaupt nicht ausdenken, wie ich das immer zustande bekomme, dass das Ding rumbackt. Was gibt's hier Schönes? Pirate Pizza! Cool! Soll ich eine mitnehmen? Hab ich irgendwas dabei? Also inventory-technisch? Ah, ich habe eh nichts zu essen, dann gebe ich mir so ein paar Pirate Pizza. Gebe ich mir, was kostet denn die? Was kostet die Pizza? Ich sehe es halt nicht. 7. Ja gut, nehme ich mit. Ey, warte, Giga, so schnell? Ja, wo kommt denn die überhaupt her? Von da oben oder was? Okay. Ach, Pizza Delivery! Ah, so funktioniert das. Das heißt, ich bin jetzt doch der Lieferdienst. Und wo muss ich jetzt hin deliveren? Steht da nirgends. Ah, hier oben. Ey, das ist also der Delivery Service. Ey, jetzt kommt mir das. Also ist das geil. Aber dann fahre ich da schon hin. Ich schaue, was ich da für Geld bekomme. Ist das krass. Man kann einen Lieferdienst machen. Ja, wusste ich halt nicht, ne? Ich dachte so, das ist einfach so just for fun da. Oh, bitte nicht überschlagen. Danke. Ich glaube, es war eine schlechte Idee, hier hochzufahren. Für die Abkürzung. Es war keine Abkürzung. Oh nein, und wie das keine Abkürzung war. Ich komme doch noch niemals hoch. Da komme ich doch niemals hoch. Oh, vielleicht durch Querfahren? 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 Ah, nein, das geht sich nicht aus. Oh nee. Ich komme da doch niemals hin mit dem Ding. Ich habe dafür 7 Dollar bezahlt. Ey, ich habe mich so... Nee, das war eine schlechte Idee. Beste, schlechteste Idee ever. Weißt du was, ich behalte mir die Pizza, das hat so keinen Sinn. Oh nein, 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 ich komme hier niemals raus. Nein, oder? Warum fahr ich auch so einen Dreck zusammen? Ich fahre halt den größten. Aber die Mission werden wir machen, wenn wir hier wegfahren, Leute. Ich werde sie jetzt nicht jetzt mal mehr die Pizza für mich behalten, die 7 Dollar. Die Mission werden wir dann am Ende nochmal probieren, weil das sieht ja echt nach Spaß aus, ne? Ja, voll, merkt man. Ich fahre hier nie wieder runter für eine Abkürzung. Mache ich sowas überhaupt? Ich weiß das doch, dass wir da nicht weiterkommen. Oh nein, 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 Hilfe. Oh nein, mein Auto. Ich glaube, genau das ist vorhin passiert, Leute. Nur habe ich den Typen nicht gesehen, der da drin war. Okay, weg. Das ist die Sound of Spiele. Wo sind die Kinder? Wo sind die Kinder? Da vorne. Ja, Oma. Bin schon da. Oh, Rainer. Ein Piraten draußen kann man Pizza ausliefern. Wird Alex, jetzt weiß ich es auch, oder wird Alex. Jetzt, zum Glück weiß ich, dass das geht. Wusste ich halt wirklich nicht. So kann man hier irgendwo auf die Schnelle sowas wie Greifautomat oder sowas, wäre ganz cool. Habt ihr überhaupt keine Greifautomaten hier? Pirate Pizza, das ist halt wie so ein kleiner Pizza Place hier. Boah, jetzt habe ich irgendwie voll Bock auf so eine Pirate Pizza. Boah, ich ohne Scheiß, ich hätte jetzt echt Bock auf eine Pizza. Das, ey, jetzt kann ich mich noch erinnern, das letzte Mal, wie ich dieses Spiel gespielt habe, war ich hier drin. Das ist voll die Werbemache, ne? Oh, Fidget Spinner, da spiel mit. Weil ich letztes Mal, wie ich das Spiel gespielt habe, auch noch eine Pizza on stream bestellt habe, weil ich richtig Hunger auf Pizza bekommen habe, weil ich in diesem Pirate Place war und diese geile Pizza da gesehen habe. Das ist kein Witz, das ist so richtig marketingmäßig. Wir bekommen sicher von ganzen Pizzalieferanten Geld oder so. Ey, ich will das Taschenmesser haben. Da ist ein Schweizer Taschenmesser drin. Ey, das Taschenmesser hole ich mir aber da hinten. Guck mal, da ist ein Schweizer Taschenmesser. Komm, hol's dir. Ja, 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 ja. Oh, nicht runterfallen, nicht runterfallen, Kollege. Ui. Nein! Ich war so knapp.
am Schweizer Taschenmesser. Guck. Da liegt's. Ey, das gibt's doch nicht. Komm her zu Papi. Du kannst doch nicht einmal weg, ohne Ciao zu sagen. Ja, toll, jetzt krieg ich's nicht, weil das ist wieder so. Ach komm. Jetzt liegt das da an der Wand. Ich krieg das doch nicht. Was kostet er? $2 das Spiel. Ihr spinnt doch. Komm. Also wie diese Fidget Spinner. Oh nein, nein, nein. Ich hatte das Taschenmesser fast. Ich geh rüber, ich hole mal das andere Taschenmesser hier. Komm. Auf entspannt. Ich kann hier nur so schwer einschätzen, wie weit das nach hinten geht, ne? Die dritte Dimension macht mir ein bisschen zu schaffen, aber ich glaube, ich hab's. Go, 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 go. Es steht gut, es steht gut. Wenn wir es jetzt nochmal snacken, das Ding, dann haben wir ein Taschenmesser. Da habe ich gleich $15 für ein Dreckstaschenmesser ausgegeben oder sogar mehr. So. Komm. Ja, guter Schnapper. Jetzt aber. Das $2 gebe ich dafür jetzt nicht mehr aus. Das ist der volle, also diese Maschine kannst du in die Tonne kloppen. Das war jetzt Geldrausschmeißerei. Was kann man hier machen, Schönes? Kann man hier Schiffe versenken, spielen oder was? Was ist denn das hier? Timescore. Was macht man denn hier? Schiffe fahren? Ich kann meine Karte nicht reinstecken. Also irgendwie. Ich glaube, das Spiel funktioniert noch nicht. Ich glaube, das ist noch in Arbeit. Nee, ich brauche irgendein Spiel, wo man schnell was machen kann. So schnell Geld wie möglich. Die Barne und noch mehr Barne hätte ich gern. Hier drüben ist halt Golf, aber sonst war es das hier schon, ne? Also so viele Automaten haben die jetzt nicht. Dann ist das UFO-Resort auch das Beste. Was über dieses große UFO. Kommt vor, dass dort die besten Sachen sind zum Holen, weil hier gibt es keine Greifautomaten. Ich habe halt gehofft, dass hier Greifer sind. Was ist das nochmal für ein Spiel? Das probiere ich nochmal hier. Das ist für Leute, die überhaupt kein Skill beweisen müssen. Da musst du einfach nur einen Ball reindroppen und hoffen, dass der irgendwo reingeht. Ja, 60 Tickets gewonnen, ne? Auf entspannt. Komm auf die 1500, komm. 90, ja. Achso, voll die fetten Tickets. Das kostet ja einmal spielen. 2. Gar nicht mal so viel. Wie viele Tickets man da gewinnen kann. 210 Tickets einfach. Und unten kannst du Score 1500 gewinnen. Das ist cool. Nur einmal spielen noch. Einmal mal Ticket. Also 1500, da kannst du schon was mitnehmen. Und dreimal hast du die Möglichkeit. Ich frage mich, was der Bonus macht. Boah, der 60 geht mir aber auch ganz schön auf den Keks. Ja, 220 Tickets. Aber es ist okay. Ich meine, man kann die halt immerhin. Ey, der Bonus ist bei 1800. Warte, wenn ich in den Bonus, den in der Mitte reinkriege, kriege ich 1800 Tickets? Ja, das muss ich aber probieren jetzt. Komm in den Bonus. Wie komme ich am besten in den Bonus? Am besten, wenn ich ganz links oder so mache, ne? Hier so. Vermute ich mal. Da komme ich in 90. Dann vielleicht ganz in der Mitte. Wenn ich ganz, ganz, ganz in der Mitte reinballer, also hier jetzt. Ja, toll. Der Bonus wird schon schmecken in Höhe von 1800. Das wäre richtig geil. So, einmal noch, ja. Einmal noch. Vielleicht rechts ganz, so ein bisschen. Ah, komm, Bonus. Ja, wie soll ich denn den Bonus? Ne, ich muss in der Zwischenlücke, zwischen Mitte und zwischen Ding muss ich, also hier so einen Dreh. Dass ich irgendwie Richtung Bonus komme. Naja, das war schon jetzt hier fast näher. Das ist doch schwer, in den Bonus rein zu sliden. Das ist gar nicht mal so einfach. Ah! Nee. Aber schon nah dran. 1849er Bonus, ey. Nee. Aber jetzt lasse ich das, sonst habe ich zu viel Geld da rausgeworfen. Ey, guck mal. Möchte jemand Kinder? Möchte jemand? Wieder wie die Kinder kommen hier. Da guckt ja blöd, ne? Wie viele Tickets wir da jetzt haben, ne? Jojojo. Ey, was ist das denn für ein geiles Spiel? Ui, Coin-Pusher. Aber ey, der ist nicht mit Coins, der ist mit so Murmeln. Aber den muss ich ausprobieren, den kenne ich noch gar nicht. Hab noch gar nicht gespielt. Wie macht man das hier? Total Cost? Ich mach mal hier 100.
Schauen wir mal. Und ich keine Ahnung, wie das funktioniert. Joystick Aim. Kann hier links, rechts drehen, aber was mache ich denn hier genau? Ah, hier. Ah, hier oben kann ich die murmeln. Okay. Light for Spin. Ah, ich muss das Ding in das... Ach so. Okay. Damit sich das spinnt, muss ich da das runterbringen. Ich verstehe das Spiel trotzdem nicht so ganz. Ein bisschen zu hoch. Ich mach nochmal, komm. Guck mal, 100 Total Cost. Oder schauen wir nochmal hier. Hat sich, tut er denn nach oben pushen? Nee. Ah doch, der pusht den schon nach vorne. Aber er spinnt nicht. Er sagt, ich soll hier rein, um zu spinnen. Aber er macht das nicht. Ich bin so verwirrt, Leute. Da muss ich links und rechts treffen. Ach, ich muss links und rechts treffen und dann wird's rot. Ah, jetzt verstehe ich. Okay. Den in der Mitte habe ich ja schon getroffen. Ich muss links und rechts noch. Und dann spinnt der, wenn ich alle drei habe. So ist das gemeint. Jetzt spinnt er. Okay. 30. Wow. Tolles Spiel. 30 Tickets. Und drüben im Automaten direkt. Was habe ich da bekommen? 250 für 2 Dollar. Ja, komm. Den Automaten mag ich nicht. Wie die Kinder mal gucken müssen. Das ist auch so ein Glücksspiel. Hier, wisst ihr was? Wir tun einfach mal 5000. Kann ich hier 5000 Tickets geben, wenn ich hier drauf drücke, ne? Oh, jetzt habe ich die gedrückt. Egal. Wenn weiß kommt, bekomme ich 5000 Tickets laut Angabe. Das glaube ich doch nicht, oder? Dass da so viele sind. Jetzt sowieso verloren. Und blau. Vielleicht mal ein skillbasierendes Spiel probieren. Was ist das hier? Snowball Battle? Nee. Vielleicht nochmal das hier. Das hat mir nämlich ganz gut gefallen eigentlich so. Wenn man hier so ein Türmchen baut. Vielleicht mal auf die 100er gehen, ne? Wird sie nicht ausgehen. Ah, doch, 100! 100 Tickets. Das war's. 100 Tickets bekommen. Wow. Ich würde mal einen komplett geraden Turm probieren bauen. Das wäre mal cool, wenn ich das irgendwie mal hinkriegen würde. Aber oft lässt er mich halt nicht, ne? Ja, wie jetzt gerade. Die Dinger spawnen halt irgendwo. Wobei, wenn ich das gut ausgeglichen bekomme, könnte man das ganz gut hinkriegen, so. Der muss ja nur gut ausgleichen können. Ja, so viel zu guter Ausgleich. Ja, doch, jetzt. Jetzt ist er wieder relativ stabil. Nee, okay, das ist, vergiss es. Vergiss es. Das will ich mehr. Ich mache nicht nochmal. Ja, Kinder, gucken hier. Gucken. Ich würde übrigens gerade diesen Leuchtdings hier kriegen. Was kostet denn der? Erstmal die ganzen Tickets einlösen. Ich gehe jetzt zum anderen Ticket-Ding hin. Also hier sind ja die Spiele nicht so geil. Hab gedacht, die haben so viel mehr Sachen hier in Pizzaland. Wo haben die einen Ticketautomaten, wo ich das reinschaller kann? Jo, irgendwie haben die keinen. Ah, hier. Ich bin ja so blind. Sorry, wollte mich schon fast hier drüber beschweren. Beim Customer Service. 1800 Tickets. Yay. Lass mich raten, für 1800 Tickets kriegen wir einen feuchten Dreck bei Ihnen, ne? Also. Ahoi, Matey. Ey, was ist das denn? Achso, ja. Ja, wir kriegen halt wirklich nichts. Das ist halt... Das Ding hier kostet 12.000, ne? Hätte ich aber schon irgendwie gerne. Da leuchten 30.000. Ja, natürlich. Sie mich aber auch, ne? Sie kleine Abzocker, sie. Sonst gehen wir aber die Pizza ausliefern. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Habe ich eigentlich noch die Pizza dabei, die eine? Kann ich die essen? Ich kann die nicht essen? Was? Das geht nicht? Okay. Ich dachte, ich kann die essen. Was ist das denn für ein Kack? Ja, jetzt habe ich halt kalte Pizza, die ich wegschmeißen kann, höchstwahrscheinlich.
Okay, Leute, wir machen jetzt Folgendes. Wir machen jetzt die Pizza-Auslieferung. Aber zuerst muss ich irgendwas essen. Was kleines wenigstens. So. Wir hatten natürlich hier Musik am Laufen. Gut, probieren wir mal, ob es funktioniert. Delivery. 24 Stunden. Und ich bin der Delivery-Guy und probiere jetzt, die Sachen zu liefern. Wie viel kriege ich hier? Pizza ist im Teil. Cannot eat these pizzas. Ah! Okay, deliver the pizza before the timer. Okay, das ist. Aber ich weiß ja nicht, wie viel ich daran verdiene. Das ist gut zu wissen. The pizzas are not for eating, steht halt. Und ich denke mir die ganze Zeit, ich kann die essen. Das ist traurig. Jetzt habe ich halt zwei Pizzen bei mir. Wieder die ganze Zeit. Hier schnell, 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 schnell. Und wo auf der Map ist das? Wo auf der Map ist das? Ich kann nicht sehen. Ah, hier. Oh, ist gleich um die Ecke. Okay, wir fahren, Leute. Wir fahren und wir delivern die Pizza direkt ans Haus. Ich hoffe, ich schaffe das auch ohne Abkürzung dieses Mal. Wir könnten aber probieren, eine Abkürzung durchzunehmen, ne? Wenn wir hier vorne lang fahren, maybe. Wenn es hier nicht so Stock- und Stein-mäßig geht, könnten wir eine Abkürzung nehmen. Wir sind nur auf die andere Straße rüber. Ich habe zwar gesagt, wir machen keine Abkürzungen mehr, aber ich glaube, das ist hier relativ flach. Ich glaube, das geht sich aus. Easy. Ja, Leute, wir nehmen Abkürzungen, ist viel einfacher. Guck mal. Da muss ich ja nicht mal viel machen. Ja, das ist doch perfekt hier. Guck. Wir haben genug Zeit, um die Pizza auszuliefern. Ey, wenn wir da jetzt $30 für kriegen, dann wäre das heftig geil. Aua. Hier vorne ist er. Auf 288 Sekunden. Ich bin aber gleich da. Ihre Pizza ist noch warm und so. Also die Frage, ob ich das Haus sehen kann. Weil irgendwie, da sind halt mehrere Häuser auf die Schnelle. Ach, das ist das Haus, wo wir vorhin waren, ne? Hundertprozentig hier vorne. Das Ding wird sein. Oder? Nee, wait a second, das ist es nicht. Das ist hier drüben, glaube ich, oder? Okay, welches Haus kriegt jetzt die scheiß Delivery? Das ist jetzt... Welches Haus kriegt's denn jetzt? Das dritte von da drüben, ja super, geil, danke Bree. Vielleicht ein bisschen unübersichtlicher machen das Ganze, dass ich mich noch fünfmal verfahre. Ah, hier, da ist noch so ein Korb. Der kriegt die Pizza. Ne. So, schau mal. Hallo, 15. Und 3,50 Tipp. Naja. Naja, ich habe mir ein bisschen mehr vorgestellt. Ich dachte, ich krieg da so vielleicht so 20, aber ja, also, ist es okay. Aber dafür, dass ich da... Nee, wobei, ich gebe ja $7 für die Pizza aus. Wirklich jetzt? Ey, das ist... Nee, das ist ja voll der Scam. Ich gebe $7 für die Pizza aus. Bekomme von dem $15 plus $3 Trinkgeld oder 2,50. Nee, das rentiert sich ja nicht. Denke ich lieber zu Onkel Monte hier Dings machen. Sollen wir zu Onkel Monte Rasenmähen gehen? Also das war ja richtiger Abgang hier gerade. Ich gehe, glaube ich, wirklich gleich zu Onkel Monte, aber ich habe halt noch ein bisschen wenig zu essen. Ich glaube, Onkel Monte bezahlt ganz gut. Wenn wir bei dem Rasenmähen gehen. Ob ich mir jetzt schon was zu essen. Oder nee, wir holen uns vorne eine Tanke, weil sonst muss das Ding eh auftanken. Ja, wir gehen tanken schnell. Ich hoffe, die Rubbellose zieht mich nicht wieder in den Bann. Lass mal gucken. Was ist gerade im Angebot? Was steht hier? Pink, Green. Okay, alles ist nicht sharp. Ja, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt was essen. Dann gehen wir zu Onkel Monte, gehen dort Rasen mähen. Wir sind gerade Versammlung. Und dann maybe vielleicht auf die Kirmes. Und später zum UFO würde ich noch gerne machen. Ich würde heute noch gerne Ausflug zum UFO machen, weil da sind die geilen Spielautomaten. Da war ich heute noch gar nicht. Hallo. Mal voll das Ding. So, mal voll mache. Achso, da kriege ich ja nur einmal, ne? Ne, never mind, dann gehe ich zum anderen.
Dann gehe ich 5 mal für einen 10er. So. Ich will mal alles voll machen hier. Hey, kannst du jetzt das Kino testen von Marty? Ich glaube, das Kino... Entweder muss er jetzt ein Update für ziehen oder ich muss mal gucken, weil mir kam vor, die haben das schon gebracht, aber ich muss mal gucken, ob ich das Update schon habe. Oder ob die das schon überreleased haben, weil ich habe mir auch gedacht, das Kino schon draußen, laut Angaben. Aber ich kann da noch nicht reingehen, also kann sein, dass ich die andere Beta ziehen muss. Aber ich schaue gleich nochmal. So, ist das Ding jetzt voll oder soll ich das noch mitnehmen? Ne, ich glaube, da einer geht noch rein, oder? Einer sollte noch sich ausgehen. Machen voll, voll. Und den kann ich ja mit einpacken, oder? Dann schauen wir mal, wie voll das Ding ist. Wenn er nicht voll voll ist, dann kann ich ja nochmal rein. Ja, ist voll voll. Ja, komm, einmal hau ich noch rein hier. Das ist ja wirklich voll 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 voll. Da schon mal so ein Beef Jerky kaufen und dann sollten wir genug Energie für den Tag haben, ne? Beef Jerky, was kostet denn das? Kostet einmal Beef Jerky bei Ihnen. 8,50! Ja gut, einen nehme ich. Schade, dass man nicht klauen kann in dem Spiel. Ich würde den ganzen Laden hier beklauen dauerhaft. War es nur 25? Das ist aber etwas weniger, als ich mir gedacht habe. Egal. Wir gehen zu Onkel Monte Rasen mähen. Zu Onkel Monte Rasen mähen, er Bruder Kylo. Ich glaube nicht, dass das noch immer am meisten Geld gibt. Und die Dame da drüben, also 20 Dollar ist jetzt auch nicht so schlecht, vor allem mal kurz Babysitten gehen. Aber hier bei Onkel Monte drüben, mit dem Lambo in der Garage, da ist halt mit Kylo auch, der hat alles, ne? Da ist ein Kylo, der hat ja Onkel Monte sein Auto. Zwar ein Aventador und kein, wisst schon, aber trotzdem, schauen wir mal rein hier. Wo ist denn Kylo? 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 Wo ist denn Kylo? Kylo? Ah, hier ist Kylo, guck. Da ist Kylo, guck. Süß. So. Und hier ist der Rasenmäher. Und wenn wir hier Rasen mähen, glaube ich, kriegen wir viel Geld, ne? So, gucken wir mal. Für Onkel Monte rasen wir den Mähen, genau. Wir rasen den Mähen von Onkel Monte. Nee, von Monkel Onkel. Oder nee. Von, wie sagt er? Monkel Onkel? Nee. Von Monke, nee. Monke Onkel. Nee, Monke Onkel. Ach, ey, was? Der Sprecher ist auf jeden Fall da. Passt schon. Habt ihr als Kind auch immer gerne Rasen gemäht bei euren Eltern? Also, ich habe das übelst gern gemacht. Aber mir hat immer meine Mutter Rasen gemäht im Haus. Und ich habe das immer sehr gerne übernommen: Rasen mähen. Ohne dass ich dafür irgendwas bekommen habe. Ich habe einfach so just for fun gerne Rasen gemäht. Ich finde das irgendwie so ein bisschen satisfying, wenn man Rasen mäht. Einzige, was einen anpisst, ist, wenn du eine Steigung hoch und runter musst mit dem Rasenmäher. Das ist nicht so lustig, aber sonst ist, finde ich, Rasenmähen ziemlich angenehm. Richtig satisfying halt. Onkel Monke, genau. Onkel Monke. Ich finde, das hat was Entspannendes. Das ist so. Ja, weiß nicht. Ich mag das auch, wenn man so in Rasen ein gewisses Muster reinbringt, ne? Wenn du so runter gehst und machst so ein schönes Muster rein. Ich mag das irgendwie. Wo gibt's das Spiel? Auf Steam, das heißt The Coin Game. Irgendwie, YouTube hat es nicht geschafft, das Spiel zu finden in der Anzeige unten, ne? Ich will immer die Spiele hinzufügen, die Spiele. Da kannst du mal bei YouTube in der Beschreibung gucken, wie die Spiele heißen, so. Aber irgendwie habe ich das nicht hinzufügen können. Und ich bin mir sicher, ich konnte das früher. Also irgendwie kann man das Spiel nicht mehr bei YouTube eingeben. In der Suche. Aber The Coin Game ist echt ein cooles Spiel. Also ich spiele es gerne so, aber halt einmal im Jahr, ne? Einmal im Jahr ist es immer mal da. Aber ich hoffe, ich reck nicht ab, ne? Weil es ist schon viel Arbeit hier noch zu tun.
auch etwas viel in den Garten hier machen. Bist du deppert? Und hinten ist ja auch nochmal Rasenmähen, ne? Den müssen wir auch noch machen. Ist etwas viel. Bei denen in der Ecke hole ich jetzt aber mal ab. Könnten wir für RLO eigentlich auch machen, ne? So ein Rasenmäh-Strip wäre ja eigentlich easy. Aber da müssten wir halt clientseitig schreiben, weil jedes Mal synchronisieren, dass jemand ein Stück Rasen weggenommen hat, serverseitig ist auch wieder dumm. Aber rein theoretisch machbar, ne? Wenn wir sagen, wir lassen Leute Rasen mähen auf RLO und dann kannst du damit Geld verdienen. Wir hatten ja so ein Rasenmäh-Strip, aber das war bei weitem nicht so gut, dass der Rasen auch weg war, ne? Können wir echt mal machen, so ein Haus, wo du vorbeifahren musst, wo ein Rasenmäher. Schon viel. So Rasen, ist das. Wir werden ja für 3.0 ja sehr viele Updates bringen. Ne? Das wird ja dann cool. Und ich freue mich schon drauf, wenn wir wieder 3.0 streamen können. Ich habe schon richtig Lust und Laune drauf. Ich hoffe natürlich ja auch. Und ich glaube, wir freuen uns dann auch alle, wenn wir auf GTA 6 streamen können. Letzten Tage sehr viel Kopfschmerzerei gehabt, ne? Wegen dem Projekt so. War ja nie so cool, aber hat ja immer ein paar Leute dabei, die es ein bisschen vermissen, ne? Aber deshalb für GTA 6 würde ich das schon fühlen, so einen RP-Server zu machen. Alleine, weil du in GTA 6 so viel Stuff halt machen kannst und es halt so geil aussieht, also. Ich glaube, das wird so alles übertreffen. GTA 6 RP-Server. Eieiei. Das wird heftig, Leute. Ich will nur noch den Rasen hinten machen, dann bin ich fertig, ne? Ich frag mich, ob ich mehr Geld bekomme, wenn ich das hier schneller mähe. Ob mir dann Onkel Monte mehr Geld fürs Rasen mähen. Um hier ist auch noch zu mähen. Jetzt ist langsam dunkel. Oh nein, da sehe ich ja nichts. Muss ich auf gut Glück dann mähen, ne? Kommst du so vor, dass wir rückwärts schneller mähen können? Alter, mir kommt vor, wir können rückwärts schneller mähen als vorwärts. Oder kommt mir das nur so vor? Alter, ich kann rückwärts schneller mähen als vorwärts, Leute. Wirklich. Schau, wenn ich rückwärts gehe, bin ich schneller. Bin ich viel schneller. Holy moly. Hätte ich die ganze Zeit so machen können. Einfach rückwärts mähen, aber ist ein bisschen complicated. Nee, ich mache einfach vor und zurück. Ist doch easy. Vormähen und dann zurückmähen. Bei New Life tatsächlich auch so. Kann man sich da den Meer kaputt machen? War ich ja mit Onkel Montes Meer kaputt? Ich weiß es nicht. Langsam wird die Sonne unter. Ich muss langsam nach Hause. Onkel Monte, ich bin gleich fertig. Kaido wieder Spaß. Kennt ihr die Blinkerflüssigkeit? Oh ja. Das ist das, was man als BMW-Fahrer nicht nachtut. Die Blinkerflüssigkeit. Und Edi blinkt. Ja, jetzt gehen wir zum Forstinger. Blinkerflüssigkeit kaufen. Zumindest bitte mein Blinker, der braucht eine Flüssigkeit. Oder frag mal in so einem Autogeschäft für deine Xenon-Scheinwerfer, ob du Xenon-Gas nachfüllen könntest. Das ist auch ziemlich lustig. Deine Scheinwerfer. Als Xenon-Gas langsam leer geworden ist im Xenon-Scheinwerfer. Auch sehr funny. Gleich fertig hier, dann sollten wir gleich einen fetten Payout bekommen. Ich hoffe, Monte zahlt 100, oder? Der wird schon so 100 zahlen. Wer traurig, wenn mein Fufi zahlt? Joey geht's ja so sehr gut, ich hoffe, die auch. Gleich bin ich fertig. Das ist aber mal schnell gewesen, kommt mir vor. Gar nicht mehr so lange gebraucht fürs Rasenmähen hier. So,
die letzten paar Rieselchen, Grieselchen und dann sind wir fertig. Da vorne noch die paar und dann haben wir es, glaube ich, ne? Okay, ich bin noch immer nicht fertig, das ist schlecht. Wollte ich noch vergessen. Ich sehe schon so schlecht. Ich sehe schon so schlecht. Ich ruch schon nichts. Da wirklich wollte ich ihn vergessen, Rasen zu mähen. Vielleicht bin ich hier laut Angabe, also das, was ich sehen kann, bin ich hier fertig. Also. Hier vorne vielleicht noch oder was? Nee. Ah, hier. In der Ecke. 50! Onkel Montes, nie so viel, wie ich gedacht habe. Warte, ist hier Kylo. Digga. Ja, Kylo, Diggi. Kylo, was geht? Inventory, kann ich ins Inventar tun? Kann ich Ehrenbruder Kylo mitnehmen? Fall hier bei Monte erstmal noch klopfe. Bin fertig und ich gehe nach Hause. Wir haben $50 bekommen. Ich meine, das ist zweimal am Schießstand schießen gehen drüben, ne? Circa. Was kostet 28, kriege ich für die Möhre? Zweimal Schießstand. Ich sag dir, Kirmes ist mit Abstand das lukrativste. Ich habe jetzt alles durch. Ich war schon Zeitung austragen, das ist schon länger her. Wir waren jetzt heute Pizza liefern, wir waren, irgendwas haben wir noch gemacht. Hier auf Babysitter haben wir gemacht. Hier Onkel Monte seinen Rasen gemäht. Wir waren im verschiedensten Arcade schon, wobei in dem UFO-Arcade noch nicht. Wenn wir da an so einem, ich glaube UFO-Arcade könnten wir auch viel machen, wenn wir am Greifer viel rausholen. Fällt mir gerade ein, müssen wir mal gucken, was wir im Greifer so bekommen und was das so wert ist. Wir müssen ja so eine kleine Wertanalyse machen, ne? Was hat das für einen Wert? Ich glaube immer, dass die Kirmes das lukrativste von allen Sachen ist. Bin ich ganz ehrlich. Hallo Oma, ich bin zu Hause. Ente hat noch ein bisschen Essen. Ja, passt. Oma hat auch genug zu essen. Passt, wir gehen ins Bett. Ein Feini. Bald haben wir einen ganzen Monat in dem Spiel durch. 27 Tage. Und ich bin noch nicht einmal gestorben, Leute. Weil Survival ist so, wenn du stirbst, bist du auch tot in dem Spiel, ne? Das ist ja das Krasse, du bist dann wirklich tot. Wir spielen halt wirklich Survival-Modus. Aber die Ente, die fütter ich jetzt trotzdem nochmal. Entchen kriegt Fressi. Dann Fertiggericht rein in den Ding. Jetzt müssen wir wieder mal gucken, dass wir viel Geld machen. Das heißt, wir schauen, dass wir vielleicht nochmal Kirmes heute gehen. Gö, Entchen. Was soll ich mit der Ente machen? Die sperren wir doch jetzt. Ei. Ente, die schmeißen wir doch rüber, oder? Ach, das ist wieder ein Backroom. Super. In den Backrooms befindet sich die Ente. So, dann ziehe ich mir hier nochmal so ein Zischi. Boah, geil. Und das Essen werde ich mitnehmen für später, wenn wir Hunger haben. Dann bin ich jetzt mit Essen ausgestattet. Passt. Das werde ich versuchen zu verkaufen. Ge Oma, das können wir verkaufen. Ich nehme ein bisschen Sachen mit, die ich verkaufe sowieso. Passt. Dann verkaufe ich den Müll, den wir noch hier haben. Und dann Oma bin ich... Oma, komm. In die Kammer mit dir. In die Kammer. In die Kammer. In die Kammer mit dir. Ja. Ja, da musst du schon rein. Oma steckt fest. Gut, Oma, viel Spaß beim Feststecken. Also, wir gehen erstmal die Sachen verkaufen. Dann gucken wir, dass wir irgendwie Geld auftreiben können. In dem Fall fahren wir auf die Kirmes. Und dann würde ich sagen, fahren wir ins UFO. Und checken dort auch mal die Preise ab. Aber ich glaube, Kirmes ist wirklich mit Abstand beste. Und sobald wir hier so 400, $500 haben, sind wir eigentlich reich in dem Spiel. Wenn wir uns alles erstmal kaufen gehen. Weil Essen geht ja auch langsam wieder aus. Und dann können wir alles in Ruhe los investieren. Die $500, $600 dann. Ich sehe schon kommen. Ich habe Rubbellosen heute den ganzen Tag. Ich glaube, du eine Million hast. Also, wenn du hier eine Million machen möchtest, musst du echt glitschen, glaube ich. Es ist halt wirklich Survival. Ach, schau mal hier, der mit der Basie. Boah, Alter, das ist aber ganz schön. Oh nee, der ballert auf mich. Der ballert auf mich. Hilfe! Ich werde angeschossen. Nein, ich bin aufs Fahrrad gefahren. Nein, ich bin auf dem Fahrrad drauf. Das sind die bösen Jungs. Oh na, Leute, das gibt's doch nicht. Ey, wie kann mir sowas Blödes passieren? Das sind nämlich die bösen Jungs, die gehen auf mich los. Ach nein.
Ach nein, Leute. Ach komm, Fahrrad, geh weg. Da stecke ich hier drin. Nein. Oh, zum Glück. Oh, oh mein Gott. Das ist jetzt für immer so. Gut, ich schau nochmal hier im Mülleimer. Das sind, glaube ich, ein Rubbel los. Guck mal. Ne, was ist denn das? Essen? Ah, Rubberbands. Weil hier sind die Gangster und die hauen halt einen Zahn, wenn man da sich ein bisschen auffällt. Da muss man ein bisschen aufpassen. Die wollen das halt nicht, dass man sich hier... Jo, ist schon gut. Ich bin ja schon eh da. Ach, schau hier. Können wir mitnehmen. Können wir verkaufen. Oh, ich sehe ihn rubbellos. Ich sehe ihn rubbellos. Da können wir sicher was gewinnen. $10 geworden. Warum sind die rubbellos, die ich im Müll finde, immer die, die besser sind als das, was ich dann einkaufe? Ich verstehe es nicht. So macht das Spiel nur mit Absicht, dass ich mich richtig schlecht fühle. Und Müll nehme ich aber auch mit. Ey, guck mal hier. Leuchtstäbchen, Andel, das Leuchtstäbchen. Nimm mal mit. War da noch was? Ich glaube, da war noch was drin, ne? Nee. Gut, dann verkaufen wir den ganzen Krempel. Stuffed Coin Hotdog Plush. Okay, ich weiß, was wir machen, Leute. Wir gehen heute die ganzen Hotdogs holen. Wir kriegen 100% plus. Ey, wir werden heute so viel Geld machen damit. Das müssen wir unbedingt ausnutzen. Ey, das wird geil. Wir werden jetzt den ganzen Tag Hotdogs holen. Wir sind auf plus 100% gerade. Ey, Leute, das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock habe, auf dem Hotdog Plush. Also besser geht's nicht. Besser kann der Tag gerade hier nicht laufen. Also jetzt können wir echt viel Geld machen. Besser kann der Tag nicht laufen. Besser kann der Tag nicht laufen. 3,50. Yes. Sir. Auf geht's. Auf geht's, Luzi. Ich bin so froh, dass wir das machen können. Ich bin so happy. Neuer Rubelos-Score. Plus 26,50. Ich sag doch, die Rubelose, die rentieren sich hier. Ah! Lang ist es her. Ja, ich sag ja, wir machen unser jährliches Coin-Game. Jedes Jahr spielen wir einmal Coin-Game. Aber ich muss sagen, das Spiel ist ein Spiel, das könnte ich echt immer spielen. So, vom Gefühl her. Leider komme ich derzeit nicht zu Minecraft hin, ne? Muss ich auch sagen. Ich wollte eigentlich mehr Minecraft spielen jetzt, weil wir jetzt das Serverprojekt haben, aber ich komme irgendwie gerade nicht dazu. Auf zum Dart. Ja, jetzt machen wir das Geld, Leute. Der auf 100% plus, das heißt, wir kriegen das Doppelte. Wir kriegen dann pro so ein Plush, wenn wir dreimal schießen, kriegen wir für $3,30. Das ist saumäßig viel, wenn man so überlegt. Über 30. 33 müssten es sein, ne? 5,50 sind es nämlich. Ne, dann ist es egal. Ich kann nicht rechnen. Dann sind's. Ah doch, ist richtig. Wer noch meint. So, Retourgang. Breakdance. Hier geht Luzi ab. Hier geht's ab. Let's go. Schauen wir mal, wie viele Hotdog-Plushies wir heute mitnehmen. Geil. Geil? Dreimal, ich krieg jetzt 3 Plushies. Ist das nice. Ich habe gerade für $3 3 Plushies bekommen und ein Plush ist über 10 wert. Ist das nice, ja, nochmal. Ich habe jetzt eine Idee, wie ich da immer schießen kann. Naja, fast. Ey, ich habe 2 getroffen. Unfair. Ah, ich krieg eh 3 Credits. Oh, geil. Der hat das mitgezählt. Ey, ich habe jetzt 6 solche Dinge. 6 Plushies. Das sind $60, Leute. Das sind gerade über $60, die ich bei mir habe. Ich mach grad Money Farm, Leute. Ich mach grad Money Glitch. Ich mach grad Unlimited Money Glitch. Ey, krass, Jungs. Wir machen hier Kohle des Todes. Okay, müssen ein bisschen weiter nach oben. Zack, ja, so machen wir das hier.
Mal hier in die Ecke. Ja, Nummer 2 bekommen. Ey, Jungs, Mädels, wir werden reich. Warte, ich schau mal, wie viele ich jetzt habe. Alter, ich habe so viele Hotdogs. So, okay, jetzt ich habe so wenig Geld dafür ausgegeben, Leute. Ich habe so wenig Geld dafür ausgegeben. Das glaubt mir niemand, wir werden reich. Wir werden reich durch diesen Laden hier. Unlimited Money, wir kommen. Wir werden uns so viele Rubbellose gleich kaufen können. Ich bin so happy. Wir haben heute eine ganze Rubbellos-Versammlung. Zwei Stück. Ey, krieg ich dann 4, wenn ich hier alle treffe? Boah, ey, das ist so geil. Ich mache einfach Money Glitch. Habe ich jetzt 4 Credits? Tatsächlich, ich habe 4 Credits. Ich habe gerade 4 Stück bekommen, nochmal. Ist das geil? Natürlich werfe ich doch mal. Sie wissen doch gar nicht, wie viel Geld ich mit ihnen machen kann. Oh, der war schlecht. Aber ich nehme sie komplett aus. Ich nehme sie komplett auseinander. Ich nehme den ganzen Laden auseinander. Oh, ich glaube, jetzt verliere ich das erste Mal. Muss ja nur einmal treffen, habe ich gewonnen. Ach, kacke. $3 den Dings runtergespült. Aber das erste Mal, was ich jetzt verloren habe. So, zack. Ach komm. Geh weg von da vorne. Ah, Nummer 2, siehst du? Ja. 2 und 3. So, ich will nochmal sortieren. Wenn nicht, dass wir dann so viele Hotdogs haben, dass das sich hier nicht mehr ausgeht, Jungs und Mädels. Wir sind ja das Hotdog-Mobil. Ey, das wird so geil. Ich werde den ganzen Tag jetzt Hotdogs holen. Leute, wir werden reich mit den Dingern. Wir werden reich, das sage ich euch. Das sind jetzt schon sicher über $100, die ich hier habe. Das hier rüber. Ich 10 Stück habe, ist das $100. Ey, das sind viel zu viele. Ich glaube, ich kann nichts mehr einladen. Ich glaube, das ist schon zu viel. Muss ich nochmal später vorbeikommen. Ich hoffe, der bleibt. Bisschen stapeln. Aber geht noch. Ich werde hier gleich rausgeworfen, ich sehe es schon kommen. Ich werde hier 100 pro gleich rausgeworfen von dem Typen. Nummer 2. Guck. Ah, ist das schön. Ich habe so wenig Geld für das ausgegeben, ne? Wir haben so viel Geld überall anders reingesteckt. Und jetzt wieder so easy. Mal hier rüber. Ach komm, egal, trotzdem ein. Trotzdem Winner. Hey, nice job, Winner. Here you go. Jetzt niedrig. Come on down, folks. Pop a balloon. Mal zu niedrig und der geht jetzt wohin? Ja, komm. Aber ich glaube, ich fahre wirklich gleich rüber und lasse das dann durchzählen. Come on, folks. Step right up. Jetzt hier rechts oben kommen. Ja, fast. Hey, nice job, winner. See, folks, people actually win here. Ja, people actually win hier, aber sowas von. Und wie wir den Laden hops nehmen. Ja, Nummer 2. Ja. Das sind sowieso die besten, Alter. Ich glaube, jetzt bin ich wirklich voll mit Stuff. Ich glaube, jetzt sollte ich echt mal rüberfahren und diese. Ich krieg das doch nicht rein. Hier. Das Hotdog-Mobil wird voll, Leute. Das Hotdog-Mobil wird voll, ich sag euch. Ich werde. Damit darf ich mich dann nicht irgendwie auf die Fresse hauen. Das geht sich doch alles nicht mehr aus. Alter, wird das lustig, die ganze Sache zu verkaufen. Okay. Ey, stell dir vor, der Preis geht jetzt einmal weg. Oh mein Gott, sind das viele? Das sind so viele. Das ist ja nicht mehr normal, was ich hier mache, ey. Kannst du keinem erzählen. Ich hoffe, ich kann damit fahren, ne?
Okay, glaubt ihr, das geht? Geht das? Kann ich mit dem Blick. Ey, bitte sag, das geht, ne? Oh nein, ich fahr schon ganz langsam damit. Aber ich krieg das hin. Wir schaffen das. Das Ding fährt sich aber schon. Oh nee. Wir müssen damit sehr langsam fahren. Ja! Hotdog-Mobil, heiß und fettig, aufpassen mit ganz viel Senf und Ketchup. Bitte aufpassen, Hotdog-Mobil. Heißer Hund im Auto, heißer Hund. Ein Hotdog. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe ja nochmal ein Inventory ein paar Stück, ne? Müsst ihr ja auch nochmal mit bedenken. Bin ja komplett vollgeräumt. Ich hoffe, ich fahre auf der anderen Spur. Ich habe immer so Angst, dass es hinter meinem LKW kommt, der mich mitnimmt. Aber es ist ja zum Glück nicht so weit zum Fahren jetzt. Nur ein paar Meter, dann haben wir es geschafft. Also, kannst du dir nicht ausdenken. Ich fahre mit 50.000 Hotdogs. Mit meinem kleinen Kart dorthin. Das wird so viel. Das fällt locker runter. Nö, nö, also bis jetzt. Ich schaue auf die Rückfahrt, ob irgendwo ein Hotdog rumliegt. Bis jetzt scheint so, als sind nur alle da. Mit dem hier ein bisschen Angst, der rechts liegt. Oh, wird das schön. Das wird so viel Kohle machen. Also was wir machen, wir tun alle Hotdogs einzeln rein. Also alle zusammen, meine ich. Und schauen, wie viel Geld das dann anzeigt. Ich hoffe, die sind doch im Angebot. Ich hoffe, das Angebot geht einfach nicht weg. Oh, ich slide. Die Bremsen. Die Bremsen wollen nicht. Okay, jetzt langsam, langsam, langsam. Hotdog Plush, ja, ist immer noch. Ist heute den ganzen Tag im Angebot. Und rein damit, aber schnell. Ich hoffe nur, dass die Dinger nicht despawnen, aber die despawnen ja nicht, ne? Alleine die, die ich hier schon habe, müssen ja so viel wert sein, alter Schwede. Tatsache, 11 Dollar, Alter. 11 Dollar. Und ich hab oft für 3 Dollar 3 bekommen. Das ist das Geilste. Nee, ich glaube, ich muss tatsächlich... Ah, da ist noch ein bisschen Platz. Ich dachte schon, ich muss hier tatsächlich jetzt aufgrund der Größe der Hotdogs die jetzt einzeln reinmachen. Aber ich kann noch ein paar mitnehmen. Ey, guck dich die Liste an. Das wird so viel Geld. Kannst du dir nicht aussehen? Und wir haben noch so viele mehr hier. Eine ganze Ladung hier. Also Start hier alles. Bruder. Ich hoffe, die buggen nicht raus. Ein bisschen Angst vor. So, ich komme nochmal rein gleich. Die letzten zwei dann. Alter, sind das viele. Das sind so viele Hotdogs. Da ist noch einer drin. Ja, hier unten buggt noch einer. Fast nicht gesehen. Das wird 100 pro davor passiert sein, wo das Auto so komisch gefahren ist. Okay, alle Hotdogs rein da. Ich hoffe, das passt niemals alles rein. Da wir müssen das wirklich, Alter, das ist so viel. Ich glaube, wir müssen zweimal die Ladung machen. So. Die Liste wird immer länger. Ja, jetzt fliegen sie schon raus. Ich glaube, jetzt müssen wir langsam ein bisschen reinstopfen, so. Ja, wir müssen. Es geht nicht. Leute, es geht sich nicht mehr aus. Das ist voll. Das ist mal die... Aua! Oh ne, ihr habt es gesehen. Alter, der Hotdog hat mich gerade erwischt. 800 Dollar! Warte, so viele? Ey, das waren doch niemals so viele, oder? Hat er mir gerade 800 Dollar dafür gegeben? Das war jetzt aber kein Bug, ne? Aber geguckt. Die haben sich jetzt multipliziert da drin. Oder waren da so viele Hotdogs? Das war doch niemals 800. Warum steht hier 800 Dollar, Leute? Hä? Das war doch niemals 800 Dollar. Bin ich dumm?
Oder war das jetzt ein Money-Glitch, weil ich jetzt hier so viel reingemacht habe und das Ding durchgedreht ist da drin? Ich schau nochmal. Was jetzt nochmal? War das jetzt der Money-Glitch, weil ich die ganze Zeit rein raus bin mit den ganzen Sachen? Nee, ich hab's ja nicht reingelegt. Oder weil, oder was auch sein kann, weil das Ding da drin so rumgescheppert hat. Das kann sein. Aber ich habe jetzt einfach 1000, ja, das ist jetzt aber... Das ist jetzt aber blöd. Ja, vor allem, ich habe jetzt hier das Problem, dass ich, ja, hier... Ey, aber das kann doch nicht sein, dass ich jetzt einen Money-Glitch verursacht habe, oder? Weil ich habe mir extra geguckt, weil früher war es so, ich habe es ja extra getestet, dass das nicht mehr passiert. Ja gut, damit muss ich jetzt wohl leben, dass ich 1000 Dollar habe. Gut, aber ich hole noch ein paar. Also ich werde noch ein paar Dings holen. Aber ich schaue jetzt noch mal an. Das kann, oder glaubt ihr, dass der Hotdog den Money-Glitch verursacht hat? Damals bei uns? Kann das sein, dass das nur das eine Item war? Ja, wir gehen nochmal holen, wir gehen nochmal eine Runde. Oder vielleicht war das, ey, das hat so krass rumgebackt. Ich hab ja einen Clasher dafür bekommen, habt ihr gerade gesehen, ne? Ich hatte es gerade voll auseinandergenommen da drin. Aber ey, das war jetzt mal so viel Kohle. 800 Dollarchen. Bruder. Oder hatten wir so viele? Vielleicht hat so ein Zähler X getriggert. Ich weiß es nicht. Also, weil ich weiß noch, dieses eine Mal, wo wir diesen Glitch hatten, da stand dann auch in der Preview, hat sich der Preis immer multipliziert. Das ist jetzt ja nicht passiert, oder? Das ist ja jetzt nicht, oh oh, das ist jetzt ja nicht passiert. Deshalb wundert es mich so ein bisschen, dass ich so viel bekomme. Oder habe ich das legit jetzt so viel bekommen? Oh, Monte kommt. Hallo, Monte. Monte, du bist der Beste. Nee, also, einen Glitch wollte ich jetzt nicht verursachen. Aber wir schauen nochmal. Wir testen das nochmal, ob ich den nochmal verursachen kann. Oder wie ich das gemacht habe, weil ich habe keinen Plan, Leute. Keinen Plan, wie ich das gemacht habe. Aber schau unseren Laden, guck ihn dir an. Der beste Laden EU West. Unser Lieblingsladen hier. Ich hab 1000 Dollarchen, Alter. Road to 1 Million. Road to 100.000, Alter. Hier immer zwei mitgenommen, ne? Das sind schon mal meine. Der Arme ist morgens. Was ist los wegen mir? Der kriegt morgen nichts mehr mit. Ich bin mit sowas gefeuert wegen mir, ich sag's dir. Ich zieh zu viel Gewinn. Ey, der hat doch getroffen. Scam. Come on down. Come on down. Come on down. Winner, winner, winner. Chicken Dinner. Nummer 2, yay. Ey, komm. Let's go. Who wants to be a winner today? Let's go. Nummer 3 Stück. Winner, winner. Hey, wir heute den ganzen Tag machen, bis der Tag vorbei ist, weil so können wir richtig viel Money machen, Leute. Das ist die Money Machine, Alter. Aber vielleicht waren das wirklich die Hotdogs, die da was nicht ausgelöst haben. Das wäre mega lustig. Come on down. Balloon Pops waiting. Prizes for the taking. Einer. Hey, nice job, winner. Here you go. Wer soll mit Ballons nachtun hier? Das sind schon so wenig Ballons für mich. Ja, der war doch drin. Hast du gesehen? Der eine war drin. Ich schwöre, der war drin, der eine. Der ist im Ballon, Bruder. Der ist im Ballon. Oh, zwei auf einmal. Ja. Come on down. Balloon Pops waiting. Prizes for the taking. Let's go. 4 Stück, dafür auf Ehre. Ich würde mal gerne wissen, ob ich 5 Stück zusammenkriege. Wenn ich zweimal. Ich stell dir mal vor, ich würde dreimal hintereinander doppelt bekommen. Das wäre ja mega. Ein bisschen weiter nach oben probieren hier. Ja, die oberen sind, glaube ich, die. Ach, jetzt auf der Seite hat sich aufgereiht. Ah, nur einer. Na, komm. Dip, dip, dip. Winner, winner, elephant ear dinner. Du hast ja keine 70, 80 gehabt. Ja, stimmt schon, Bre. Das ist ausrechnest. Ey, jetzt habe ich wegen dir nichts gesehen. Das ist unfair. Was ein Assi. Ich habe wegen ihm nichts gesehen. Wir sind daran schuld, dass ich gerade verloren habe. Ja, du musst es wissen.
Sie sind dran schuld, sind auch an der Erderwärmung schuld, habe ich gehört. Let's go. Ja? Habe ich gehört. Sagt mal dir auf dem Markt, nämlich so, dass sie das sind. Sie sind die Person, die mich den ganzen Ausstoß hier verursacht. Die Stinky. Kleiner Stinke-Käse, sie. Let's go. Who wants to be a winner? Ey, der war doch drin. Der war doch drin da vorhin. Einmal ein zwei. Come on, folks, step right up. Here's your prize. Great job. See, folks. Ist halt egal, wie oft ich hier spiele. Ich mache hier Geld ohne Ende, Leute. Das ist krass. Wenn ich einen Ballon habe, mache ich Geld damit automatisch. Am schönsten habe ich immer zwei Ballons bekommen. Das ist immer das Schönste. Zwei auf einmal. So, ich pack mal ein paar ein. Jetzt haben wir hier schon ein paar viele. Also, oh, Alter, sind das schon wieder viele Hotdogs, Bruder. Die Money Grab Machine. Und den muss ich schon wieder ganz einpacken hier. Warte, ich fahr mal ein bisschen nach vor. So macht man hier Business. Business ist boomen. Besseres Business-Verständnis als Upper Red? Ob wir das versteuern müssen? Müssen wir da Steuern jetzt drauf zahlen eigentlich? Weil das ist ja schon gewerbstechnisches Erzielen einer gewissen Einnahmequelle, ne? Wir erzielen ja damit Einnahmen, was wir hier gerade machen. So, müsst ihr schon versteuern, das Ganze hier? Die ganzen Hotdogs. Die wir dann wieder verkaufen. Wir sind ja schon gewerbstätig damit. Tja, das ist natürlich die gute Frage aller Fragen. Ob wir darauf jetzt nochmal Einkommensteuer und Umsatzsteuer zahlen müssen. So. Gut, dann nochmal ein bisschen bitte. Oh, schön, hat alles nochmal aufgefrisiert hier. Ja, geil. So sehe ich das gerne. Das sehe ich nie so gerne. Komm, nochmal hier oben. Ah, komm, der war doch. Der war fast drin. Winner. Balloon Pop Winner. Balloon. Der war drin, hab mal gesehen. Ein bisschen Scam, so. Ein bisschen Scam können sie schon. Balloon Pop's waiting. Prizes for the taking. Also, solange ich zwei bekomme, ist das Problem. Dann schieße ich jemand ins Leere mit denen. Wirklich jetzt? Come on down, folks, pop a balloon. Winner, winner, elephant ear dinner. Winner, winner, chicken dinner. Hier wird Gewinn gemacht. Ja. Let's go. Who wants to be a winner today? Immer der am weitesten weg ist, den treffe ich da. Die vor mir treffe ich nie. Geil. Genau mein Humor, dass ich nicht treffe hier vorne. Ey, da war drin. Das hat man gesehen, dass er drin war. Scam. Na, immerhin. Aber der eine war schon wieder so scammy, weißt du? Let's go. Who wants to be a winner today? Winner, winner, winner. Balloon Pop Winner. Boah, danach erstmal fett Rubbellose gönnen, Leute. Ich werde so viele. Also mit dem Geld, was wir jetzt so übrig haben, wenn wir so viel Rubbellose kaufen gehen, haben wir heute eine ganze Rubbellos-Staffel. Vielleicht gewinnen wir den Hauptpreis. Come on down. Balloon Pop's waiting. So, schauen wir mal, wie viele wir jetzt haben. Ob ich jetzt alle. Alter, die muss ich ja alle hier noch unterkriegen. Kann ich eigentlich. Wir sollten halt nicht zu viele nehmen, aber je mehr ich habe, desto schlechter fährt dieses Auto. Ich schaue mal, dass ich die hier unten mal reinkriege. Ich glaube, jetzt haben wir noch Hotdogs als. Noch mehr Hotdogs als vorhin, oder? Weil irgendwann fährt das Ding nicht mehr. Also irgendwann, das weiß ich. Kannst du mit dem Ding nicht mehr fahren. Es war jetzt schon schwer zu fahren. Und irgendwann will er halt gar nicht mehr. Ich glaube, der ist schon so hart beladen jetzt. Er hat gar keinen Bock mehr. Ey, ich stapel das ja wirklich schon bis zum Mond hoch. Oh, ist jetzt so schief, geh mich damit jetzt gleich losfahren. So, den einen stapel ich noch und ich mach noch eine Runde, glaube ich, und dann habe ich genug. Kannst du keinem erzählen, was wir hier machen? Das kannst du keinem erzählen, was wir hier gerade tun, Leute. Das kannst du einfach niemandem erzählen, dass wir jetzt mit
100 Hotdogs rumgurken. Ey, Junge. Nein, nein. Kannst du keinem mal zählen, du. Wir werden Multimillionär in diesem Spiel. Ja, zwei auf einmal, so machen wir das. Balloon Pops waiting. Prizes for the taking. Na! Fast. Haben sie gesehen, fast, ne? So, eine Runde mache ich noch und dann haben wir genug Hotdogs. Da habe ich nochmal 5 Hotdogs oder was zum Unterbringen. Wenn ich hier nochmal treffe. Ja. Come on down, folks, pop a balloon. Ja, nochmal 3 Hotdogs. Hauptsache, jetzt habe ich alle getroffen und ich habe eh keinen Platz mehr. Wie mache ich denn das? Also, ich glaube, die kriege ich jetzt nicht mehr. Die kriege ich doch nicht mehr rein hier. Ich glaube, ich muss ein paar da lassen. Ich brauche ein größeres Auto. Ich brauche ein größeres Auto, Leute. Ich glaube, der Wagen kann so langsam nicht mehr. Nee, ich glaube, das ist schon genug jetzt. Ey, ich hoffe, das fährt noch. Ey, bitte fahr noch, Bruder, bitte. Oh, das wäre so kacke, wenn das Ding nicht mehr fahrt, weil ich hier alles voller Hotdogs drin... Ey, ich glaube, jetzt ist wirklich das Limit erreicht, Jungs und Mädels. Ich glaube, das... ich glaube, das ist wirklich maximal belastend. Okay, ich würde sagen, wir fahren gleich mal, oder? So, was sagt ihr zu meinem Hotdog? Mach ich mal einen Screenshot. Ja, auch für Steam. Was sagt ihr zu meinem Hotdog-Mobil? Der ist schon ganz, guck mal. Der hängt schon so ganz. Aber ich habe noch Platz ein bisschen. Oh nein, er fährt halt. Oh nö. Ey, wir schaffen das. Wir kriegen das hin mit ganz viel Schwung. Ey, Jungs, Mädels, das Ding ist halt nicht mehr zum Steuern, ne? Ich slide nur noch damit am Boden, aber ich krieg das hin. Wir müssen so ein bisschen Geschwindigkeit draufkriegen, müssen ein bisschen gegenlenken. Dann geht das schon. Ich krieg das hin, wir kommen hier raus. Ich frag mich, wie ich damit um die Kurve kommen soll. Das wird... Oh nein. Das wird sowas von schrecklich, mit dem Ding jetzt hochzufahren. Ja, ich glaube, das Auto ist ein bisschen überfüllt. Wir bräuchten so ein Pickup. Wir brauchen ein Pickup, Leute. Okay, aber ich schaff's noch. Wir brauchen einen Pickup. Oh nee. Ich brauch echt einen neuen Pickup oder sowas. Ey, das ist. Nee. Oh ne, das Heck schliert so viel aus. Vielleicht ist es die Gewichtsverteilung, weil wir im Heck so viel drin haben. Ich hab noch gar nicht drüber nachgedacht. Vielleicht sollten wir rückwärts fahren. Ja, rückwärts geht besser. Tatsache, wir können rückwärts fahren. Und jetzt will ich den ganzen Weg in 5 km rückwärts. Aber Tatsache, wir können rückwärts schneller fahren. Also besser, einlenken und so. Oh ne, ich komme ja nicht mehr hier hoch. Alter, das ist so dumm. Das ist das Dümmste, was ich jemals gemacht habe im Spiel. 50.000 Hotdogs in dein Auto reinballern. Ne, ich glaube, ich muss das umverladen. Also... Also irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen das umverladen. Das ist ja nicht mehr normal. Also vielleicht noch ein bisschen Rückwärtsgang, komm. Ein bisschen, so ein Stückchen. Ich muss hier nur auf die Straße hoch, dann kriege ich das schon hin. Aber ich glaube, ich verlade es gleich um oder verlade ein paar Sachen hier und fahre dann zweimal. Aber irgendwie sagt mir mein Kampfgeist, sagt mir, ich schaffe das. Wisst ihr das, dieses... Der Kampfgeist ist da, der mir sagt, ich krieg das hin. Okay, ich mach Rückwärtsgang. Das ist besser mit Rückwärtsgang. Mach mal rückwärts. Aber ich krieg das hin, Leute. Wir kriegen das hin. Ich komme mit diesem Gefährt nach oben. Koste es, was es wolle. Ich muss auf die Straße. Ich bin gleich auf der Straße oben. So.
Ich meine, ich bin schon ein Stück weiter. Wieder auf der Straße. Wieder auf der Straße, hab's geschafft. So, wir fahren rückwärts. Oh. Oh nein. Ah. So. Vollgas. Polizei, ich bin nicht überbeladen. Oh, ich hab's. Ja, ein bisschen drifty. Wir müssen ein bisschen Drift-Action machen, aber wir kommen da oben, Leute. Wir kommen. Es geht. Es geht. Ich komm in Schwung. Und ich komme gerade in Schwung. Ich schaff's. Es fährt. Der Schwung ist da. Wenn einmal der Schwung da ist, geht's. Ich darf jetzt nur nicht drüber nachdenken, dass hinter mir ein LKW kommt. Hey, wir fahren. Wir fahren. Oh. Oh, krass. Das ist so ein bisschen wie Driften. Ich fahr extra links, dass hinten mir keiner drauf fahren kann, genau. Ey, wir sind gleich da. Ey, Herr Hammer. Ich sag doch, wir schaffen das. Der Kampfgeist weiß, dass wir es schaffen. Letzten Meter, da vorne ist der Laden. Es hat zwar sehr viel Arbeit, dieses Ding zum Laufen zu kriegen, aber ey, jetzt. Sobald einmal ist, gegenlenken, wir driften ein bisschen und dann. Ey, wir sind gleich im Laden. Oh, jetzt du nicht. Nein, wir sind gleich da. Jetzt nicht aufgeben. Weiterfahren. Oh nein. Au. Ich hoffe, ich komme wieder runter mit der Kiste. Ach komm. Noch die paar Meter. Die paar Meter noch, dann haben wir es, dann sind wir Multimillionär. Ja! Ja, wir sind gleich drüben. Noch die paar Meter, bitte. Bitte noch die paar Meter. Wir haben's, Leute. Wir sind da. Ich muss jetzt nur noch abbremsen. Und das Hotdog-Mobil ist noch eingetroffen. Oh, bremst doch. Okay, endlich. Leute, ich bin gerade mit sehr, sehr viel Glück hier hingekommen. Ich hatte gerade sehr viel Glück. So, alles raus. So, jetzt checke ich das aber nochmal ab, ob das jetzt wirklich ein Bug war. Ich schmeiße jetzt nochmal hier alles rein. Ob das die Hotdogs vielleicht waren, ne? Mit dem, dass es immer weiter multipliziert hat, wenn wir raus und rein gehen. Vielleicht sind das immer nur die roten Sachen, die hier multipliziert werden. Das wissen wir ja nicht. Ob das der Glitch war. So, $11, $11, $11, genau. Ganz normal. So, die nächsten. Boah, es wird so viel Geld. Schauen wir mal, ob die noch immer auf $11 sind. Das war der Glitch, Leute. Guck mal, $22. Ich sag doch, das ist, wenn die im Angebot sind, addiert er das immer und immer wieder, wenn ich da neu reingehe. Das heißt, dann mache ich das aber auf legitime Art und Weise. Mir ist das egal, ich stopp das trotzdem rein, weil wir sowieso alles in Rubbellose rein investieren. Aber das heißt, wenn Sachen im Angebot sind, wenn du raus und reingehst, multiplizieren die sich. Immer das Doppelte dann, anscheinend. Warum auch immer. Aber damit es nicht zu häufig passiert, ich schmeiß das jetzt hier einfach rein und so. Das heißt, wenn ich hier öfters rein raus, die kriege ich hier mehrere tausende Dollar, ne? Aber da hat das nichts mit dem Hotdog, glaube ich, zu tun. Dann liegt das wirklich an dem Preis, weil der hier rot ist. Das heißt, ich gehe nochmal raus. Wenn ich jetzt nochmal reingehe, ist es auf bei 33. Und deshalb habe ich vorhin so viel Geld gehabt. Dann ist der doch nicht gefixt, der Glitch. Das heißt, wir haben so einen Unlimited Money Glitch eigentlich gefunden, was eigentlich voll assi ist. Warte mal, jetzt müssen die auf 33. 4. Oh, stimmt, der multipliziert sich ja immer. Ich weiß, es hört sich jetzt assi an, aber ich überlege gerade wirklich, ob ich ein bisschen viel Geld machen soll und dann ganz viele Rubbellose kaufen soll und gucken soll, wie viele Hauptgewinne wir dadurch bekommen. Aber ich glaube, jetzt lasse ich das mal, sonst habe ich zu viel Geld. Weil wir haben eh schon so oder so zu viel.
Oh, nur nicht schlagen, nur nicht schlagen, nur nicht schlagen. Ich habe Angst davor. Das Ding dreht nämlich hinten immer durch. Ich habe Angst, dass ich sterbe. Ich sterbe ja halb. Ich muss was zu essen holen, Alter. Warte, ich brauche was zum Nasche. Ich habe nichts zu Nasche da. Ich hole mir hier nochmal diese Cheese Poppies. Nochmal Cheese Poppies. Nochmal Cheese Poppies. Die geben 5. Was geben die hier eigentlich? Wie viel? 5 nur Energy. Aber ich gehe nochmal kurz raus und hole mir nochmal von vorne die. Nee, wobei. So. Ich wollte eigentlich Orbis glitchen, das wollte ich ja eh gar nicht. Vor allem, weil ich gedacht habe, der Glitch ist schon weg. Ich glaube, ich erglitsche mir hier durch noch, wenn ich nur mal ein paar Mal rein und rauskomme, mal ein bisschen mehr Geld, dass wir ein paar Rubellose mehr kaufen können. So, schaut mal, jetzt haben wir 11. Jetzt gehe ich raus. Rein. Raus. Rein. Raus. Rein. Raus. Rein. Raus. Du willst ja nicht das ganze Geld nehmen. Der hat mich gerade abgezogen, der Bruder. Der hat mich gerade abgezogen. Der hat mich gerade vor wieder abgezogen, der Bruder. Der hat mich gerade abgezogen. Ja gut, aber dann ist ja schon berechtigt, dass ich das Geld hier jetzt habe, die 1800. Das ist aber komplett berechtigt, wie mich das gerade. Der hat mich gerade über den Tisch gezogen. Wasserstück Kaki aber auch, ne? Ich dachte mir so, ja, wir machen ein bisschen Geld. Vielleicht merkt das Spiel, wenn wir da richtig assi drauf sind. Aber ich würde noch vielleicht eine Runde nochmal runterfahren. Ja, das ist jetzt Karma. Ja, komm, seid leise. Okay, das ist Karma. Mein Auto steckt schon wieder. Das ist... Oh nee, was ist mit dem Auto passiert? Das ist tiefer gelegt. Das Auto ist kaputt, Leute. Das ist kaputt, das können wir nicht mehr fahren. Das, Leute, ist Karma. Das hier, ja. Das ist gerade unter aller Kanone, was hier gerade abgeht. Ich muss ja wieder nach Hause so langsam. Ich würde ja gerne hier die... Also ich speichere ja schnell zwischen. Save game, yes. You sure? Yes. Let's save it. Da gehe ich nochmal quit. Weil da muss ich das Auto wieder neu holen. Ja, quit das Game. Jetzt mal rein. Ich werde gerade von dem Spiel komplett auseinandergenommen, weil ich das gemacht habe. Boah, Alter. F in den Chat. Vielleicht ist der Hotdog darunter. Das ist meine Vermutung, ja. Dieselbe Vermutung hatte ich auch gerade, dass der Hotdog darunter ist. Genau diese Vermutung hatte ich. Ey, Cracky, moin, mein Server geht voran. Ich habe jetzt 70 Autos drauf und ein paar Scripts. Freue mich auf ihn. Liebe Grüße. Gruß geht zurück an Cracky hier. Vielen, vielen Dank. Er wollte uns das andere Ding gehen. Ich schreibe da jetzt das Geld weg. Ach, der Glitch war, die Angebote an der Tafel reinlegen und rausgehen. Ja, das heißt immer was Neues reinlegen, ne? Mhm. Wisst ihr, was sein könnte, dass die Devs einen Fix eingebaut haben, dass die Leute das nicht mehr abusen können oder so? Ich habe das Gefühl, mein... Oh nein. Kann ich das irgendwie resetten? Oh nee, nicht hauen! Nicht hauen! Nicht hauen! Nicht hauen! Nicht hauen! Der will mich hauen! Der will mich zusammenhauen! Ich hab nicht so viel... Ich hab nicht so viel Ding! Ich muss nach Hause! Hä? Habt ihr gerade gesehen? Der ist gerade durchgeglitscht. Hat er den Dreh gerade gesehen, wer da gerade durchgeglitscht ist? Ich würde ja noch gerne hier weitermachen, aber es geht ja nicht. Ah, jetzt ist das Item eh nicht mehr im Sonderangebot, weil ich gerade ein Safe-Game geladen habe. Ja, super, ja, dann ist eh egal, aber ich würde gerne mein Auto wieder haben, wisst ihr?
Alter, ist das kacke. Kann man das resetten hier irgendwo? Options. Ich glaube, man kann irgendwie das Auto resetten. Das muss doch fast gehen. Ach, wisst ihr was? Ich nehme das Fahrrad und fahre damit rüber und gehe nach Hause zu meiner Oma. Jetzt haben wir eh genug Stuff bekommen. Gehe ich halt zu Fuß. Weil irgendwie das Fahrrad auch nicht mehr da ist. Super, geil. Das zweite Mal, dass ich zu Fuß nach Hause gehen darf. Blip, 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 blip. Glipsch, glipsch, glipsch. Glipsch, 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 glipsch. Chip, 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 chip. Wieso kommt eigentlich kein GTA mehr, weil der Server noch down ist. Aber der ist bald wieder da. Also, Beta-Phase startet ja jetzt dann und dann wird er wieder bald da sein. Dann werden wir ganz viel GTA spielen. Dann holen wir all das ganze schöne GTA wieder nach. Auf der Karte kannst du respawnen, echt jetzt? Ah, hier. Reset Card. Dankeschön. Danke für die Info, jetzt ist das wieder hier. Ey, Ehrenbruder, danke. Habe ich ganz vergessen, dass das geht. Oma, ich bin zu Hause und ich habe geschissen. Ich habe sehr viel Geld mit heimgebracht dieses Mal. Wir haben sehr viel Geld verdient. Ein bisschen mehr als erwartet, aber ich habe ja auch Karma kassiert dafür. Kaufe ein neues Fahrzeug, was größer ist. Ja, geht ja nicht, das ist das Größte, was du kaufen kannst, leider. Tag 28. Timo Loch 1, Dankeschön, mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Dankeschön für 5 Euro und Superchat. Vielen, vielen Dank. Oma, schön, dass du hier bist. Ich suche gerade. Die Ente frisst zu viel. Die scheißt ja den ganzen Tag. Ich brauche gerade Essen. Oma, wir sind jetzt reich. Wir haben jetzt tausende Dollars. Weil ich jemanden gescammt habe mit seiner Kackbude. Er wurde gescammt. Na komm, endlich, zeig dir mal was Schönes. Guck mal hier. Oder weißt du was? Ich nehme dich einfach mal mit und ich zeig dir mal einen Automaten von innen. Kann man so einen Automaten rein? Hm? Mal von innen angucken, den Automaten. Na komm, schau. Ja, schau. So. Essen ist fertig. Habe ich noch was im Inventory essenmäßig? Nö. Das heißt, ich muss mir eigentlich nochmal ein Essen reinschieben, dass wenn wir irgendwie in der Zwischenzeit irgendwo sind, dass das, ne? Und das machen wir mal auf. Dann haben wir so einen Sechser-Pack und dann schmeißen wir mal diese Sachen rein, die noch da sind. So, rein damit und komm, rein mit dir. Rein, liebes Getränk, und rein mit dir, und rein mit dir, und dich nehme ich so mit. Warum ich das jetzt auch gemacht habe, ich wollte eigentlich ins Inventar machen. Naja, so viel dazu. So, nehme ich eins ins Inventory, und das nehme ich auch ins Inventory. So, Oma, ich wünsche dir einen schönen Tag, und haben die Fische genug zu fressen? Ja, dem genug. Tschüss, Omi. Sieht uns nie mehr wieder, die Alte. Schau, was im Angebot ist. Toll, das Ding fährt immer scheiße. Geil, das ist immer kaputt. Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht, Leute. Ich glaube, ich habe es geschafft. Es ist beschissen. Das ist halt wirklich beschissen, ist das. Ah, nein. Was mache ich denn jetzt? Das Ding ist kaputt. Ich reset es schon die ganze Zeit. Hier, reset. Ja, hier. Wenn ich einsteige, dann... Da ist nicht der neue Hotdog drin. 100%ig klemmt da ein Drecks Hotdog in dem Ding drin. Wett nicht was mit euch, dass das da drin hängt. Ja, aber dann muss ich nochmal hier... Was mache ich denn jetzt? Weil ich kann noch mal probieren. Ich habe es jetzt noch mal gespeichert, wie ich im Schlafding war. Ich gehe jetzt noch mal rein hier. Sonst, das wäre ja richtig kacke, wenn es das ganze Safe-Game im Arsch ist. Weil das ganze...
Ey, oder wisst ihr, was sein könnte? Das wär mal so assi. Die haben ja detected, dass ich die ganze Zeit da rein, raus bin, ne? Glaubt ihr, dass die Devs so einen Troll eingebaut haben, dass wenn du das machst mit kompletter Absicht, wie ich es gemacht habe, dass dann mit Absicht das Game dich dafür bestraft und dir dein Ding kaputt macht? Ey, das wäre ja mal sowas von assi, wenn mich die Game Devs trollen würden. Weil es gibt ja sowas, also ich kenne das aus Spielen, zum Beispiel in GTA gab es das, wenn du irgendwas gecrackt hattest oder so, oder Rockstar hat das auch gemacht, dann gab es irgendwie eine Mission, wo du nicht mehr weitergekommen bist mit voller Absicht. Weil das Spiel erkannt hat, du spielst eine gecrackte Version oder so. Die haben dann so Missionen eingebaut, die du gar nicht erst durchspielen kannst, weil das Game mit Absicht breakt, ne? Aber wenn ich das Ding jetzt nicht mehr benutzen kann. Scheiße, das ist halt wirklich kaputt. Ich kann damit nichts mehr machen, Leute. Ich kann mit diesem Ding nichts mehr machen. Das Ding ist kaputt. Ich kann höchstens hier ein bisschen... Weiß nicht, was machen, aber es backt den Boden rein. Wisst ihr, wenn ich wenigstens damit ein paar Meter fahren könnte, wäre super. Aber ich kann damit nicht mal... Ich kann damit nicht mal einen Meter fahren. Das ist der Sound auf die Spende. Guck mal, ich das an. Das Ding ist kaputt. Da geht nichts mehr. Lass respawnen und leg dich drunter. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Oh, weißt du, was eine gute Idee wäre? Reinsetzen und respawnen. Also geht ja nicht. Ich krieg ja nur den Homescreen angezeigt. Okay, warte. Das ist der Sound auf die Spende. Ne, ich krieg das Ding nicht mehr hin. Das ist der Sound auf die Spende. Es geht nicht mehr. Sprit leer vielleicht. Ja, Sprit ist auch nicht. Aber ich hätte eine Idee, ich könnte den Sprit holen und mal schauen, was passiert, wenn ich diese Sprit-Animation mache. Und einfach hoffen, und das Fahrrad resettet sich irgendwie auch nicht mehr. Das Fahrrad ist weg. Also ich kann ja jetzt hier, guck mal hier, ich gehe jetzt auf, das Fahrrad resetten. Da steht, es wurde in die Garage gebracht, aber es ist nicht da. Ich glaube, ich habe das Game kaputt gemacht. Auf asozialste Art und Weise. Ist das kacke, ey. Ich frag mich halt for real, wie ich das gemacht habe. Ist es vielleicht, weil ich wirklich so oft rein, raus bin mit dem Charakter? Weil mein Fahrrad kommt auch nicht mehr zurück. Haben die das mit Absicht? Ich weiß nicht, ob das mit Absicht ist, ne? Oder ob das ein Bug ist. Ich hole mal Sprit von der Tanke. Jetzt habe ich zwar sau viel Geld ohne Ende, aber kann mit der Kiste nicht mehr fahren. Das ist ja voll der Humbug. Ich tanke das Ding mal auf und hoffe mal, dass es was bringt. Wenn nicht, dann muss ich überlegen, was ich mache, ne? Sorry, out of order. Okay, das Race Fuel geht immer noch nicht. Dann kaufe ich mir aber mal den Sprit hier, nur eine. Und das Fahrrad, ich weiß auch nicht, wo das hin ist. Das ist aber auch immer weg gewesen. Oh nee. Ja, ich hab schon das Game gespeichert, neu gestartet und alles, aber es resettet sich halt immer wieder, ne? Das Card. Also wenn das wirklich die Strafe dafür ist, dass ich hier rein rausgeglitscht bin, dann weiß ich auch nicht, dann wäre das echt assi. Weil das ist mein Safe-Game von 2020, Alter. Und ich hab einfach keinen Zwischenspeicher gemacht. Wenn mein Safe-Game von 2020 einfach jetzt kaputt ist, weil das Ding hier am Pop ist, dann raste ich aus. Mal gucken. Wir resetten das Ding mal. So, dann gehe ich ins Inventar. Nee. Das Ding ist...
Ich vermute, dass ein Hotdog oder sowas noch drin steckt im Auto. Ich könnte es uns mal probieren zu beladen mit was anderem, ne? Schauen wir mal ganz kurz. Das ist, wenn ich das hier belade. Ich hau das hier mal rein. Jetzt mal nochmal Reset von dem Ding. Nee. Klemmt da unten irgendwo noch was drin? Ich schau mal. Nee, da hängt auch nichts mehr drin, Leutels. Was der Chat schreibt. Ja, Leute, das mit dem Fahrrad würde ich auch gerne probieren, aber mein Fahrrad spawnt auch nicht mehr. Das ist komplett broken gerade. Ich könnte mal probieren. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich habe eine Idee. Ich reset das Auto. Also wir machen jetzt einen Reset von dem Ding. So, dann save ich. Mache ich Save Game. Yes. Und dann gehe ich nochmal neu rein. Ich schau mal, ob es ein Update gab. Lass mich mal kurz gucken. Vielleicht gab es ein Update vom Game. Ja, das wäre mal so assi, wenn ich da jetzt nicht mehr weiterkomme. Das ist der ganze Spielstand einfach weg. Das wäre so assi. Ich schau mal, ob es ein Update gab vom Game. Bibliothek, so, gucken wir mal. Die Coin-Game-Eigenschaft. Ich spiele ja gerade die Beta, ne? Updates. Schauen wir mal, welches Bild dieser installierte Dateien? Beta, so. Nee. Update gibt es kein neues. Mm-mm. Ich gehe aber nochmal rein und schau mal, ob es hilft. Alt F4 funktioniert. Ja, ein neues Auto kaufen wäre ja cool, aber geht ja nicht. Kann man ja nicht. Wenn du es einmal hast, ist es deins. Dann kannst du auch kein neues kaufen. Wir schauen mal. Drück mir die Däumchen, dass es funktioniert. Wenn nicht, dann müssen wir alte 4 drücken. Lege etwas unter die Reifen. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, Leute, ich habe das Game jetzt schon dreimal neu gestartet. Das ist zur Info. Aber vielleicht geht's ja jetzt. Wir wissen es ja nicht. Guck doch online nach. Ja, ich werde jetzt online eine Stunde danach suchen, woran es liegt. Im schlimmsten Fall ist das Safe Game jetzt im Pop ist und man müsste einen Dev dort anschreiben, ne? Also probieren es mal. Nee. Es geht halt echt nicht mehr. Ich hab's halt kaputt gemacht. Ich weiß nicht, ob das. Ich kann auch mein Bike nicht resetten, ne? Das Bike ist halt auch weg. Schaut mal, ich sehe auf der Map nicht mal mehr mein Bike. Guck mal. Weit und breit, ich sehe auch kein Bike mehr auf der Map. Das ist komplett kaputt gegangen, alles. Das ist so. Das ist ja nicht mehr normal. Jetzt mal probieren, das Ding drunter zu stellen, wie einer gemeint hat. Ich stelle das einfach unter das Auto. Maybe, aber nur maybe bringt sich das was. Ich glaube nämlich nicht. Nee. Ist das Kacke. Nochmal hier. Weil ohne dem Ding können wir ja nichts mehr wirklich wohin fahren, so. Nö. Cash löschen. Wenn die Dev das wirklich mit Absicht, mit extra gemacht haben, das wäre ja so asozial. Aber ey, das macht halt überhaupt keinen Sinn, dass das. Ich meine, ich weiß schon, ich hab den Wagen komplett überladen gehabt mit Hotdogs. Ich kann auch sagen, dass irgendwo noch so ein Hotdog rumbackt. Weil davor hatten wir das Problem ja auch, aber ich habe da das Game neu geschaut, das Problem halt weg, ne? Die muss wohl laufen, ja. Aber auch das Fahrrad ist weg. Also, das ist so, als es hätte wer mein Fahrrad auch geklaut. Das ist so der Bullshit, ey. Was soll ich denn jetzt machen?
Ich kann jetzt noch nicht alles hier zu Fuß machen, mein Leben lang. In meinem Safe-Game. Schau mal, Reset Bike ist auch nicht zu Hause. Jetzt zeigt mir das Ding auch nicht. Ist das kacke, ey. Ist aber richtig kacke. Was soll ich jetzt machen? Meine Sachen kann ich höchstens packen hier. Ja, ich schaue es mal in Community Hub, ob es da den Bug auch gibt. Ich schau mal Diskussion. Schau mal. Nee, das ist es nicht. Ich schaue, ob da schon jemand einen Bug gefunden hat. Nee, das ist es auch nicht. Ich glaube, ich bin der Einzige, der diesen Bug hat. Ich schaue mich gerade so ein bisschen durch, wie man den Bug hat mit dem Fahrzeug. Am besten wäre es ja, wenn mir so ein Auto reinfahren könnte, ne? Mach mal einen Buntstift drunter. Glaubst du, das hilft, wenn ich so einen Buntstift drunter mache? Also ich finde jetzt nirgends irgendwo jemand, der exakt den Bug hat, den ich auch habe. Geil. Ich habe es mal wieder geschafft, Leute. Ich habe es mal wieder geschafft. Ich habe ein Game kaputt gemacht. Ich probiere dann mal, hab den auch, den Bug oder was? Ich schaue sonst mal einen Buntstift drunter. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Oder irgendwas größeres. Oh, weißt du was? Ich nehme was Größeres. Ich nehme das Ding hier. So, zack. Und schauen wir doch mal, ob es funktioniert oder nicht. Resetten und danach schlafen gehen habe ich auch schon gemacht. Das hat auch nicht geholfen. Schauen wir mal was Größeres unter das Auto und hoffen mal, dass es funktioniert. Oder irgendwie, dass es so anfängt zu glitschen, wäre ja auch schon mal von Vorteil, ne? Dass du halt... Ey, das ist ja unglaublich, was ich wieder zustande bekommen habe. Weißt du, einfach, dass das ein bisschen rumglitscht, so ein bisschen keinen Bock hat. Das passt halt nicht unten drunter, ne? Ein Buntstift passt halt auch nicht unten drunter, wenn das nicht runterpasst, das Popcorn-Teil hier. Vielleicht mal so drin. Nee. Oh, ich könnte kotzen. Ich könnte wirklich kotzen. Ich krieg das Ding nie wieder weg, Leute. Das bleibt jetzt immer so stuck. Ein ganzer Fortschritt. Weil selbst wenn ich da was drunter tue, der Wagen backt ja durch. Schaut mal, ich kann es euch mal zeigen. Der backt ja durch die Kiste. Hat ja vorhin diese Kiste da unten. Die hier. Die passt da drunter, aber der Wagen backt ja durch. Ich kann doch mal probieren, so nach vorne hier irgendwie. Das nach vorne zu tun, aber... Nee, da kriege ich die auch nicht drunter. Ich muss sie wirklich so drunter. So. Ist der so? Aber bringt sich nichts, sobald ich da... Guck mal, es geht trotzdem runter. Das Ding fällt ja trotzdem nicht. Das geht halt trotzdem in die Knie, das Teil. Ist immer sowas von egal. Das ist unten. Ich glaube, die Devs haben das entweder mit Absicht gemacht oder... Keine Ahnung, aber ich kann ja nicht mehr weiterspielen. Ich brauche das Ding. Ich kann ohne dem nicht unbedingt geil überleben. Ich könnte probieren, das Spiel neu zu installieren, ne? Das wäre eine Möglichkeit. Und dann hoffen, dass das weg ist oder Cache löschen oder irgendwie sowas. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Aber ey, das ist ja voll der Kack jetzt. Man kann sich leider im Spiel kein neues Auto kaufen. Ich habe jetzt ein neues Auto gekauft. Kannst du mal Safe Game nochmal machen? Yes, weil ich hab halt immer überschrieben, das Spiel. Ne? Ich habe halt nie ein Ding gemacht. Aber ich probiere nochmal was. Gibt es nicht so einen Einkaufswagen oder irgendwas herholen, was ein bisschen größer ist? Man kann ja Einkaufswagen fahren. Wenn ich mit dem Einkaufswagen herkomme und der ist ein bisschen größer und ich weiß aber nicht, ob ich den wegschieben kann. Ich glaube, ich kann nicht das Kart nicht wegschieben.
Das können halt nur große Autos. Wenn ich so ein großes Auto kommen würde und mein Kart wegschieben könnte, das wäre ja mal geil. Ja, ich kann doch nicht auf der Straße spawnen. Es spawnt immer am selben Spot oben, Leute. Das ist halt auch ein Problem. Aber dass das halt wirklich so verbuggt war, ne? Das war erst, wie ich die ganze Zeit rein rausgegangen bin da vorne. Erst dann hat es angefangen. Und wo dann die Stifte weg waren, dann hat es angefangen, Leute. Vielleicht muss ich nochmal rein und rausgehen und dann geht's wieder. Maybe. Nur so ein kleiner Tipp am Rande vielleicht. Ich probier's mal. Wenn nicht, werde ich dann bald Schluss machen mit dem Stream und werde dann höchstwahrscheinlich probieren, das Offstream zu fixen. Weil ich das jetzt die ganze Zeit on Stream probieren. Ich will nicht meinen Spielstand verlieren jetzt. Vielleicht sind jetzt die Würstel da noch drin. Wissen wir ja nicht. Funny wär's, weil die sind ja einfach verschwunden, ne? Ist ja auch so ein Ding. Die sind einfach weg, die Würstchen. Hier nochmal rein, raus. Vielleicht habe ich damit irgendwas kaputt gemacht. Ich weiß es ja nicht. Und jetzt nehme ich so einen Wagen mit und gehe nochmal nach oben. Oh, meine Energie ist low. Das fand ich, wenn Leute sagen, sie sollen das Spiel neu starten oder neu laden. Das habe ich 5-mal neu gemacht. Das habe ich schon 5-mal probiert, Leidels. Ich bin jetzt 5-mal ins Spiel neu reingegangen oder 4-mal. Also ich habe es wirklich oft jetzt probiert. Ich probiere es mal mit dem Einkaufswagen, ob ich damit was reisen kann. Ich glaube nicht. Ich bin ja übelst langsam. Die mir das zusammenkriegen, das wär's. Ah, ich kann damit nicht auf die Straße. Ah, okay. Ich kann das Einkaufswegelchen nicht auf die Straße ziehen. Ja, gibt auch Spiele, die als Cheater deklariert. Ja, aber ich habe ja nicht gecheatet, Bruder. Ich habe einen Glitch verursacht. Ach, ich kann es ja so mitnehmen. Stimmt eigentlich. Nehme ich das Ding so mit. Aber da habe ich wirklich alles probiert, was ging. Weil das ist das größte Objekt, was ich glaube ich so mitnehmen kann. Oder ich nehme so ein NPC-Kollege mitnehmen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Aber ich habe irgendwie auch so das Gefühl, dass sie es mit Absicht gemacht haben, wenn Leute da irgendwie glitchy machen. Dass die dann mit Absicht in die Fresse bekommen, so. Das kann ich mir gut vorstellen. Dass dann nichts da funktioniert. Ich sei Death Void. Welche Death Void? Okay. Ich glaube, sie haben so eine Nachricht geschrieben auf die Dings. Ich will mal gucken. Hast du nur ein Tutorial? Nö. So, machen wir hier nochmal Reset. Nö, vergiss es. Ah, doch, ich kann ein bisschen rumbuggen. Ein bisschen glitchy kann ich schon betreiben, aber irgendwie steckt halt immer noch fest. Ich glaube, ich muss diesen Bug halt wirklich reporten. Ich komme da sonst nie wieder weg. Ach komm, bitte. Wenn du jetzt so viel glitchy machst, dass das Ding irgendwie weggeht, oh, das wäre so cool. Mal Reset. Und jetzt das Ding irgendwie wegglitschen oder so? Von der Hauseinfahrt? Das wäre ja schon mal was, wenn wir das Ding weggeglitscht bekommen. Oh ja, ja, es hat fast funktioniert. Man muss nur wissen, wie man es macht. So, rein damit. Au, au, okay, das machen wir nicht nochmal. Jetzt habe ich tatsächlich das Ding auch weggeglitscht, super. Und jetzt setzen wir uns rein und jetzt sollte gleich die Party abgehen. Ja, oder so.
Nee, das will auch so nicht. Ich probiere gerade echt mein Bestes, dass ich das Ding hier rausgeglitscht bekomme, ne? Ich probiere gerade echt mein Bestes, aber mehr kann ich nicht machen. Also mehr als diesen wunderschönen Einkaufswagen hier probieren reinzuglitschen, dass das Ding wieder funktioniert, kann ich echt nicht machen, Leute. Ich habe sogar den Reifen vom Einkaufswagen kaputt gemacht, aber irgendwie... Ah, jetzt glitscht's. Okay, jetzt glitscht's. Jetzt muss ich nur nicht das Auto mit glitschen. Komm. Nee, funktioniert nicht. Also ich glaube, ich habe jetzt alles probiert. Aber schaut mal. Der Reifen ist abgegangen. Guck. Der Reifen ist wirklich abgegangen von dem Ding. Ich habe das Unmögliche möglich gemacht. Ich habe von einem Einkaufswagen den Reifen kaputt gemacht. Das musst du auch mal hinkriegen. Oh! Ich sterbe hier gleich. Jetzt habe ich beide Reifen. Jetzt habe ich fast alle Reifen abgebaut von dem Ding. Guck mal. Der Einkaufswagen ist kaputt gegangen. Ja, super. Ich glaube, ich kann das Spiel wirklich erst wieder spielen, wenn das gefixt ist, das Problem. Ne. Teste Thorsten, versuch mal Kiste oder die Oma dagegen zu hauen. Die Oma ist drin, die kriege ich nicht raus. Und die Kiste aber auch schon probiert. Wenn du die Reifen nicht flöten lassen hast, auf beiden Seiten was drunter legen. Nee, geht ja auch nicht. Das Struggle ist real stuck forever, ja. Habe ich auch das Gefühl. Du hast so gefreut über die ganzen Sachen, die wir in Rubbellose investieren können und sowas. Na, das war's halt komplett an dieser Stelle. Ja, Leute. Ich glaube, dann war's das wohl mit heute. Weil ich krieg dieses Ding hier auf gar keinen Fall mehr zum Worken. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich kann halt nur höchstens probieren, den Cache irgendwie löschen vom Spiel. Oder irgendwie probieren, die Devs von dem Spiel anzuschreiben, warum mein Safe-Game so kaputt ist, dass ich nicht mal mit einem Auto hier fahren kann. Schau euch das an, Alter. Das Ding backt ja immer mehr rein. Ich glaube, ich sterbe jetzt, wenn ich damit... Naja, fast zumindest. Ich bin ja fast gestorben, Alter. Ich sterbe gleich. Ja, Leute. Ich quitt mal schnell aus dem Spiel, bevor ich hier ganz schnell... ne, ihr wisst schon. Sterbe. Ich glaube, wenn das Spiel dann wieder weiterspielen, wenn es funktioniert. Ich bin nämlich gerade komplett am Abgehen. Das geht gar nichts mehr. Ja, wir werden das nächste Mal weiterspielen, auf jeden Fall. Und dann werden wir uns fett die Rubbellose holen. Rasenmäher. Wir können mit dem Rasenmäher leider nicht rausgehen. Ja, gut. Aber wir werden es fürs nächste Mal aufheben, Leute. Nächstes Mal werden wir das hinkriegen. Dann werde ich mal schauen, dass wir es gefixt bekommen. Weil das ist, Reset das Auto. Ja, habe ich nur noch 15 Mal gemacht. Aber das, ich habe noch nie so einen heftigen Glitch hinbekommen. Trotz Respawn und allem drum und dran, Alter. Alles gemacht. Ich schaue aber mal, ob ich irgendwo über der Card. Ich suche mal nach Card. Survivor Mode. They got stuck on the ground. Ah, hier gibt's jemanden, der dasselbe Problem hat. Warte, hier, wo war denn das her? Ja, da gibt's einen. Der hat das aber schon 2020, hat er das reportet, der Bruder. Oh nein. Oh nee, ey. Also keine Ahnung, ob das hier was wieder gefixt wird. Gut, Leute. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht oder einen wunderschönen guten Abend. Wir hören und sehen uns, wenn es dann wieder funktioniert. Aber es hat heute sehr viel Spaß gemacht, bis jetzt zum Ende. Vielleicht, dass wir den Coin Game dieses Jahr öfters mal spielen. Ne? Vielleicht die nächsten Tage mal noch eine Runde, wenn das Card nicht mehr stuck ist. Aber dann wünsche ich euch eine wunderschöne gute Nacht. Macht's gut. Ich verabschiede mich hiermit. Ein wunderschönes Süßikowski. Und wir hören und sehen und riechen uns. Hoffe ich mal. So ist es. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wuppelt gern im Shop vorbei. Wenn ihr gerne vorbeiwuppeln wollt, in meinem Merch Store. xym.com/shop. Da gibt es wunderschöne, tolle Sachen. Nicht vergessen. Und ja, da wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und.